Der hat alles gefunden und hat alles so gelassen. Okay, warum redet er diese Gott? Wozu hat er sich überhaupt die Mühe gegeben? Für nichts. Um Dings zu verbieten. Adoption zu verbieten. Oder um Schweinefleisch zu verbieten. Oder um Alkohol zu verbieten. Oder Glücksspiele. Waren das wirklich die Katastrophen, die diese Leute gemacht haben? Meiner Meinung nach nicht. Er hat ihnen gesagt, sie sollen noch mehr Frauen haben als anderen. Ja, genau, arme Ziege. Genau. Ja. Ja, der fand, dass Leute ihre Mädchen zum Dings, ne? Zum SRX gegen Geld geschickt haben. Der hat gesagt, okay, ist nicht schlimm, wenn ihr das macht, Gott verzeiht's euch. Also der hat nichts geändert, nichts gar nicht in deren Kultur geändert. Der hat einfach nur deren Kultur bestätigt. Punkt. Ist der Weg des Teufels. Ja, wenn ich an den Teufel glaube, würde ich auch sagen, dass der Islam vom Teufel kommt. Habe ich mir auch damals gedacht. Ich habe auch analysiert, habe ich gesagt, okay, warte. Dieser Gott sagt uns, dass es einen Scheitern gibt, eine böse Teufel gibt und dass er uns in die Irre führen will und dass er böse Sachen empfiehlt und so sagt. Und dann, okay, was sind die Sachen, die den Scheitern mir dann, ne, befiehlt? Ja, Schweinfleisch essen oder Alkohol trinken oder Glücksspiele. Ja, aber das ist doch gar nicht so schlimm. Ich meine, viele Leute gewinnen Glücksspiele. Es macht dir süchtig, aber viele Leute gewinnen. Das Schweinfleisch hat noch niemanden getötet. Und keiner ist von Schweinfleisch gestorben. Alkohol genauso, wenn man es normal konsumiert. Und außerdem hatten sie damals gar keine richtige starke Alkohol, ne? Deren Alkohol hat nicht so viel Alkoholgehalt gehabt, weil die hatten ja auch die Industrie dafür nicht, ne? Und, ja. Verrückt, Leute. Und dann sagt er, andere Sachen macht sie weiter. Der Wahnsinn, Leute. Der hat einfach nur das bestätigt, was die wollten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, was sagt uns Allah? Allah sagt uns, schlachtet die Menschen, geht und erobert Länder und versklavt Menschen, ne, zerstreut Familien, bringt Kinder zu weinen, vergewaltigt Frauen. Und ich denke mir, okay, ja, na gut. Und dann habe ich ja auch gedacht, okay, was sagt er uns? Der will 20% von der Beute. Okay, das auch noch will Allah. Was will er noch? Dass wir kleine Kinder heiraten. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich glaube, hier haben sich die Rollen wirklich getauscht. Also ich glaube wirklich, hier Allah ist der Satan und der Satan ist eigentlich der Gute in der Geschichte, in der Islam. Der hat doch gar nichts getan. Ja. Shisha, nie bleibend und sich. Ihr wisst gar nicht, den Ström, wie ist das? Ali, Bekimli. Nee, ich hab keinen Bock. Zwei Leute wollen mit. Nein, keinen Bock, Leute, auf diesen Dings, Match, Sachen. Wir sind ein bisschen Muslime wieder. Was hat er gesagt? Warte. Was, Leute, ich schlafe gleich ein wieder. Ich habe heute gar nicht geschlafen, 3,5 Stunden. Murtad, Kuffar, sehr gut, Tschetscheni. Ja, und Tschetschene. Die sind sehr bekannt als Terroristen, die Tschetschenen, ne? Die haben sehr gute Gehirnwäsche bekommen, nachdem ihre Vorfahren geschlachtet wurden, gemetzelt wurden und versklavt wurden. Die sind jetzt ganz treue Sklaven von Saudi-Arabien. Ihr seid nur Sklaven von Saudi-Arabien, sagt nicht Sklaven von Allah, ihr seid Sklaven von Saudi-Arabien. Ihr wollt nicht frei leben, ihr liebt die Sklaverei und wollt einfach Sklaven bleiben. Was bringt ihr für Scheinargumente? Naja, okay, sag uns so, was hat Allah verboten? Okay, warum hat Allah mit den Menschen gesprochen? Was hat er geändert? Der fand Sklaverei, der hat's legalisiert. Der fand Kinder, er hat's legalisiert, ne? Was hat er noch gefunden? Der fand Adoption, der hat's verboten. Gar nicht so schlimm. Was wäre dann für dich, wo wäre die Priorität? Sklaverei zu verbieten und Kinder, er oder Schweinfleisch und Adoption? Warum redet er überhaupt, wenn er nichts ändert? Der hat Sklaverei gefunden, der hat es so gelassen. Der hat Kinder gefunden, der hat es so gelassen. Der hat Hajj, der hat auch die Pilgerfahrt so gefunden, der hat genauso nichts geändert, alles so geblieben. Der hat Saum gefunden, Ramadan haben die gefastet, der hat gesagt, ja, okay, macht genauso wie euer Vater. Ja, warum redet er überhaupt, wenn er nichts ändert? Die sagten doch, die Leute waren in die Irre. Was hat er denn gesagt? Kommt, geht, schlachtet die Leute und versklavt sie? Und vergewaltigt verheiratete Frauen, wie in Surat Nisa, Vers 24. Das ist das Gute, was Allah uns bringen will. Der hätte lieber die Klappe halten sollen. Das wäre tausendmal besser. Bleiben, ja, die wisst ihr, wie die
Wie viele Muslime in den arabischen Ländern den Islam verlassen? Ihr werdet überrascht. Ihr werdet überrascht. Der Islam verschwindet. Nur ihr, weil ihr hier Gehirnwäsche seid, ne? Und weil es für euch eine Identitätsstörung ist, weil ihr denkt, ihr seid Muslime und das ist eure Identität und ihr könnt euch von Sklaverei nicht befreien und ihr müsst Ibad, Saudi, Arabi, Arabi, Saudi sein. Ihr müsst 8000 Euro geben für Saudi-Arabien, um mit Steine zu werfen wie die Irren. Nur deswegen denkt ihr, dass er sich vermehrt. Der vermehrt sich nur in den Ländern, die kein Arabisch sprechen und nur am Gebären, Gebären, Gebären. Hier selbst ein Schischani spricht. Ist er ein Araber? Ist aus Tschetschenien. Was hat er mit den Arabern zu tun? Er sagt dir Koran und Arabien Mubin. Er sagt dir nicht Koran und Tschetschenien und Mubin. Was hat er nicht gesagt? Das, der Koran ist gar nicht für euch. Das ist die Religion von Arabern. Was habt ihr überhaupt damit zu tun? Ja, letztes Jahr allein in Marokko. Letztes Jahr allein in Marokko, Dings. 17.000 Leute haben den Islam verlassen. In Gaza 2.000. Letztes Jahr haben wir gezählt. Nur an einem Tag haben wir gezählt, die Leute. Saudi-Arabien, viele, ihr habt gesehen doch die Korane in Abflusskanale. Ja, Carlo, okay. Warte, Carlo. Okay. Okay, hast du, Carlo. Ja, von seinem Adoptivsohn, von den armen Seid, ne? وإن قذى زيد منها قذى منها زيد وطار زوجناكها حتى لا يكون على المؤمنين حرج في زوجات أدعيائهم. Sagt, damit ihr euch nicht schämt, die Töchter von, die Frauen von eure Kinder zu heiraten, damit ihr euch nicht schämt, weil die Leute haben sich geschämt, genauso wie bei Sabiha Autas, ne? Die haben verheiratete Frauen entführt, ne? Und dann haben sie sich geschämt, die normalen Männer mit diesen Frauen zu schlafen. Dann sind die zu Mohammed gegangen und gesagt, ja, wir können mit diesen Frauen nicht schlafen, wir kennen ihre Männer, das sind Araber, die Männer sind noch am Leben. Die sagte, ja, und dann kam der Vers. Diese Menschen hatten mehr Moral wie Mohammed und wie Allah. Der hat deren Moral kaputt gemacht. Die waren schon schlimm, aber immerhin, die waren nicht so ganz schlimm. Dass zum Beispiel verheiratete Frauen nicht angefasst wurden und so, aber der hat auch die bisschen Moral, die sie hatten, hat er auch vernichtet, der Islam. Ich weiß nicht, warum er überhaupt kam. Keine Ahnung. Was rede ich? Ich lese deinen Koran. Islam ist für jeden den Tawhid. Kennst du überhaupt Jihad Talab? Kennst du diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, von Sabiha Autas, nach dem Krieg von Hunain, oder weißt du nicht, worüber ich rede? Geh, lese deine Religion, bevor du hier irgendein Dings erzählst. Und ich bin nicht Christ, also brauchst auch nicht zu beten. Lafu, Carlo, lafu. Allah versteht jeden. Den Koran kann man nicht übersetzen und der ist auf Tschetschenien und der ist Moslem. Oh, kann man den Koran in Tschetschenisch übersetzen, richtig? Sogar es gibt keine arabischen Wörter in den Koran, die können es nicht übersetzen. Zum Beispiel, wie ist dort Tod al-Adim übersetzen? Das ist schon falsch geschrieben, das ist gar kein Arabisch. Er hat eine bessere Moral. Mohammed hat schlechte. Ja, die waren ja. Die waren viel moralisch wie Mohammed, die Leute damals, diesen Wilden. Ja. Ja, vero, vero. Der Islam ist voller Hass, aber nicht wie die Menschen Hass bekommen. Indoktriniert hast du wahrscheinlich gemeint, ja. Ja, natürlich, das sind tickende Zeitbomben, aber keine Sorge, jetzt AfD, die haben sich verrechnet, die haben ihre Demonstrationen nach Scharia gerufen, die dachten, die wären schon viel genug und dass Deutschland Angst haben wird, aber die Leute haben sich nur mehr AfD wählen, die werden sie alle Reisepass hin und her raus, Deutsche hin und her raus, was willst du, Scharia, bitteschön, nimm den Flug hier, wo willst du hin, Boko Haram, IS, Taliban, du kannst wählen, egal welche Scharia du willst, welche Scharia passt dir am besten, ja, bitteschön. Ja, ich würde so lachen. Ja. Wahnsinn, Leute. Soll ich weiter brüllen bis morgen? Keiner versteht. Komm hoch, Carlo. Was ist los mit dir? Warum bist du drunter? Ich bleib noch. Assalamu alaikum, Achi. Walaikum salam. Wie geht's? Gut, danke schön, wohl dann selber. Auch alles bestens, danke. Sehr schön. Was ist mit deinem anderen Profil? Bruder, da sind andere Sachen markiert, ein bisschen Privatsphäre, habe ich gedacht, mit diesem Account. Gut, okay. Dann nenne ich die CK. Calvin Klein oder so.
Der hat bestimmt nicht mal Koran gelesen. Ja, kennt er nicht, der Shishani. Ja, Hauptsache, sie Shishani nennen, wie die Terroristen, aber der hat keine Ahnung davon. Ein sehr schönes Vorbild. Ey. Durchs Frieden, ja. Arabisch ist leicht. Hijak. Naja, wenn du meinst. Aber so eine Shishanti würde sich die Zunge brechen, um zu lesen. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ich habe die schon gehört, die kommen hier. Alhamdulillah, ich bin Moslem, ja. Aisha sallallahu alayhi. Was sallallahu alayhi? Sallallahu alayha. Ja. Nee, nicht sallallahu alayhi. Radiallahu anhu. Sie hat mir gesagt, Aisha radiallahu anhu. Einfach kurz Reicher zum Mann gemacht. Ja, anha. Das ist peinlich, Leute. Es brechen sich die Zunge, weißt du, um einfach zu beten, kann euch Allah nicht einfach hören, ohne dass ihr auf Arabisch sprecht. Genauso, wenn du hörst, die Araber haben gesagt, die Araber haben gemacht, den Koran muss man auf Arabisch lesen, den Gebet muss man auf Arabisch machen, den Teschahud muss auf Arabisch lesen, alles muss auf Arabisch machen, dann ist das eine Religion von Araber, nicht eine Religion von Gott. Punkt. Kann keine Religion von Gott, das ist eine Religion von Araber. Du musst zum den Araber gehen, um um Hajj zu machen, ne? Um mit Steine zu werfen und zu springen ohne Unterhosen. Wie bescheuert ist das, Leute? Also, ich zahle Geld, damit ich mich. Warte, warte. So ein Witz gesagt, ein Typ war in Mekka, gell? Und dann. Der hat eine Frau belästigt. Und sie sagt ihm, hey, bist du verrückt oder was? Und sie sagte, ja, unsere Klamotten haben wir ausgezogen, mit Steine sind wir gerade, wir werfen gerade mit Steine. Was fehlt noch? Ne? Was fehlt noch, um verrückt zu sein? Wir sind Nacken geschmeißt mit Steinen. Also ist das nicht verrückt sein? Also wenn das nicht verrückt sein, weiß ich auch nicht weiter. Rennen da ohne Unterhosen. Ja, Mann. Schmeißen sich mit Steine. Also, und das ist ein Ritual von Allah. Das ist ein Ritual von Allah, ne? Von dem Gott von 200 Milliarden Galaxien. Sagt euch, ihr müsst mit Steine einen Stein bewerfen, ihr müsst euch um einen Stein drehen, ihr müsst einen Stein küssen und das soll von einem Gott kommen, Leute. Ihr sollt euch nackt machen. Und das sind ja Befehle vom Gott. Leute, ich bitte euch, sehr, benutzt ein bisschen eure Gehirn. Ja, schische Muslime, Leute. Weiß nicht mal. Ja, der kann kein einziges Wort. Wie soll er beten? Der braucht 2 Stunden für Fatiha. تعرف هذا لب أمير؟ مين؟ لب أمير في معنى؟ لا ما بعرف هذا اسمه لب أمير نه. نه. اوكي Ja, Lorika, was wolltest du sagen? Bist aber lustig. Achso, die meint dich hier. Und sieben. Ja, 7 Mal Tawaf. Ja, 7 Mal drehen. 7, der hat einen Fetisch mit Nummer 7, Mohammed. Der hat einen Fetisch mit Nummer 7. 7 Datteln essen, wenn du vergiftet bist. Ja. Ja. Ich hatte wirklich ein Fetisch mit der Nummer 7, Mohammed. Ich weiß nicht warum. Ja, von Gefallen eingegraben. Hol Imam rein. Welcher Imam? Ist dieser Karim gekommen heute? Wer? Dieser Karim der Nein. Algerier. Nein, leider nicht. Ich hätte Ihnen ja die Erklärung gegeben. Okay. Ja. Ja, Lorika, zieh dein Kopftuch. Ja. Dieser Gott sagt, Karna fi buyutikum, aber bleibt bei eurer Zuhause und macht euch nicht, ne, schön wie vor der Islam. Also geht nicht raus und zeigt nicht eure Haare. Weil die Frauen, warum Mohammed das gesagt hat, allein weil die Frauen haben ihre Kopftuch nicht zugemacht im Hals. Man hat ein bisschen von deren Hals gesehen, hat er die beschimpft und gesagt, bleibt in eurer Zuhause und kommt so nicht raus auf der Straße, gar nicht. Die Frauen haben Mohammed gefragt, was sollen wir machen, um die gleiche Belohnung zu bekommen wie die Mujahideen. Ne? Der hat gesagt, bleibt einfach bei euch zu Hause, geht nicht raus und ihr bekommt die gleiche Belohnung von Allah wie die Leute, die für Allah sterben, die Männer.
Stell dir mal vor, und du lässt das einfach. Du wirst die beste Platz in Jena bekommen, nur wenn du dich verstecken würdest zu Hause und nicht rausgehst. Das willst du nicht. Du hörst nicht auf deinen Gott. Nachher mit dem Gift und Datteln, ja. Ja, die wollen es nicht machen. Und sie nicht sieben Datteln, ich schwör's. Sieben Datteln aus Medina. Ne? Du musst ja mal verstehen, ey. Saudi-Arabien muss gewinnen, Mann. Das hast du immer noch nicht verstanden, Ahmed Sika? Nicht irgendwelche Datteln aus Deutschland oder aus Tunesien oder aus Algerien. Nein, die müssen aus Medina sein. Also Saudi-Arabien muss gewinnen. In den Hajj muss Saudi-Arabien 8.000 Euro bekommen. Wenn du dich entgiften willst, musst du von deren Datteln essen aus Medina. Ne? Wenn du Medizin willst, musst du deren Kamelurin nehmen. Nicht irgendwo, unbedingt Saudi-Arabien. Der sagt das auch in den Hadith, das ist über Medina. Lorica lacht. Warte. Mit Semsemwasser muss man das. Ja, Semsemwasser wird auch verkauft. Das ist giftig, diese Semsemwasser. Aber jetzt auch ernsthaft für die Muslime, jetzt ohne Witz. Trink diese Semsemwasser nicht. Das ist wirklich. Die haben da Tests gemacht und so und die haben gefunden giftige Dings da drin. Wirklich jetzt ohne Mist. Das ist giftig. Die Leute warnen davon. Die Araber dort, die trinken es nicht. Die wissen es. Das ist wirklich giftig. Da sind wirklich gefährliche Substanzen drin. Wenn in Zukunft außerirdische Muslime aus anderer Planet größte Sekte der Islam, Leute. Sahih Bukhari. Naqisatu Aqlin wa Din. Sahih Bukhari. Und dann hat ihm gesagt, warum sagst du Naqisatu Aqlin wa Din? Er sagte, ja, ihr braucht doch zwei Zeugen von Frauen, oder? Und sie sagt, na ja, aber das sind seine Gesetze, ne? Um zu gucken, wie die Frauen auch wirklich dumm waren damals. Sie sagt denen, ja, eure Gehirn ist nicht komplett, ihr habt doch halbes Gehirn und eure Religion ist auch nicht perfekt. Sie sagt ihnen, wie, Mohammed? Und er sagte, ja, ihr vergisst ja, man braucht zwei Frauen für eine Zeuge, aber das ist ja sein eigenes Gesetz, das gab nicht vorhin, ne? Und die sagten, ah, okay, haben wir verstanden, der hat sie einfach getrickt. Und die haben gesagt, ja, was ist mit der Religion? Und sie sagte, ja, weil ihr nicht betet und nicht fastet, wenn ihr eure Tage habt. Und die haben es einfach geschluckt. Falsche böse Religion gebaut, arme Frauen. Ja, was die logisch machen, ja, in andere Länder, vor allem in islamische Länder ist das am schlimmsten. Ja, kommt zum Beispiel dieser Shishani. Der hat sich schon den Namen geschrieben, also wie ein Terrorist. Was glaubst du, wie lange braucht er noch, bis er irgendwas Böses macht? Also, der nennt sich schon wie ein Dschihadist. Also, sag mir nicht, der weiß nichts von Religion. Also den wichtigsten Part kennt er. Und die Königsfamilie wird noch reicher, natürlich. Ja. Das steht im Koran in Lamestum Nisa. Wenn ihr scheißen müsst oder Frauen anfasst, dann müsst ihr euch waschen, bevor ihr beten geht. Wie krank ist das? Der vergleicht euch damit Mist. Sogar Aisha hat ihnen das gesagt. Nicht. Wir müssen das tun, ja. Ja. Diese weinen. Du sollst dich zu Hause einsperren, nicht weinen. Dein Hijab tragen, zu Hause einsperren, nicht rausgehen, nicht zum Einkaufen, gar Die sollen nichts. mal alle Lorica folgen, damit sie 1000 Follower hat. Dann kann sie mal hochkommen und. Sie braucht nicht 1.000. 1000, Tausend, um live zu gehen. Ich weiß nicht, 200, glaube ich. also kannst du ihr Einladung schicken. Ich gucke. Hallo. Hi, Schwester. Hallo, ich bin Sie. wegen Lorika hier. Nein, Ich wollte ihr was erklären, ich sehe weil sie nicht. Nein. sie ist ja Albanerin, weißt du. Ich wollte sagen, also bei denen Wort gibt es überhaupt, also Gott heißt Sot. Das heißt schon mal, dass bei denen Wort Allah gar nicht gibt. Das ist der Sot. Die sind ja gar nicht Muslime. Die wollen ja, möchte gern Muslim sein, aber sind die ja nicht. Und die Mutter Teresa, die christliche Mutter Teresa, ist geborene Albanerin. Fakt Nummer zwei. Also, ich denke, wie viele Fakten muss man geben, damit man versteht? Also, ich denke mal, die Teresa ist, die Lorica,
Die ist junges Mädchen, die weiß noch nicht, die ist selber verwirrt, weil deshalb ist sie ja, kommt sie rein und freue ich mich, dass sie überhaupt hier drin ist, dass sie überhaupt überlegt, was sie wirklich richtig ist oder nicht richtig ist. Also ich würde dir ins Herzen legen, ich kann deine Sprache auch besser als Deutsch sogar. Ich möchte ja nicht dir irgendetwas einreden, aber dass du wirklich die Realität einsiehst und Gottes Weg gehst. Deine Sprache ist nichts mit Allah. Deine Sprache ist mit Sott. Und Sott ist Gott, nicht Allah. Verstehst du? Überlegst dir und dann, wir sind ja da, kannst immer noch hochkommen, wenn du mal deine Followers hast und so. Ja. Ja, die interessiert sich halt für den Islam. Sie ist ja jeden Abend hier drin und hört sich an, wie friedlich der Islam ist. Und Ja, ja. also die ist nicht unhöflich, sie hat mir zugehört. Ich habe ihr auch Albanisch geschrieben. Also ich meine, man versteht mit eigener Sprache Leuten besser wie mit Fremdsprachen. Sie ist nicht aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, nicht zum Hetzen da, auch wenn manchmal sie etwas aufregt. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sie sich schon überlegt, was richtig, was falsch ist, ja. Also bist auf jeden Fall den richtigen Weg, Leute. Sagt es ihr nur langweilig, sagt sie. Nein, nein, okay, Ja, das, ihr ist natürlich, nicht das langweilig. sagt Sie sie, sagt, aber. seit 2 Wochen ist sie jeden Abend in Sie deinem ist ein Livestream. junges Mädchen. Weißt du, die jungen Leute sind verwirrt. Die wissen nicht, was richtig, was falsch ist. Die brauchen eine Aufklärung. Und sie entscheidet alleine, in welchen Stream sie reingeht. Also ich glaube, wenn dein Stream, ja, Babo, sie nicht turnen würde, ja, würde sie niemals hier reinkommen. Und sie ist nicht zum Hetzen. Also ich sehe Ja, ihre aber Schreiberei. meint ihr, sie hat wirklich irgendwas gespeichert, irgendeine Information, die ich gesagt habe, noch in ihrem Ja, ich Facebook? glaube schon teilweise, weil sie ist nicht einfach so Das jetzt ist aber drinnen. gut. Ich Das ist hab aber das gut. Gefühl, weil ich kenne ja diese Folge, weißt du? Ich habe Ja, aber 20 Allah Jahre gelebt. sagt, Schwester, Allah sagt, ihr sollt nicht mit den Ungläubigen sitzen, wenn sie über deine Religion reden, bis sie über was anderes reden. Ja, Also aber sie lass sollen doch den Allah, die ist ja vielleicht nicht auf dem Weg zu anhören. Christentum, weißt du, was ich Manchmal meine? wäre sie jetzt wirklich gläubig, müsste sie sich das gar nicht anhören. Und sie sagt, ich Sie bleibe muss. Muslima. Sie sagt, ich Ja, bleibe Muslima. Wie willst du Muslima bleiben, wenn du machst schon jetzt du Sünde? kannst nicht Muslima sein, weil in deiner Sprache Gott ist Sott und nicht Allah. Verstehst du? Alleine deshalb kannst du niemals Muslima sein. Das steht im Koran, Schwester, hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Bis sie über was anderes sprechen, darfst du nicht zuhören. Sonst bist du Kafir. Ja, ich Aber verstehe nicht nur dich. das, Und dann nicht nur sagt sie, ich das. bleibe Muslima. Ich sagt sie, ich bleibe Muslima, Alhamdulillah. Wie willst du Muslima bleiben? Du hast schon den Islam verlassen, indem du mir zuhörst. Dass du sündigst in jeder Sekunde, wenn du mir zuhörst, sündigst du. Ist Und aber so. Lorika, brauchst du nicht schreiben, lass mich doch, ja. Alleine diese Gerede ist nicht mal albanische Gerede. Also bleib doch bei deinem Akzent, ja. Warum übernimmst du arabische Akzente? Ich verstehe das nicht. Kannst du nicht einfach persönlich bleiben und nicht hier irgendjemanden kopieren? Sei doch einfach eigen, also ein Unikat für dich und nicht ein Mitläufer irgendwo in der Hölle. Also das ist ein Tipp von mir wie eine Mutter. Also du bist ein junges Mädchen, nehme ich an. So wie eine Mutter gebe ich dir Ratschlag. So habe ich meine Kinder auch gemacht. Ich habe 3 Kinder. Ich habe kein einziger von denen für etwas gezwungen. Never ever, ja. Sie haben allein entschieden. Ich habe gesagt, Islam-Muslim kommen niemals in diesem Haus, wenn du eine Frau oder Mädchen findest, die diese Religion hat. Tür rein, vom Fenster schmeiße ich raus. Das sind meine Regeln. Tut mir leid. Aber ich habe nicht gezwungen, dass sie Christ sein sollen. Ich habe gesagt, entscheidet ihr selber. Entweder übernimmt ihr Christentum oder bleibt ihr halt Atheist oder was weiß ich was. Sie haben allein entschieden, weil sie den Jesus Christus so sehr lieben. Also wirklich, wenn ist unglaublich, wie sie gebunden sind. Und Wir das sollten freut die mich. wunderschönen, wir sollten die wunderschönen Frauenrechte in den Islam nennen. Die wunderschönen Frauenrechte. Genau, bei Muslimen, du hast ja nicht mal Mitspracherecht, Nein, chill. auch Demonstration ist verboten, ja. Demonstration Auch, ist aber verboten. auch wenn, Lorik, auch Also die wenn machen als draußen dicke Muslima. Eier, ja, draußen machen die dicke Eier, glaubt mir, in 4 Wänden bekommen die nur Schläge und zwar nonstop, bis die schlafen, sobald die Maul aufgeht. Also ich weiß von Erfahrung, glaubt mir, ihr habt keine Mitspracherecht, ja, und Amen, als ob eure Männer zu Hause der Gott ist. Und ihr nichts nutzt. So ist doch euer Leben. Ich sehe, ich habe doch gesehen, bitte. Nicht nur meins, sondern tausende von. Also, ich weiß nicht, warum leugnet ihr
Die Wahrheit, das, was Die bringt hat nicht euch mal das? Recht auf Erbe. Die hat nicht mal Recht auf Erbe. Ich weiß. Ja, ohne Witze, ich verstehe nicht, warum leugnet man? Als Frau will man gefangen bleiben. Was, wo gibt es das Sinn? Ich habe mich befreit von Monstermenschen, von Monsterreligion und scheißegal, ob ich lebe oder sterbe, Hauptsache frei, ja, nach 20 Jahren. Und wie könnt ihr als noch Single-Mädchen, ihr könnt immer noch umentscheiden, ja, für Freiheit entscheiden. Ihr bleibt aber trotzdem gerne in Gefangen, im Gefängnis. Ich war, also das kommt nicht in mein Birne rein, sorry. Nee, ich weiß nicht. Ich bin nur kurz da, ich wollte nur ein bisschen zuhören. Ja, auch wenn nicht, nichtsdestotrotz, wir wissen doch, soll sie doch das machen, was sie für richtig hält. Aber eins dürfen wir nie vergessen, was das Thema Albanien geht, ist ihre Vorfahren, dass ihre Vorfahren christlich waren. Ihre Urgroßoma war christlich und 90% von Albanien war christlich. Es wurde einfach islamisiert durch Zwang und deswegen haben wir viele albanische Muslime. Allein ihre Flagge, dieses Adler, hat ein christliches Bedeutung und ist damit für den Kampf gegen den Osmanen gerichtet von Skanderbeg. Aber Geschichte halt, ne? Genau, also Lorika, ich habe albanische Flagge als Christen auf dem Brust, ja. Also den Morgenstern entferne ich weg und dann bleibt albanische Flagge als Christen. Das muss dir schon bewusst sein, dass die Flagge eigentlich nicht zu dir gehört, wenn du dich Muslime siehst. Dann kannst du diese Flagge niemals nutzen, ist nicht möglich als Muslime. Adonis. Ja? Jo, Ronny, wie geht's? Merci da, Dankeschön, Atarib. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben unten, glaube ich, noch einen assyrischen Bruder. Ja, der Hijack ist auch ein Bremen. Also Lorika fragt, Brüder, Lorika fragt, was soll sie jetzt machen? Könnt ihr bitte Weinen antworten? brauchst du gar nicht, sondern die Ideologie, die du verfolgst, einfach austreten aus der Ideologie. Dich Wir zwingen befreien. dich, wir zwingen dich nicht zum Christentum oder zum Buddhismus. Wir haben hier einen Bruder Babu, der hat die Ideologie verstanden, sowohl in Deutsch als auch in Arabisch. Und er hat sie verlassen. Er hat sich getraut, sich gegen seine Familie oder Verwandten gestellt, sondern und ist dem nachgegangen, was er für richtig hält. Also ich weiß es nicht, 500 Jahre sind schon hart, ne? Also muss ich sagen, 500 Jahre Osmanische Reich hat tatsächlich so viele manipuliert, das Identität geraubt. Das ist die größte Straftat, was die je begangen haben. Also die haben Identität so viele Völker geraubt, das ist unfassbar. Vero, Vero, hallo. Hi. Hi. Wolltest du was Gottes sagen? Was denn? Nee, du hast eine Anfrage geschickt. Ich dachte, du wolltest vielleicht was sagen. Ja, also ich halte von dem Islam überhaupt gar nichts. Null. Was bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin Christin. Okay. Also ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Möchtest du ein bisschen, Schwester, erzählen drüber? Also musst du nicht, aber wenn du möchtest, natürlich. Ja, sehr gerne. Gibt es hier Muslime? Als Ja. Ex-Muslimas. Lorika. Ex-Muslima. Aber nee, ja, also. Muslime gibt es auch da unten, die Lorika, genau. Ja, also, Entschuldigung. Ich war 20 Jahre mit einem Muslim verheiratet und ich habe Beileid. mich, ja, und er hat mir mein Kind entfremdet im Namen der Religion. Also, nach der Trennung war ich plötzlich die Ungläubige. Ist ja klar, ne? Ja. Wie bitte nochmal? Das letzte habe ich nicht verstanden. Ich habe auch gar nicht. Also kannst du wiederholen bitte das Ganze? Du warst 20 Jahre verheiratet, oder? Wie hast du gesagt? Ja, genau. Mit Mit einem einem Moslem Muslim. aus Nordafrika. Und er hat mir mein Kind entfremdet. Und ich habe jetzt seit 6 Jahren keinen Kontakt mit ihm, mit meinem Sohn. Ach, Und der du hat warst auch dir dein Kind Ex-Muslima? weggenommen, ja. Ja.
Bist du geborene Muslima? Nein, ich bin Christin. Ja, ich habe dich gefragt, ob du Ex-Muslima bist, oder gesagt, ja. Nein, habe ich nicht gesagt. So. Dann. Sie hat mir Tut mir Antwort leid, gegeben. Christin. Sie hat Also, mir. ich glaube, sie hat den Islam, als sie ihn heiraten wollte, genommen, oder? Nein, auch nicht. Ach so, ihr habt geheiratet, obwohl du nicht Muslime warst. Okay. Genau. Okay, Solche okay. Fälle gibt es viele. Solche Fälle kenne ich einige. War das kein Problem für ihn? Hatte ich versucht, dich in den Islam? Ja, doch, am Ende schon irgendwo vor der Trennung, aber er hat es nicht geschafft, weil ich bin meinem Glauben treu geblieben. Okay, aber der hat also Haram geheiratet. Heißt es Haram? Ja, verboten, das ist verboten. Sünde, zu Sünde oder verboten? Nein, Ist warum? Ein verboten. Muslim darf doch eine Christin heiraten. Nein. Nein, nein, nein. Also bei Muslime. mir ist genau dasselbe, Schwester, bei mir ist genau dasselbe Geschichte wie bei dir, nur er hat Wieso? nicht geschafft, meine Kinder wegzunehmen, weil sonst wäre ich wirklich lebenlang im Knast dafür. Aber es stimmt doch, dass ein Moslem eine Christin heiraten darf. Nein, 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 das stimmt nicht, Schwester. Die trennen, sogar wenn der zum Beispiel ein Mann jetzt den Islam verlässt und eine Frau, die müssen die sich trennen, weil was ist mit den Kindern? Das ist ja das Wichtigste für den Islam, ist, dass die Kinder islamisch werden. Ich verstehe das wirklich jetzt, das ist für mich ein bisschen seltsam. Aber steht ja überall. War Bei denn. mir war auch genau der Fall. Also selbst mein Ex-Schwiegervater als Aber ihr habt nicht Islamist. nach islamisch geheiratet, ihr habt Standesamt. Schon Standesamt, aber mein Ex-Schwiegervater als albanische Muslime, also Hochislamist, ja, wirklich Hochislamist, der ist gekommen zum Pfarrer. Mein Pfarrer, weil wir ja bei ihm zu Hause gewohnt haben, und um mich zu fragen, weil meine Eltern total dagegen waren und Krieg war und dies, das. Also, der wusste, dass ich Christin bin, trotzdem hat sein Sohn Aber mich ich heiratet. wollte auch, Vero, hat dich das nicht gestört, Anfang, dass er Muslim ist? Nein, da war ja alles schön, soweit, ne? War er nicht richtig Muslim oder wie? Nein. Und ihr habt dann Standesamt geheiratet oder habt ihr islamisch geheiratet? Beides. Okay, also habt ihr gesagt, du bist Muslim, hast du gelogen dann, um islamisch zu heiraten? Nein, warum soll ich Muslima Weil sein? das geht nicht, Schwester, das geht nicht. Glaub mir, ich hab auch einen Freund aus Marokko, der wollte sogar in Marokko heiraten mit einer Deutsche. Sie musste einfach lügen und sagen, ich bin Muslima. Sonst würde das nicht funktionieren. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist für Ja. den Islam eine unehrliche Ehe. Du Ja. musst eine Muslima heiraten, sonst ist das nicht erlaubt. Ich kann auch mir nicht vorstellen, wie er das machen kann. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wo habt ihr geheiratet? In Deutschland? Ja. Okay, ja gut. Die machen hier alles mittlerweile. Es war Also ohne. ich habe nur Du Standesamt. Bei darfst mir gibt nicht es kein Muslim. mal in die Moschee reingehen als Käfira. Du bist Neges. Du bist wie Mist für sie, wenn du reingehst in die Moschee. Sorry, ich Also ich beleidige bin, dich. Aber das ist also deine ich, Religion. also sorry, ich bin Mist, wenn ich als Christ in eine Moschee gehe. Das sagt der Aber Islam, nicht ich. Das sagt der Moslem ist kein Mist, wenn er in eine Kirche geht, ja? Ich weiß nicht, Das keine ist, Ahnung. du hast das falsch verstanden. Nicht wir sagen das, der Islam sagt das, nicht wir. Ja, aber das ist ja kontrovers, tut mir leid. Nein, warum? Ja, aber Warum der trifft ganze Islam ist kontrovers. Aber nein, Kuffars dürfen nicht in Moscheen rein. Und du darfst nicht mal dich annähern zum Kaaba, Mekka oder Medina. Darfst du gar nicht. Da steht eine große Staffel nur für Muslime sogar. Oh Und mein Gott, ich habe ja. jetzt Angst. Oh mein Gott. Und als ich mit Freunden zum Beispiel in Marokko war, und wir wollten eine Moschee reingehen, so, bei mir haben die nicht gemerkt, weil ich sehe aus wie Marokkaner, gell? Obwohl ich nicht Muslim war. Meine Freunde durften nicht rein, die müssen draußen warten, weil die Ungläubige sind. Aber ich habe auch ganz oft in der Die machen es Türkei aber in Deutschland Urlaub nicht. gemacht. Hallo? Ich habe Ja. auch oft in der Türkei Urlaub gemacht und durfte in eine Moschee rein. Ja, weil die haben die Hoffnung, die Stadt zu konvertieren. Das machen die auch hier. Aber normalerweise darfst du nicht in ein islamisches Land, darfst du nicht. Doch, ich habe Kopftuch aufgetragen und fertig. Oh ja, also es geht gar nicht mit dem Kopftuch, sondern das von Natur aus Christen und Juden und so sind unrein. Innamal Mushrikuna Najas. Und die sollen nicht in den Moscheen reingehen. Die sagt dir, die Mushrikun sind wie Mist, die Ungläubige sind Mist, die dürfen sich nicht an Moscheen annähern und da reingehen. Oh mein Gott. Also Schwester, nicht mal ich kann in Moschee reingehen als Ex-Muslima. Ich weiß nicht, wie konntest du reingehen?
Ja, aber Ganz laut. wenn sie ein Kopftuch trägt, geht sie halt quasi als Muslime. Woher sollen sie wissen, dass sie nicht den Islam genommen hat? Verstehst du? Wenn sie ein Also Kopftuch trägt. ich bin als Christin reingegangen. Ja, aber das, du hast ja kein Kreuz an deinem Hals, du hast kein Kreuz an deinem Hals, oder? Ja. Das stand ja nicht auf deiner Stirn, dass du Christin bist. Das wissen die ja nicht. Genau. Und wenn du Ach ein Kopftuch so. trägst, und wenn du ein Kopftuch trägst, dann gehst du vor Muslime, weil Christinnen und Juden tragen keine Kopftücher. Und deswegen denken sie, okay, sie trägt Kopftuch, das ist ein Muslime. Aber im Koran steht doch, dass man eine Christin heiraten kann oder eine Jüdin oder eine Andersgläubige. Wo im Koran steht das? Nein, das war Anfang war es okay, oder Mohammed hat es erst am Ende verboten, wegen seiner Tochter. Früher dürften auch Muslime nicht Muslimen heiraten und so weiter und so fort. Aber als das Problem gab mit seiner Tochter Zainab und ihrem Ehemann, hat er es verboten dann, damit ihr Ehemann gezwungen ist, den Islam zu nehmen. Der hat seine Tochter von ihrem Ehemann getrennt, bis der Ehemann den Islam angenommen hat. Und ab dann hieß das, nein, Muslime dürfen nur Muslime heiraten. Vero, ich habe mal eine Frage. Wie lange warst du verheiratet nochmal? 20 Jahre. Okay, und am Anfang war dein Mann ganz normal und so und hat nichts irgendwie aufgedrängt, weil du sagtest ja am Schluss erst. Wie kann das, Ja. dass das erst am Schluss war und nicht irgendwie am Anfang oder mittendrin? Ja, es kam schleichend, ne? Also wir waren 20 Jahre verheiratet und dann so nach dem 10., 11., 12. Jahr fing er an, sich ein bisschen zu radikalisieren mit Moschee. Es wurde halt immer schlimmer. Und wie alt war das Kind in der Zeit oder von euch? Ihr habt den Kind, glaube ich, hast du ja gesagt, ne? Ja, genau. Also eins war dann halt irgendwie, wenn ich rechnen muss, also 2008. Ja, das andere war so 13. Und wo Genau. lebt dein Kind jetzt? Wo lebt dein Kind jetzt? Also eins lebt beim Vater, da habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr zu. In Deutschland meine ich. Ja. Und du darfst ihn nicht sehen, ich verstehe das nicht. Was denn? Du darfst doch dein Kind sehen, wenn er in Deutschland ist. Ich dachte, der hätte ihn im Ausland irgendwo versteckt. Nein, aber ist ja jetzt 21. Ah, okay, dein Sohn hat sich dann selbst. Okay, verstanden, okay. Genau. Er ist komplett islamisiert, radikalisiert, komplett Gehirn gewaschen. Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Also lebt Schwester, bei du den bist nicht Opa. alleine. Schwester, bei mir genauso. Ein Sohn hat für Vater entschieden. Ich habe es gelassen. Zwingen Ja, ich kannst du lasse ihn nicht. auch. Er ist Gehirn gewaschen. Er schreibt mir und er sagt, ich bin eine Ungläubige, ich bin Kuffar, ich soll in die Aber Hölle komisch, gehen. mein Sohn, der bei seinem Vater lebt, der ist Christ, aber der glaubt an Jesus, obwohl er für seinen Vater entschieden hat, aber der nimmt diese muslimische nicht. Warum, das verstehe ich nicht. Ich meine, er lebt ja Warte, seit 8 Jahren Lorika nicht sagt bei mir. hier, warte, Schwester Lorika sagt hier, wir lügen in Islam, sie darf jeden heiraten. Ich verstehe. Darfst du jetzt einen Christ heiraten, Lorika? Ich weiß nicht, was du mir dabei sagst. Ich habe ihr die Sag. Frage schon fünfmal gestellt, ob sie einen Christen heiraten würde. Ich warte immer noch auf eine Antwort. Also nicht mal die Tochter von dem Prophet durfte mit einem Christen, die war ja Christin, die Tochter vom Prophet Zainab mit ihrem Ehemann. Die waren ja christlich geheiratet und der hat sie trotzdem getrennt. Vero, wie kann das, dass dein Mann dann später so radikal wurde? Hat er sich mit falschen Leuten getroffen oder ist Ja, er zur das Moschee gegangen? war über Internet, YouTube, dieser, wie heißt der? Pierre Der Vogel Vogel. und bla bla bla. Na, ihr wisst Spricht schon, dein ich Mann weiß. auch Arabisch? Versteht er auch Arabisch oder nicht? Ja, klar. Er ist ein Afrikaner, hast du gesagt. Was ist er? Ja, weil ich sage, Algerier, dass er Amerikaner? Amazigh ist. Also dabei zählt ihr, dass er Amazigh ist. Viele, die hier geboren sind, sind Amazigh und können kein Arabisch. Ich habe mal Deswegen. eine Frage. Gibt es hier einen Moslem? Ja, hier diese Meriem und Lorika. Genau. Was ist die Mutter bei euch im Islam, also für Kinder? Was? Also, das kommt darauf an, ob es eine freie Frau ist oder eine Sklavin. Eine Sklavin, eine Mutter von deinem Sohn kannst du verkaufen im Markt. Also. Nein, ich Doch, doch. meinte eine christliche Mutter verheiratet mit einem Moslem und dessen Kind. Ich weiß gar nicht, wer Welche euch Bedeutung hat geheiratet diese hat. Mutter?
Ich weiß nicht, wer euch geheiratet hat. Ich bin ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe kein Wissen mehr, Leute. Hallo? Also diesen neuen Islam verstehe ich nicht mehr. Diesen neuen Ich Islam auch von nicht mehr. Deutschland verstehe Das ich wirklich nicht. kann ja nur ein Moslem beantworten. Ja, aber ich war Moslem. Die sagen, das geht nicht. Das ist verboten. Ich weiß Vera, nicht, ich verstehe deine Schmerzen als Mutter. Ich kann es sowas von nachvollziehen. Aber du hättest von klein auf dein Kind anders erziehen müssen. Jetzt ist zu spät. Lorika, red nicht so viel und antworte auf meine Frage. Würdest du einen Christen heiraten? Die Frage geht auch an Miriam. Würdest du einen Christen heiraten? Was haben die Eltern von deinem Ehemann gesagt, Vero, Vero? Was haben die, oder sind die auch radikal? Die sind radikal. Oh je. Und dann das Kind ist bei denen groß geworden. Nein, die sind bei meinem Ex-Mann. Ach so, okay, ich dachte bei dem Vater, dachte ich Wie bei dem Vater. alt waren die Aber Kinder? Vero, Entschuldigung. du sagtest doch, ein Kind ist bei dir und eins ist bei ihm. Ja, eins ist bei mir Ja, und aber das du andere sagst. ist bei meinem Ex-Mann. Also, weil du gerade sagtest, die sind bei meinem Ex-Mann. Aber warum hast du es ihnen überhaupt gegeben? Verstehe ich nicht. Ich Nach verstehe auch nicht. der Trennung, Weil da hättest du die Sorgerecht bekommen, oder nicht? er war 15 und dort das Jugendamt entscheidet, er Ja, kann selber das stimmt. entscheiden. Das stimmt. Das stimmt. Das kann ich zustimmen. Er Nein. kann selber entscheiden. Und er war manipuliert. Und was ist mit deinen Eltern? Haben die nicht versucht mit deinem Kind? Keine Chance. Oh je. Mit 15, wenn man schon so weit gegangen ist, dann Und da keine Chance. hast du zwei Söhne oder eine Tochter und einen Sohn, Zwei oder? Söhne. Zwei Söhne. Okay. Ja, krass, ja, schlimm, Schwester. Es tut mir wirklich leid. Es tut Und mir dein wirklich leid. Sohn, wo zu Hause ist, bei dir ist, ist er Christ? Er ist Moslem, aber sehr liberal und offen und freundlich, empathisch, Wie nett, alt lieb. ist er? Er ist 16. Also ich verstehe nicht. Entschuldigung, ist nicht Ist er auch angesagt. Muslim? Warte, ist das zweite Kind auch Muslim? Ja, Ja. wie kann das bei dir Muslim aufwachen? Ich verstehe nicht. Du bist Christ. Vero, du hast, Sorry, ja. guck mal, ohne dir nahe zu treten, hast du was falsch gemacht. Guck mal, wo ihr Kinder bekommen habt und auch davor, du hättest dich vorher erkundigen müssen. Du hast zugelassen, dass deine Kinder von deinem Mann von Anfang an manipuliert werden. Du bist selber Christin, hast gesagt, aber du hast denen wahrscheinlich keine christlichen Werte beigebracht und hast einfach gelassen. Und deswegen hat sich dein Kind später für den Islam Wie habt ihr in Also Ramadan mein Sohn, gemacht? war Bitte. 9 Jahre alt, wo Ich ich will Frage getrennt per Frage, bitte, Kathi. Ich will wirklich die Geschichte verstehen. Bitte. Vero, wie habt ihr in Ramadan gemacht? Hat er Ramadan gefastet oder nicht? Dein Ehemann. Ja, aber er Und? hat trotzdem geraucht und ja. Okay, Ja, dann aber das du ist. hast mitgemacht, ne? Siehst du, du hast die muslimische Mentalität mitgemacht und das Kinder sind Ja. einfach muslimisch erzogen worden. Das war dein Fehler. Ich Als verstehe nicht. Christin hättest du niemals machen müssen. Es war mein Fehler, gebe ich zu. Ja, und jetzt. Aber warum hast du das zugelassen? Verstehe ich. Wusstest du nicht, dass es so gefährlich ist? Nein, zu dem Zeitpunkt Okay. nicht. Guck mal, mein Sohn, der bei seinem Vater lebt, der ist Christ, der kann, obwohl der Vater kann sich auf den Kopf stellen, der war 9, ja, wo wir uns getrennt haben. Mittlerweile ist er 17 und er ist Christ, der glaubt an Jesus, obwohl ich nicht mal daneben bin. Der ruft immer wieder Vielleicht mich an. macht er Taqiya, vielleicht macht er Taqiya mit dir. Vero, Nee, wie oft seid nee, ihr, nee, der glaubt wirklich wie an oft seid Jesus. ihr in die Kirche gegangen? Wer, wir? Nee, Vero, wie oft seid ihr in die Ah, Kirche wir. gegangen, gemeinsam? Wer denn? Ja, du mit deinem Ehemann, wie oft seid ihr in die Kirche gegangen? Überhaupt gar nicht, wenn dann nicht allein. Du Meine hast Kinder ja, aber du dürfen. hast von Anfang Meine, an den Koran, du hast von Anfang an den Glauben von ihnen unterstützt. Das hast du von richtig. Anfang an, du sagst, es hat sich eingeschlichen. Das kann nicht. Ja, nein, warte, du hast ja islamisch geheiratet. Natürlich hast du es unterstützt. Habt ihr auch christlich geheiratet? Nein. Ja, also du hast seine Religion angenommen. Nein. Ja, was ist Doch. das denn? Du bist doch mit ihnen in die Moschee gegangen. Natürlich hast du doch angenommen. Natürlich hast du angenommen. Sonst wärst du nicht Hattet mit ihnen ihr gegangen. eine kurze Frage, Vero? Hattet ihr Imam Nika, also seid ihr zusammen vor einem Imam gegangen und der hat über euch gebetet und eure Ehe für Mein gültig Sir, gesprochen? glaub an Ja, aber Jesus. da war ich 17. Bitte? Da war ich 17. Was warst du? Ich war 17.
Okay, eine schlechte Entscheidung wahrscheinlich. Okay. Nee, wir müssen auch Empathie haben. Natürlich haben wir auch Empathie. Ja, natürlich, aber ich will einfach nur, ich verstehe nicht. Ja, aber okay, die war jung. Okay, und aber ich, danach... ich will noch etwas sagen. Ja, Schwester. Jedes Mal, wenn wir im Urlaub waren und es gab eine Kirche und ich wollte mit den Kindern reingehen, hat mein Ex-Mann gesagt, nein, er geht nicht in diese Kirche rein. Ist doch klar, was glaubst ja, du denn? Dann war er schon radikal von Anfang an. Du sagst, der war nicht radikal. Ich meine, doch, hat sich aber allmählich aufgebaut, ne? Also es war echt. Wie alt war er, als ihr geheiratet habt? Du warst 17, wie alt war er? 25. 25? Ey, das ja. ist das gleiche Alter wie bei uns gewesen. Ich war 17, er war auch 25. Ja, ich hab's halt nicht gemerkt. Mal, du musst ja, Vero, du musst ja überlegen, wenn der von Anfang an radikal gewesen wäre, hättest du ihn gar nicht genommen. Der hat sich wahrscheinlich ein bisschen verstellt und nach ist sein richtig. Wichtiges ja, Gesicht. Halt. Ja, du bist halt leider drauf reingefallen, aber. Ja, das Wichtigste war nur die Kinder, mein Schatz. Nur die Kinder. Du hast die Kinder erzeugt für ihn und das war das Wichtigste. Ja, und sie sagt, dass ihr Sohn jetzt radikal ist. Sie sagt nicht, dass er Muslim ist, das ist sehr radikal, dass er sagt, du bist Kafira für seine Mutter. Er sagt mir, ich bin Ungläubige, ich bin Schlampe, ich bin alles, ich bin Hure. Ich bin Alkoholiker, ich bin ich bin das. Schwester, ist er jetzt verheiratet oder ist er jetzt immer noch ledig? Wer, ich oder er? Ja. Er ist verheiratet wieder. Mit einer Deutsche? Nein. Mit Muslima. Mit Kopftuch. Gleicher Fall wie bei mir, ich schwör's dir. Und das Kind lebt bei dieser Frau und ihm? Genau. Hat der andere Kinder? Krieg seit 8 Jahren, nur Krieg mit dem Mutter. Mit der Stiefmutter. Und das ist jetzt seine Mutter. Also mein Sohn hat jetzt eine neue Mutter. Und er liebt sie? Weiß ich nicht. Mein Gott, ey. Du hast alles falsch gemacht. Tut mir leid, aber ich bin direkt als Mutter. Ja, zwei Söhne. Also, ja, aber es hilft dir auch nicht weiter. Ja, du hättest wenigstens den zweiten Sohn ja retten sollen. Aber den habe ich doch gerettet. Der ist doch bei mir. Ja, aber der ist Muslim. Ja, und? Nein, der ist Muslim. Der geht weg. Glaub mir, der bleibt lange. Ist der nochmal 15? 15 sagtest du? 13, 15? Nein, er ist 17, er hat eine Freundin und ist Katholikin. Ja, okay, also ich sag mal so, du kannst immer noch was an der Erziehung machen, er ist noch fastet so er, macht er Ramadan, betet er? Naja, nicht so ganz, also fasten, er wird von seinem großen Bruder ein bisschen beeinflusst, aber es klappt nicht. Also der fastet nicht? Nein. Okay. Ich verstehe deinen Ehemann auch nicht. Der wusste, dass du Christin warst. Hatte er vielleicht Hoffnung, dass du Muslima wärst? Ich verstehe nicht. Warum hat er nicht von Anfang an eine Muslima geheiratet? Wenn du meinst, jetzt ist mit einer Frau mit Kopftuch. Verstehe ich? Warum hat er nicht von Anfang an? Ich meine, der war kein Kind, der war ja 25. Aber guck dir, das ist genau der gleiche Fall. Irgendwas ist bei denen wahrscheinlich im Koran, dass sie das machen müssen. Vielleicht auch warum Papiere. Warum bei mir Leute? Dasselbe? Vielleicht ging es auch um Papiere. Das wissen ja, Papiere vielleicht, ne? Ja, das weiß man ja nicht. Okay. Ach so, okay. Hat er seine Frau von seinem Land geholt, diese Frau, oder war sie hier? Nee, hat er geholt von seinem Land. Ja, das ist ein klarer Fall. Das ist ein klarer Fall. Ja, das passiert. Das ist klarer Fall, ja. Nur für Papiere war das. Es tut mir leid, aber. Manchmal muss man auch mit der Wache. Wahrscheinlich hat er die Frau auch gehabt, vielleicht 2, 3 Jahre vor eurer Trennung, war er vielleicht schon sogar verheiratet. Das weiß man ja gar nicht. Babu, ich mache die Kommentare aus, die sollen bei 100.000 bis 100.000 liken und dann mache ich sie wieder an. Ja, Leute, liken, ey. Trotz allem, Bebo, trotz allem, ja. Ich kann dir keine Mitleid haben, weil ich auch eine Mutter bin von 3 Kindern und genau gleiche Fall wie du hatte und niemals, niemals, ich würde. Weißt du, ey, von Anfang an, die haben 20 Jahre versucht, ganze Rasse, über 500 Leute in Familie und ich alleine. Keiner hat geschafft, weder mich muslimisieren, noch meine 3 Kinder. Ich weiß nicht, wie kann man bei dir das als deutsche Frau schaffen? Ich habe es nicht verstanden. Naja, also, ich kann es nicht verstehen, tut mir leid. Mein Fall ist aktuell so, dass mein Sohn ist 17 fast und er lebt bei mir und er hat eine Freundin.
So. Und ist 16. Aber du Aber sie hättest kann wohl sich kleine beeinflussen auf. lassen. Warte, warte. Sie kann sich beeinflussen lassen von seinem Warte kurz, Bruder. ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Ja. Und der 22-Jährige versucht, dem 17-Jährigen diese Freundin auszureden, weil es ist ja Haram. Oh mein Gott. Die wird es schaffen, glaub mir, die Beziehung zwischen Geschwistern ist stark. Kennt ihr noch Nein, Biografie? nein. Kennt ihr noch? Ja, aber Mein 17. Nein. ich hoffe, Schwester, aber wir sehen ja auch viele, dass sie ihre Geschwister radikalisiert haben, dass sie zusammen Attentate gemacht haben in Frankreich, in Spanien, das waren Richtig. Geschwister. Nein, Eine nein, war nein, ganz, nein, 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 die nein. waren, die haben, eine hat gelebt, getrunken. Das, weißt du, was schlimmer ist? Ich sage dir, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Ich sage dir jetzt, schlechtes Gewissen. Er will ein schlechtes Gewissen machen. Allah, du machst Sünde. Ja. Nein, du musst Tauber Ja. machen. Du musst zurück zu Allah und Bla, 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 bla. dein Sohn wird ein schlechtes Gewissen bekommen und es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass er doch zum Islam, also richtig radikal wird. Ich muss nur Nein, damit nein, nein, nein. ich Er hält hoffe. fest zu mir. Vero, guck mal, du kannst mir nicht sagen, dass dein Mann, dein Ex-Mann, 24/7 neben dir war, okay? Du hast Zeit der Welt gehabt, während er nicht da war, zumindest, damit er nicht mitbekommt, dass deine Kinder den richtigen Weg zu ziehen. Weißt du? Du Meine hast Liebe, ich Zeit habe der Welt viel. gehabt, von Anfang an. Meine Mein Liebe, ich Gott. habe viel gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet. Und was war mit Kindern? Wurde bis sie, also ein Kind kannst du maximal bis 7 Jahre erziehen, ja? Also alles, was nach 7 Jahren ist, bleibt nicht viel im Kopf. Du hast die ersten 7 Jahre was falsch gemacht, indem deine Kinder einfach im Stich gelassen. Als Mutter, Entschuldigung, dass ich so, fühle dich nicht angegriffen, aber es kommen in meine Birne nicht rein. Ich drehe durch bei sowas. Aber Leute, Moment ganz kurz. Also wir müssen ja auch nicht, sie hat ja auch zugegeben, dass es ein Fehler war. Wir müssen ja nicht weiter Ja, aber drauf. die als Ja. Deutsch, Nein, als Deutsch wir warten Christ mal. rumhaken. Man kann immer Nein, auch nein, nein. irgendwas Wir drauf haben schon, einfallen. guck mal, nicht Mitleid, nicht Mitleid, Mitgefühl. Also wir Genau. leiden mit dir. Ja. Wirklich, ich leide mit Vero, dir. Nee, ich hab nicht. Wir wollen nur, dass du den zweiten Kind hast. Und ich hoffe, dass er gerettet wird. Das erste, du sagst jetzt, es ist zu spät. Ich hoffe, dass du den zweiten wirklich in Kontrolle hast. Was heißt in Kontrolle? Der ist jetzt Ja. im Zentrum. Und Aber ich hoffe wirklich, dass Vero er hat keine Sünde denkt. Dass er nicht denkt, ich mache Sünde. Solange er anfängt zu denken, das sind Sünde, was ich mache. Meine Freunde sind also Sünde. Alkohol ist eine Sünde. Nicht zu fassen ist eine Sünde. Da fangen die Probleme an. Nur, ich will, dass du achtsam bist, ne? Dass du achtest auf seine Verhalten, verstehst du, damit dir nichts, ja, damit einfach, damit du weißt, wenn da irgendwas sich verändert in seinem Benehmen oder so, damit du dann weißt, was da passiert. Ich hoffe nicht wirklich, ich hoffe nicht, Du dass Menschen musst ihn mit ihm, also mit zwingen geht's nicht, Schwester. Du musst ihn aufklären, verstehst du? So wie ein Märchen. Aufklären, was richtig, was falsch ist. Und nicht mit, Aber du der wirst jetzt sagt ja, das ich bin Moslem. aufklären. Der sagt nicht, ich bin keine Moslem. Der sagt, ich bin ja Moslem, oder nicht? Das habe ich so verstanden. Der sagt nicht, ich bin Christ. Der sagt, ich bin Moslem und ich sündige gerade. Aber der weiß, dass die Sachen haram sind. Der weiß, Er dass das sagt, alles sind. also er sagt, er ist Moslem, weil sein Vater Moslem ist. Aber ich sag ihm halt auch, du bist auch ein Teil von mir. Und Und warum er sagen sagt meine nicht. Kinder dieses Wort nicht? Entschuldigung, deren Vater ist auch Moslem. Und zwar radikale Familie, Ja gut, muslimisch. Katie, du kannst auch nicht jedes Kind gleich Nein, die sind doch sehen. 3 Stück. Davon eine könnte ja so sein, oder nicht? Ja, natürlich. Hi, Ich kann Baby. Hi, Vero auch Baby. verstehen, Vero, wenn dein Kind, dein 17-jähriges Kind TikTok hat oder so, schick ihn mal hier hoch. Wir klären ihn ein bisschen Meine auf, Kinder was haben ist keine Islam TikTok. Sie ist. sind auch 16 und 17, meine Söhne. Ja, gerne. Soll er hochkommen? Ja, schick ihn mal rauf, hoch. Okay. Mama, Schwester. Vero, hatte dein ältester Sohn, das vielleicht, ob du das merkst oder nicht, oder ich weiß ja nicht, hat er irgendwie, merkst du, dass er noch gute Absichten hat oder merkst du, dass er nur schlechte Eigenschaften hat zu deinem anderen Sohn? Sehr, sehr, sehr negative Eigenschaften. Neid, Hass, Kannst du den Kontakt zwischen irgendwie Missgunst, abbrechen? alles. Es ist abgebrochen. Fertig. Also haben deine zwei Kinder keinen Kontakt mehr miteinander oder was sagst du? Nee, kein Kontakt mehr. Also weil du vorhin gesagt hast, der hört noch auf ihn und sowas. Nee, das war immer so zwischendurch, wo wir ihm eine Chance gegeben haben, also den Großen, und er hat immer alles verkackt. So, Das okay. geht nicht. Also. Also Sina, du Fake Sina, sie hat nicht nötig zu lügen, ja? Ich würde sofort spüren, wenn eine Mutter lügen würde bei sowas, ja? Ich bin auch in gleicher Situation gewesen. Also mit deinem Fake hier brauchst du mich,
Lügengeschichte erzählen. Also wolltest du damit sagen, dass dein Sohn eigentlich nur sagt, ich bin geborener Moslem, weil mein Vater jetzt auch Moslem ist, aber er nimmt trotzdem den Islam nicht an, weil er macht ja gar nichts, was da drin steht und ist ganz locker. Du kannst ihn doch wirklich auf den richtigen Weg bringen. Ich rede nicht vom Christentum, ich rede einfach nur davon, erstmal weg von dieser Religion. Das ist das Wichtigste. Was danach kommt, spielt erstmal keine Rolle. Das Wichtigste ist erstmal einfach nur weg von dieser Religion. Und das, ich denke, das kriegst du schon hin. Wenn er in TikTok sowieso rumhängt, dann kann doch hierher kommen und mal reden. Der sagt ja, ich bin Moslem und der sagt nicht, ich bin Christ und das nicht aus. Nicht, aber warum nimmt er nicht die Religion seiner Mutter? Seine Mutter ist doch Christin. Warum sagt er, ich bin Moslem? Das ist genau wie alle Muslime. Alle Muslime machen Zina, machen dies, machen das, aber trotzdem sind Muslim. Und wenn sie ein schlechtes Gewissen haben, ist das das Schlimmste. Wir haben gesehen, dass sie alle zu IS gegangen sind, weil sie schlechtes Gewissen haben und die wollen sich den Himmel kaufen. Und da wird es gefährlich. Ich bin so stolz auf mich, dass ich alles richtig gemacht habe. Oh Gott. Wie kann ich meinen Sohn hochnehmen? Ist er hier drin? Der muss eine Einladung, der muss eine Anfrage schicken. Anfrage, okay. Ja, unten sind so zwei kleine Personen. Wie viele Follower hat er denn? Nicht so viele. Kann man deinen Sohn im Chat was reinschreiben? Rita, ich weiß es nicht mittlerweile. Doch. Das ist gut für ihn. Nicht schon wieder, Digga. Sie ist wieder da. Mit anderem Profilbild. Wer? Ist nicht besser als vorher. Lorica. Ich weiß es nicht. Vera, die kann doch bei dir mitsprechen, oder nicht? Ich meine, braucht sie jetzt. Dein Sohn kann doch bei dir mitsprechen, oder nicht, wenn er neben dir ist? Ich meine, er wohnt doch bei dir, oder nicht? Was denn? Dein Sohn ist doch neben dir, oder nicht? Ja. Er kann doch bei dir reden, oder nicht? Ja, aber er ist gerade in seinem Zimmer. Warte kurz. Also wenn das wirklich stimmt, was sie redet, kann ich total nachvollziehen. Aus dem Grund war ich Kämpferin, ja. Ich habe alles dafür getan. Bitte. Ist er da? Ich weiß, dass es für dich ein bisschen schwierig, Kathi, ist, aber bitte keine Vorwürfe. Ich mache keine Vorwürfe. Ich spüre ihre Schmerzen und das tut mir weh, weißt du? Ja, als Mutter. Aber sie, weiß, eine aber Frau muss mit Gefahr Kopf handeln. Ja, aber die war jung, die war 17, Schwester. Ich war doch auch jung, ich bitte dich, 17 war ich. Ja, aber Menschen sind anders. Sie hat ihn wahrscheinlich geliebt, sie hat ihn geglaubt. Wir sagen, das war wahrscheinlich nur Papiere. Ich bin sie ja hat ihn nicht geglaubt. Mal Deutsche. Ich bin ja das nicht mal Deutsche. Das ist ihre Schuld, dass sie ihn geglaubt hat. Der wollte Papiere und sie hat ihn geglaubt. Du hast gehört, der hat eine andere Frau. Naivheit, deutsche Volk. Naivheit. Aber das, ist nicht, Volk. Das verstehe ich auch nicht. Viele Mädchen machen, das reicht heute, wenn sie ein Kind mit dem bekommt und dann bekommt er die Papiere, ohne zu heiraten. Die meisten heiraten auch gar nicht mehr. Die werden dann einfach Frauen und bekommen Papiere wieder. Also deutsche Volk von Gottmütigkeit, sowas passiert alles. Ja, aber das kann ja mal passieren. Nicht in Deutschland. Fehler passieren, kein genau. Mensch ist perfekt, keiner kann wissen, was in der Zukunft abgeht. Ja, aber die sind so schlau, ja, das sehen wir ja, wie schlau die sind und wie clever die das machen. Ich kann dich verstehen, es ist okay, jeder macht Fehler, jeder hat Fehler gemacht. Ich meine, kein Mensch ist perfekt und sündenfrei. Natürlich. Sie hat jetzt den Fehler begangen, indem sie ihn geheiratet hat, sie hat ihn geliebt, sie konnte es ja nicht vorher wissen. Ja, ich auch nicht. Genau, das meine ich, wie gesagt, du hast dementsprechend anders reagiert, sie hat jetzt dementsprechend so reagiert. Ja, wir wollen klar, ihr jetzt verstehe. Nichts vorwerfen, wir wollen sie nee, um Gottes Wille, um Gottes Wille. Genau, ich spüre ihre Schmerzen, ja, das tut mir wirklich leid. Ja, also er hat gesagt, er schläft jetzt, ne, also süß. Ist natürlich auch spät, ne, ist meine Mutter. Meine Mutter und mein Vater sind Moslem und ich muss nicht unbedingt sagen, ich bin Moslem. Ich habe es verstanden und gesagt, ich bin nicht Moslem. Okay, ich bin ja auch viel älter wie dein Sohn. Aber ich meine, ich bin sogar eine Geborene von Mutter und von Vater und in ein islamisches Land.
und sage nicht, dass ich Muslim bin, ich schäme mich. Das ist keine DNA, das ist keine Identität, das sollst du dein Kind erklären. Der muss nicht nur, weil sein Vater ist Muslim, dass er den Islam gegeben hat in sein Blut oder in seine Gene. Nein, das ist keine Identität. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß. Hier ein anderer Marokkaner, der auch Ex-Muslim, Ahmed Sika, der ist auch geborener Muslim, Marokkaner, der hat auch den Islam verlassen, der sagt auch, ich bin nicht, der sagt auch nicht, ich bin Muslim, nur weil meine Mutter und mein Vater Muslim sind. Und der ist von Vater und Mutter Muslim. Marokkaner hier, Ahmed Sika. Deine Nationalität kannst du dir nicht aussuchen, aber deine Religion schon. Richtig. Ein Glaube. Also ich bin ganz ehrlich. Algerien sind ganz streng. Ich habe doch heute über Algerien gesprochen vorhin. Gell? Ich habe euch gesagt, die sind ganz streng. Die haben wirklich ich habe euch gesagt, die reden nicht über ihre Rechte, über ihre Öl, über ihre Gas und machen Demonstrationen für Palästina. Die sind wirklich gehirngewaschen, die Algerier, am schlimmsten. Ja, total. Also, kennst du es? Wir haben auch wenige Bildung. Die Bildung auch in Algerien ist nicht schön. Wisst ihr, was der Islam Algerien gemacht hat in den 20 Jahren, 80er, 90er? Der hat Algerien demoliert. Die Muslime haben Leute auf der Straße erschossen. Die Muslime hatten quasi die Macht übernommen in Algerien. Es war eine Katastrophe. So eine Gehirnwäsche wie in Algerien ist in kein anderes Land passiert. Das war so schlimm. Nennen sie das. Die schwarze 20 Jahren nennen sie das. Die 20 Jahren, die schwarzen 20 Jahre. Ja, Vero, wenn du Christen, warte mal, darf ich mal eine Frage stellen, Vero? Wenn du Christen bist, kennst du Vater Unsere? Ja, klar. Kannst du mal ein bisschen davon, die ersten Strophen zumindest sagen? Das würde mich interessieren. Ich meine, als Christen muss man das im Schlaf können, theoretisch. Aber wieso willst du mich ja prüfen? Weil, wie soll ich sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist manchmal besser. Ich bin eine Frau, weißt du? Weil Jesus gesagt hat, prüft ihre Geister. Vater unser, der ist im Himmel. Punkt. Reicht. Nee, weiter. Ja, das geht zwei Sätze, das war nicht so. Aber so zwei, komm, noch ein bisschen, komm, bitte. Schatzilan, ich habe gar keine Lust, ich bin so müde. Für mich. Nee, sag doch, wenn du Jesus so sehr Anfang liebst. Der Anfang war ja auch daneben. Falsch. Ja, also wenn du wirklich Christin bist und Jesus über alles der Welt liebst, würdest du hier sagen, ich kriege Gänsehaut, ich bin den ganzen Körper Bibel tätowiert, okay? Den ganzen Körper. Sie hat nie aber gesagt. Du kannst mich nicht zwingen, etwas zu sagen. Ich kann dir sagen, natürlich, wenn du sagst, du bist Christin und stolz dieses Wort sagst, dann das ist dein Gott. Dann musst du diese Vater unsere können und sogar das mit weiß Liebe. Ich ja, aber ich möchte eigentlich eher nur zuhören. Ja, nee, ich sag nichts. Du kannst niemanden zwingen, etwas zu sagen gerade. Ja, aber siehst du, also nee, sorry, verzeih mir aber. Nee, ich möchte eigentlich eher zuhören, weil ich habe viele Sachen gehört und ich habe auch erzählt. Du bist keine Christin jetzt, du bist hier reingekommen und verarschst uns. Und das gefällt mir nicht. Ein Christen steht warum zu seiner Christenheit. Nein, vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht hat sie sich geboren, vielleicht als Christin hat sie sich damit so befasst. Ich rede nichts mehr. Ich mache mich stumm, okay? Kathi, guck mal, sie ist vielleicht als Christin geboren und hat sich damit nicht so befasst. Sie nein, es ist halb drei. Wie bitte? Es ist halb drei. Was? Es ist halb drei und ich gehe gleich schlafen. Und deswegen, ich habe keine Lust, noch großartig zu reden. Ich höre euch nur zu. Ja, in Ordnung. Ich habe dich gerade eigentlich in Schutz genommen. Aber danke. Okay. Ich habe keine Lust mehr zu reden. Adonis. Nein, weil du hättest deinen Mann auch zwingen können, dass ihr in der Kirche heiratet, weil der wollte Papiere, du hattest die Macht. Nein, das geht nicht. Du hattest die Macht, der hatte keine Papiere, der hätte dir gehorchen müssen und der hätte es gemacht. Ja, der hätte es gemacht für seine Papiere. Also wenn er dich geheiratet hat und 20 Jahre gewartet hat für seine Papiere, dann hätte er auch in Kirche heiraten können. Ihm ist ja egal. Das aber warte mal, Kathi bei, du unterstellst mir, dass ich keine Christin bin. Ja, dann sag doch Vater unsere, ich habe nichts verlangt außer Vater unsere Schwester. Ich muss dir überhaupt nichts beweisen, weil du mir irgendwas aufzwingst. Das ist nicht aufzwingen, das ist dein Gott liebhaben. Also ich meine, Vater unsere ist unsere Augen. Ja, aber du musst mir doch nichts aufzwingen. Weil jeden Abend, jeden Morgen spreche ich das aus. Das ist eine Pflicht als Christin. Aber das habe ich in mir drin. Wieso muss ich dir das erzählen? Weil ich ein bisschen misstrauisch habe. Tut mir leid, Schwester. Vero, ganz kurz. Nichtsdestotrotz, dein erster Satz war ja auch komplett daneben.
nichts gegen Das bedeutet nicht Vater unser, was weiß ich was, sondern Vater unser im Himmel. Vater. Geheiligt sei unser. Vater unser im Himmel. Also, ja. Also du hast, ich weiß nicht, was du alles gesagt hast. Dein Reich komme. Oh. Dein Wille geschehe und so weiter und so weiter. Ich weiß das doch alles. Ja, okay, also, du weißt. Habe ich jetzt gewusst. Dankeschön. Alles gut? Verzeih mir. Bitte. Ich habe schon gemerkt. Vielleicht kann also, sie das ja nicht. Es ist ja nicht verwerflich, wenn sie es jetzt nicht verzeih möchte. Verzeih mir. Ich alles gut. Nicht, aber das ist jetzt gut. Der Wille geschehe, das hat gepasst. Wie im Himmel? Weißt du, wie im Himmel, so auf Erden. Kommt, lass die Ruhe. Schwester. Muss das immer daran gemessen werden? Wir sind doch in der Diskussion. Und ich prüft auch die Leute hier. Ja? Sollen wir für Lorika also, die Shahada sagen? Die Shahada? Ja. Interessiert mich nicht. Ich würde sie gerne sagen für Lorika. Nee, brauchst du nicht, bitte. Ich will es nicht mehr. Ich gehe sonst raus. Ich meine, oh Gott, hör auf jetzt. Al-Masih ibn Allah. Sie hat uns nicht weitergebracht. Dutzera, seid ihr bei? Ja, ich bin da, Vera. Ich bin einfach, wie soll ich sagen, also ich kann verstehen, dass du auf TikTok niemanden vertraust, aber mir kannst du vertrauen. Ich habe meine Geschichte erzählt und das ist schon sehr offensichtlich, ne? Natürlich, natürlich, das ist richtig. Aber wie gesagt, du hast trotz allem Mutterpflichten gehabt. Also klingt wieder nach Vorwurf, aber ich weiß es nicht. Was soll ich sagen? Deine Söhne sind in dem Alter, wo fast zu spät ist, es sei denn, dass sie mit solchen Leuten wie ihr unterhalten und zu sich kommen. Ja? Also mit dir werden die das nicht schaffen, weil nach bestimmten Alter nimmt man das Leben nicht mehr so ernst mit Mutter. Weißt du, was ich meine? Ja. Also mit fremden Menschen ja, aber mit Mutter. Also ich könnte jetzt auch nicht meinen Söhnen erzwingen, sagen, jetzt musst ihr Muslim sein, dies, das, dann würden sie sagen, Mutter, willst du mich verarschen? Aber Jesus, der Gott ist da oben, Mutter, die würde mich verrückt erklären mit 16, 17, weißt du? Aber Kai, mit wem warst du verheiratet? Mit wem? Wie bitte? Also mit wem warst du verheiratet? Ich war mit 17 genauso wie du. Mit 17 bin ich von zu Hause abgehauen, gegen meine Familie entschieden, zu ihm gezogen, indem ich dachte, dass ich schönes Leben haben werde. Und 20 verdammte Leben habe ich hinter mir. Seit 8 Jahren bin ich geschieden und getrennt, unter Polizeischutz gewesen, sogar 2 Jahre. Also okay. Ich habe traumatische Leben. Ne? Also ich glaube... Also welche hallo? Achso, ja. Welche Glauben, also welche also Nationen? Islam, albanische Islam aus Kosovo. Achso, okay. Damit kenne ich mich nicht aus, keine Ahnung. Ja, aber die sind am Endeffekt alle gleich, wenn die nach Glauben gehen. Weißt du, ich meine, du erzählst hier Sachen. Ich denke, du erzählst meine Geschichte. Klar, bei mir war ein Stück krasser mit dem Verprügelei und Missbrauch und dies, das. Aber am großen aber Kai, Ganzen... ich habe hier auch ganz viele Gewalterfahrungen gehabt. Wurdest du geschlagen von deinem Ehemann? Natürlich. Siehst du? Natürlich. Ja. Das ist, ich sag ja, das kann nicht nur an Nation liegen, das ist diese Religion, die das erzwingt. Hast du vielleicht zu irgendwelchen Mitteln gegriffen, wo du in dieser Lage warst, wie zum Beispiel, weil du sagtest ja vorhin, dein Sohn hat zu dir gesagt, Alkoholikerin oder irgendwie vielleicht andere Dinge? Hast du zu solchen Dingen gegriffen? Nein. Okay. Schau mal, was vergangen ist, ist vergangen. Das kannst du nicht mehr ändern. Aber was in der Zukunft kommt, das kannst du immer noch beeinflussen. Was ist denn so sein Plan die nächsten Jahre für dich und dein Kind? Oder so, was hast du vor? Ja, dass wir uns erstmal isolieren von ihm, also ich und mein kleineres Kind, und keinen Kontakt mehr haben. Mit deinem älteren Sohn meinst du? Ja.
Aber wie kannst du als Mutter das akzeptieren? Ich weiß es nicht, es kommt nicht in meinen Kopf. Was machst du? Ich hab Herzschmerzen gerade. Weißt du, wie ich mich fühle als Nee, Mutter, wenn ich nein, sowas höre? nein, was meinst du? Was meinst du? Du musst alles dafür tun, Mann. Alles dafür tun, Habe deinen ich Sohn in alles deine Richtung getan? Was schicken. habe ich alles gemacht? Habe ich alles getan? Ich weiß nicht, in welche Art. Aber ich lasse mich doch nicht erniedrigen und er unterdrücken Ja, als das ist die kalte Kuffar. Charakter, weißt du? Vielleicht ist diese kalte an deutsche Charakter, weil mein Ehemann ist ja auch deutsch jetzige, ne? Also die Deutschen haben so einen Charakter, nicht negativ, aber ist ja eigene Charakter, deutsches Charakter. Nee, Wenn kurz jemand vor was Schluss. nicht will, dann lass man es. Okay, willst du nicht? Okay. Aber nein, du Nee. musst kämpfen um dein Leben. Nicht okay. Ich weiß gerade nicht, was du Warte, meinst. Deutsche lieben auch ihre Kinder. Ist nicht so, dass Nee, du. es geht nicht darum. Ach Die so, Freiheit, weißt du, was ich meine? ja, ich weiß Dieses schon, worauf du hinaus willst, aber vielleicht hat sie ja ist ja versucht. nicht negativ Vielleicht hat gemeint, sie ist ja nicht probiert negativ. Sorry, sorry, tut mir leid. Mein Sohn bezeichnet mich als Gouffard, als Ungläubige, als Schlampe, als Drecks, als was auch immer. Und mein kleiner Sohn dazu. Fettsack. Der erstmal abnehmen muss, der 170 Kilo wiegt. Müssen wir erstmal Fett absaugen. Also nur Erniedrigung, Erniedrigung Wie ohne kann Ende. ein Warum ist Sohn zur noch Mutter Ruhe? sowas sagen? Was? Wie kann ein Sohn zu seiner Mutter sowas sagen? Ich Geht frage so? dich, ich frage euch Muslime, habt ihr Mut, hier zu schreiben, ihr Muslime? Wie man einer Mutter sagt, Schlampe, Hure Weil und so bitte nicht alle, weiter. nicht alle Wörter, nicht, dass jemand dir noch Pass gesperrt auf, ja, pass auf, einfach Schimpfwörter kann. Du sagst einfach, sag. sorry, aber ihr TikTok-sportlich. könnt ja hier ein paar Kommentare geben, was ihr Muslime so denkt. Ich bin Christin. Also die Schwester Muslima von gestern, die war auch wieder gerade hier rein, aber die ist wieder raus. Die hätten Sie ja fragen sollen. Ja, sie hat bestimmt auch wieder irgendwie was mit Stimme und sowas. Ja, kein Muslim sagt was. Toll, toll, cool. Echt Sind aber cool. auch viele Moslems hier. Sind viele? Nein, Oder sind nur? nicht viele hier. So? Was ist denn die Mutter im Islam? Heilig, eigentlich heilig, aber du zählst ja nicht Genau. als Mutter, weil du deutsch bist und nicht eigene bist. Verstehst du Ach den so, Grund? Ich ich bin war auch deutsch. nicht eigene. Ich bin Ich kein bin Deutscher, aber deutsch, ich war nicht ey. der eigene. Verstehst du? Darum geht das bei denen. Ich war auch nicht eigene Volk. Deshalb bist du Ausländer für denen. Du als Deutsche und ich als so jemand Dann andere und nicht scheiß auf Albaner. meinen Sohn. Ich bin Deutsche und ich stehe dazu und leck meinen Sohn. Fertig. Fertig. Ende. Ich habe abgeschlossen. Fertig. 21 Jahre alt. Abu, ich lege dir mal einen Kommentar vor. Der Islam ist perfekt, schreibt das. Nein, darf er nicht. Er muss die ehren. Wenn dein Sohn unerzogen ist, was kann der Glaube dafür? Ich denke, das kannst du nicht unbedingt bestätigen, oder? Nein, Naja, nein. er Ja, bezieht sich ja immer auf den Koran. La tattakhidu aba'akum awliya'a, also folgt nicht eure Eltern, wenn sie ungläubig sind. Das sagt Allah ganz klar im Koran. Also da Aha. kann. Und was heißt das für dich? Ich bin eine Ungläubige. Also nicht ich bin kein Moslem, aber da sagt der Koran, da sagt auch, entfernt euch Aber ich von den bin Herzen. eine Christin. Das heißt ja nicht, Ja. dass mein Sohn mich nicht respektieren soll. Ja, aber du bist Aber aus trotzdem dem kein Bauch Kafirer, du raus. glaubst nicht an Allah. Was Aber. bin ich? Dann hat der Vater eingeredet Warte gegen kurz, dich warte kurz. Was geschossen. bin ich? Eine Kafira? Ja, ein Ungläubiger, ja. Für den Islam, ja. Das heißt, ich bin für meinen Sohn keine Mutter mehr, richtig? Also eigentlich muss er dich, hast du 3 Tage, wenn du nicht zum Islam kehrst, also gehst oder annimmst, muss er dich hinrichten. Das sagt das. Sorry, du verdienst eine Beleidigung. Sorry. Ich bin nicht Muslim, ich sage dir nur das, was in unseren Büchern steht. Ich Doch im finde Koran, das er hat das doch nicht gesagt. Er zitiert doch nur daraus, was da steht. Ja, sie ist emotional, bitte nimm mich Du, nicht ernst. Ja, es geht um ja, ihre ich weiß Kind. nicht, also so Das ist lange. ja spannend. Nein. Verlorene Söhne.
So ist die Religion. Wir können auch, ich habe es nicht geschrieben, ich folge auch diese Religion nicht aus diesem Grund, ja auch, weil es einfach, du sollst dich von jedem entfernen. Man, als Muslim darf nicht mal bei den Kuffar leben, nicht im Ausland leben. Mohammed hat gesagt, Allah wa Rasuluhu bari'u mimman ya'ishu bayna adhhari al-kuffar. Scheiß auf Allah. den Mohammed, fick Ich den bin nicht Mohammed. Muslim, ich bin nicht Muslim, pass auf, was du sagst. Nein, du gehst jetzt runter, Entschuldigung. Also, ich weiß nicht, ich erkläre dir und ich werde hier beleidigt, verstehe ich nicht. Willst du, dass der Stream gesperrt wird? Du beleidigst die ganze Zeit. Ich verzweifle langsam auch, dass du Christin bist. Ja. Nordin, bitteschön. Ja, also, hi, schönen guten Abend erstmal. Guten Ich Abend. würde gerne sagen, sagt mal, habt ihr nichts Besseres zu tun hier als so? Interessiert's, woran ihr glaubt oder woran die anderen glauben? Was Wir soll haben dich das nicht denn? eingeladen, direkt Woran? runter mit hinten besser. Was ein Wir haben dich Vogel. nicht eingeladen, also wir haben dich nicht eingeladen. Geh, finde du was Besseres zu tun, als uns zuzuhören. Aber Wer ist selber gerade, weißt du, nach 10 Promillen kommt ihr hoch, weiß über nicht mal, was 10. reden. Ne? Ja, lass keine hoch, Leute, ich wollte schon schlafen, lass keine hoch, ich habe keine Kraft mehr für solche verrückten Dinge. Ich habe ein Bild von der Vero gemacht. Ich verurteile niemanden. So lang nach und nach und nach habe ich gemerkt, sie ist eine, kennt ihr sowas? Babe, kennst du Spätzünder? Weißt du, was ein Spätzünder ist? Nee. Das bedeutet, wenn da mal drei Leute und du erklärst ihnen alle drei das Gleiche und der eine versteht das halt ziemlich langsam. Ja, und ich habe die Befürchtung, dass sie auch ein Spätzünder ist und deswegen alles sehr, sehr langsam beziehungsweise erst danach erst mitbekommen hat, wenn es passiert ist und nicht vorher. Wie wenn ich weiß, ich springe von der Brücke, werde ich wahrscheinlich sterben. Und sie hat sich gedacht, vielleicht überlebe ich ja. Das bedeutet halt so Spätzünder. Die merkt es halt einfach so. Und das habe ich bei ihr auch gemerkt, weil wenn du oder irgendeiner von uns was zu ihr gesagt haben. Ich habe dich nicht ge ich habe nicht gehetzt, Vero, Vero, Nein, aber wenn du sie hat jetzt das falsch verstanden. Ja, aber Spätzünder. wenn sie Schimpfwörter sagt, werde ich doch gesperrt. Hast du nicht gehört, was sie als letztes gesagt hat? Ich F-Wort, habe mich gerettet F-Euch. bekommen. Ich habe Sie mich sind gewundert, keine warum sie christliche rausgeht. Worte, Vero. Ich meine, ich weiß, dass du enttäuscht bist, dies, das, aber du kannst hier nicht so beleidigend sprechen. Du bist eine Mutter von zwei erwachsenen Kindern, weißt du? Du kannst nicht das F-Wort benutzen, F-Dich. Und du wolltest, dass dein Sohn hier hochkommt und du willst reden vor ihm so? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht, ehrlich nicht. Also keine Wunder, dass dein Sohn dich Kafira nennt. Vielleicht redest du auch so mit ihm. Aber Baba, das war wirklich, sie dachte wirklich, du greifst sie direkt an, sie dachte wirklich, das ist deine Meinung und du sagst das darüber und das die Ich ganze habe Zeit. gesagt, ich bin nicht Moslem. Ich sage dir, Also was wenn ich man bin. sagt, ich meine, Vero, guck mal, dein Kind sagt dir so, der ist 21, aber du sagst hier, mein Sohn kann mich, Punkt, 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 Punkt. Ey, selbst mein Sohn, was weiß ich, was wäre, könnte ich niemals dieses Wort aus dem Mund raustun. Also ehrlich. Tut mir leid, aber ich bin echt schockiert. Echt verrückt, diese Gehirnwäsche, ey, mit den Menschen, diese Gehirnwäsche, die sind nicht mal fähig, ihren Kopf zu benutzen. Der sagt seine Mutter, du bist Kafira. Und der kann, natürlich kennt bestimmt keinen Koran oder sowas. Ich würde so einer denken, wenn er liest im Koran, dass man verheiratete Frauen vergewaltigen kann. Also, ich weiß nicht, fand er das normal, fand er das super schön moralisch. Ich weiß, was für Moral hat dieses Kind? Kennt er überhaupt seine Religion? Der Vater kennt bestimmt selbst nicht seine Religion. Meiner Meinung nach. Also, das. Wenn sie sagt, dass es für Papiere war, das war irgendein Typ, ne, Perspektive, ohne Perspektive, der ist hierher gekommen, um sich einfach ein Leben zu machen. Der hat bestimmt keine Ahnung von Koran oder von sonst was. Einfach nur diese Schein, einfach so zu zeigen, ich bin Moslem, ich bin stolz, ich bin dies. Ja. Nein, Entschuldigung, ich kann dich nicht mehr hochholen. Sorry, das ist beleidigt, Schwester, sorry. Schreib weiter den Text, ich habe keine Kraft. Also ehrlich, wir sind ganz friedliche Menschen. Wenn wir was reden hier, beziehungsweise der Babu, ja, du kennst den Babu nicht vielleicht, sachlich reden, faktisch reden, auch ein bisschen Emotion, okay, aber nicht übertreiben, weißt du, das, was du hier tust, das ist auch für seinen Stream nicht okay und für uns Menschen auch nicht okay, bist auch keine Vorbild als Mutter, so zu handeln, weißt du. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich nehme an, über 40 und da muss man schon ein bisschen Verstand besitzen.
Wurde im Chat auch geschrieben, dass sie das öfters in anderen Streams macht und sich nicht helfen lässt. Ich wollte das nicht glauben, deswegen habe ich auch reingeschrieben, vielleicht ist das ja hier anders so. Aber es war ja genauso, wie es geschrieben wurde. Sie wollte sich nicht helfen lassen, beziehungsweise ich muss niemandem helfen. Vielleicht, wenn ich einen Ratschlag gebe und einer nimmt das an und es hilft ihm im Leben, bin ich glücklich darüber. Und wenn es ihm nicht hilft oder wenn er es nicht annehmen will, muss keiner. Ich bin auch nicht belesen. Wenn mir einer einen guten Ratschlag gibt, nehme ich dankend an, wenn ich das merke, das ist gut für mich. Ne? Ich bin nicht allwissend. Aber genauso, wenn du Christin bist, dann steht ja auch im Christentum, ja, in Bibel wird uns gesagt, man soll erstmal Fehler bei sich suchen und dann bei anderen suchen. Klar, du hast geheiratet, dies, das, aber du kommst mit angriffsbereit hier um die Muslimen, hier sagst du, Was ist Mutter? Du hast den Fehler bei dir aber nicht gesucht, indem du deine Kinder von Anfang an falsch erzogen hast. Da kann diese Leute hier auch nichts für tun. Da musst du selber für dich Frage stellen. Was habe ich denn falsch gemacht, lieber Gott? Beten jeden Tag. Kannst du mir einen Weg zeigen, Jesus? Zeig mir einen Weg, dass ich mit Verstand mit meinen Kindern rede. Weißt du, das ist dein richtiger Weg als Christin. Und vielleicht Meinung oder irgendwelche Vorschläge von uns holen, aber nicht hier kommen und sagen, was ist für euch Muslime Mutter? Mein Sohn sagt mir, Hure, dies, das. Also das ist kein richtiger Weg. Wenn du so geschädigt bist als Christin, du weißt, dass du Fehler begangen hast, ein großes Fehler begangen hast als Mutter und deshalb musst du jeden Tag, morgens, Mittag, Abend, egal wann, beten, ja, bete den Gott. Bete den Jesus, dass dir die Frieden gibt, dir und deinen Kindern. Das kannst du hier mit so einer Agro-Art nicht besser machen, weil das ist nicht der Weg der Christus, ja. Also Christentum will das nicht, was du hier tust, sondern ganz andere Sachen. Und zwar Liebe beten, um Vergebung beten, um Verzeihung beten. Bete den Gott um Verzeihung, dass all deine Sünden, was du begangen hast, indem du deine Kinder falsch erzogen hast, dass der dir einen richtigen Weg gibt, ja. Das ist das, was du als Mutter über 40 mit zwei erwachsenen Söhnen tun solltest. Also, ich bin sowieso geschädigt mit allem drum dran und trotz allem würde ich meine Kinder ganz anders, ich meine, habe ich schon anders erzogen, Gott sei Dank, aber überlegen, ne, bevor du redest, tausendmal denken und dann reden. Emotion ist klar, hast du, aber man muss wissen, wann man, wie man redet. Als Mutter sowieso. Babu, ich hätte eine Frage bezüglich nochmal Adoption, wenn du noch die Kraft hast. Ja. Schau mal, Adoption ist ja verboten, ne? Ja, richtig. Ja. Und gibt es irgendwie vielleicht ein Schlupfloch, beziehungsweise irgendwie eine Ausnahme, auch wenn es nicht jetzt zum Beispiel der, sagen wir mal, von meinem Bruder, oder von meinem Bruder, der mein Bruder stirbt durch Autounfall oder so, Gott bewahre, und die Frau auch, und ich nehme das Kind zu mir, außer diese Ausnahmen, weil ich denke, das würde, ist, glaube ich, erlaubt, oder? Du kannst jeden Kind zu dir nehmen, nur nicht adoptieren. Du kannst ihn bei dir nehmen und Essen geben und so, aber der darf seinen Namen nicht tragen, der darf dich nicht werden. Okay, es geht nur um den Namen, okay. Ja, Namen und Erbe, und dass er nicht dein Sohn ist. Ja, okay. Und wenn du zwei Wesen machen willst, okay. Ja? Wird das denn auch gemacht oder weißt du von vielen Fällen, dass auch Adoption Kinder genommen haben? Die Muslime sind egoistisch einfach. Also eher weniger. Sie sagt, bevor ich adoptiere, will ich ein eigenes Kind. Warum adoptieren sie nicht Kinder, auch wenn sie ein, zwei Kinder haben? Warum gebären sie weiter, sechs, sieben? Die können ja auch eine adoptieren. Machen die aber nicht. Weil sie sagt, ich will das von meinen Kindern, dass ich meine Kinder gebe, sollte ich lieber meine Kinder geben, nicht irgendwelche. Warum soll ich mich um einen gewährt ein Kind, warum soll ich mich darum kümmern? So denken sie. Schlecht. Aber in Deutschland ist das sehr, sehr, sehr schwer, Kinder zu adoptieren aus dem Ausland, weil die, das, ich weiß nicht, ob das die Deutschen sind oder wer, die legen wirklich viele, so habe ich das mitbekommen in Reportagen, die legen wirklich, du musst wirklich sehr, sehr viele Kriterien erfüllen, dass du überhaupt ein Kind adoptieren darfst. Ist auch richtig so. Aber weißt, du kannst nicht ein Kind bringen, das ist keine, nicht mal einen Hund dort zu bringen, ohne geprüft zu werden und du die Möglichkeit hast, ob du ihn gut ernähren wirst. Nicht, dass du ihn adoptierst und dann nach
du schon 70 bist, nach 10 Jahren stirbst und lässt ihn einfach so. Nein, das ist alles, die Gesetze sind richtig. Es ist verboten. Avram, ja, es ist verboten im Islam, Adoption, ja. Die Leute machen einfach. Ja, vor allem in unseren Ländern, Ahmed Sikar, ne? Vor allem in unseren arabischen Ländern verlassen sie den Islam. Sehr, sehr viele. Ja, ich freue mich, ich bin froh. Weißt du, ich war erstmal pessimistisch, aber als ich dann wirklich gesehen habe, wie viele Leute wir erreicht haben auf der arabischen Welt, wie viele Leute den Islam verlassen haben, so, war ich dann zufrieden. Weil denen kann man keine was erzählen, ne? Die lesen mit deren Sprache, da kannst du ihnen nicht sagen, nein, wie Hamdi macht, ne, in diesem Video, wo er angeblich die Frau vernichtet. Der erzählt ihr Bikr, das ist eine ältere Frau, das ist die Pubertät, der erzählt nur Lügen, da ist die Rede von neunjährigen Mädchen, wenn sie Jugendfrau ist, musst du sie fragen, und wenn sie keine junge Frau ist, und der redet gar nicht über Pubertät, es gibt nirgendwo in den Islam die Pubertät als Voraussetzung, nirgendwo. Ich gebe ihm 1.000 Euro, wenn er mir jetzt bringt. Jetzt, morgen, sagt es ihm, Leute, die Muslime, ne? Die Muslime hier, die den Hamdi folgen. Wenn er mir einen Vers oder irgendwas bringt, wo es steht, die Frauen dürfen erst ab der Pubertät heiraten, gebe ich ihm vor euch alle 1.000 Euro. Vor euch alle schicke ich ihm 1.000 Euro auf PayPal. Wenn er mir einen Beweis von einer Voraussetzung, dass es die Pubertät eine Voraussetzung ist. Bruder Timo, du kommst immer nur, wenn ich schlafen will. Was hast du mit mir? Timo. Ey, ich war gerade eben in der Debatte und die Muslime meinten zu mir, Jesus hat seinen Genitalbereich rasiert. Genau, das habe ich schon gehört. Ja, ich bin nicht recht, Bruder. Wie kann ich dagegen argumentieren? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich bin nicht Christ, Bruder, ich weiß nicht. Du machst hier um 3 Uhr morgens über solche Dinge. Also die machen sich lustig über Jesus und diese dementsprechend wird auch. Guck mal, schau mal, Timo, ich kenne das nicht mit dem Rasieren. Aber du weißt, du, wie du argumentieren kannst, du sagst, und wenn er es gemacht hat, ihr macht es doch auch, dann hat er es irgendwas. Wo ist das Problem? Ist das Sünde jetzt, sich zu rasieren oder was? Und dann hat er noch gesagt, ja, und dann meint er noch, warum gibt's Leid in Afrika? So, was hätte ich da sagen sollen? Warum sterben Menschen an Krebs? Ja, aber das ist genauso für Allah wie für Jesus gültig, ich meine. Ne? Weil deren Allah ist ja auch dafür verantwortlich, deren Meinung nach, oder nicht? Das waren Atheisten. Ach so, da hast du weniger Chance. Okay. Die haben die Bibel. Agnostiker, da hast du dir den Falschen ausgesucht. Ich bin selbst Agnostiker, Bruder. Haben die Bibel dafür verantwortlich gemacht, dass Kinder in Afrika sterben? Oder was meinst du jetzt? Nee, die haben gesagt, ja, wenn es einen allmächtigen Gott gibt, warum lässt er dann Kinder in Afrika hungern? Ja, aber das zählt doch dann auch für ihren Allah, oder? Das waren Atheisten. Die erste Debatte war, warum lässt der liebe Herr Jesus Christus. Timo, du weißt, dass als Christ, darfst du nicht mal diese Frage stellen. Weißt du das? Wenn du Christ bist, dann musst du wissen, dass du die Frage, warum darfst nicht mal stellen, das ist verboten. Du darfst niemals den Gott nach etwas. Im Islam auch. Verstehst du? Diese Wort, warum, ist verboten. In meine 4 Wände darf niemand diese Wort benutzen. Wieso versteht man das nicht? Warum? Du darfst diese Frage niemals stellen. Damit kann er nicht argumentieren. Also die werden ihn auslachen. Die werden ihn sagen, du bist Idiot, dein Gott sagt dir, benutze deinen Kopf nicht. Nee, also nein, bitte, warum darfst du nicht stellen? Das ist die Sache Gottes, was er macht, was er nicht macht. Ja, aber das sagt der Islam genauso, Schwester. Das machst du es auch nicht besser. Das sagt genau der Islam. Letztes Alu an Ashia in Tabdula. Ja, das wusste ich nicht. Ich bin noch nicht so lange. Okay. Ja, nein, du sollst nicht. Also wenn du bereit bist, auch deinen Glaube in Frage zu stellen, sollst du nicht mit Atheisten oder Dings, die werden dich vernichten. Also sag ich dir, die haben bessere Argumente wie du, viel mehr. Ich klar, weiß. Wenn die an nichts glauben, weißt du, wenn die an gar keine Götter glauben, du kannst die niemals überzeugen. Ich glaube nur an Wissenschaft, an Beweise, an Experimente, die glauben nicht an Glaube. Das heißt ja auch Glaube, weil es keine Beweise gibt, ne? Sonst hieße es Wissen und nicht Glaube. Also W-Fragen sind verboten. Ja, aber das kannst du doch nicht als Argument nehmen. Kein Argument. Aber das Problem dabei ist,
Wenn du rein nach Logik gehst, kannst du mit solchen Leuten nicht debattieren. Wenn die nach Logik gehen, kannst du nicht mit einer göttlichen Bibel kommen und denen dann irgendwie welche Wunder predigen. Das wird bei denen nicht ziehen. Deswegen wird das sehr schwer. Kann ja, das habe ich gemerkt. Wir hatten selbst vorgestern hier eine hitzige Debatte gestern. Christen gegen mich und eine andere atheistische Freundin oder Bekannte oder Schwester, die hier waren, eine Krankenschwester, und das wurde wirklich hitzig, hitzig, hitzig. Aber wir sind ja alle befreundet, ne? Wir hassen uns nicht, aber es wurde richtig, wir haben stundenlang debattiert, jeder seine Argumente gegeben. Aber wie gesagt, das ist schwierig. Da kommst du zu keiner Antwort. Ne? Guck mal, die sagen, warum in der Bibel, wo steht in der Bibel, man darf niemals, selbst wenn jemand sterben würde, der, um Gottes Willen, von Familie, ja, du darfst niemals den Gott in Rechenschaft ziehen, warum ist gestorben. Es ist verboten. Fertig. Ihr braucht nicht hier die Frage stellen, in welche Verse steht. Aber wenn du mit Gott sprichst, darfst du ihn fragen, warum er das gemacht hat. Nein, Gott weiß, was er macht. Ich stelle keine Gott diese Frage, warum. Nein. Wir haben auch diese Frage, diese Thematik haben wir auch gestern debattiert. Ne? Ich finde, warum lässt er keine Regen? Warum lässt er keine Regen fallen in Afrika und lässt 95% der Regen in Ozeanen? Es hat alles seine Gründe, glaub mir, also Bruder. Ozean, es hat alles seine Gründe. Nein, es gibt keine Gründe, dass es regnet in den Ozeanen. Wenn mein Kind verstirbt durch Ich will das gar nicht sagen, ja, egal. Wenn ich dann bete, dann natürlich frage ich, warum hast du meinen Sohn? Nee, wenn ich bete, stelle ich nicht die Frage, warum, sondern sage ich, so ist das, ich akzeptiere das. Nein, das würde ich nicht machen. Freunde, ich will meine, springt mir bitte nicht ins Wort, Freunde. Ich darf auch meine Gedanken teilen, ne, bitte. Wo ist der? Der ist weg. Timur. Ja. Ich habe auch gestern eine Frage gestellt. Der Regen, es regnet 95% in den Ozeanen. Keine profitiert davon. Und Leute beten um Regen in Afrika, in getrocknete Länder. Genau. Dafür hast du auch keine Antwort. Warum lässt Gott nicht den Regen in Afrika? Die brauchen es viel mehr als die Ozeane. Keine profitiert davon in Ozean, von den Regen. Ja, du kannst nicht logisch gegen Glauben. Glauben ist Glauben ohne Beweise. Punkt. Dann brauchst du gar nicht zu diskutieren. Oder du bist bereit, deine Glaube in Frage zu stellen. Und auf keinen Fall. Verstehst du? Wenn man einmal den Heiligen Geist hat, bleibt für immer. Ist so. Aber dann kannst du auch nicht mit Agnostiker oder mit Atheisten, die glauben nicht, also die glauben ja, nur an Beweise. Kannst du nicht. Es gibt keine Beweise, sonst gäbe es nur eine Religion auf dieser Welt und würde jeder nur an diese Religion glauben. Keine Religion hat Beweise. Es gibt 4600 Religionen auf der Welt. Na, das ist alles Satan. Es gibt nur einen Gott. Ja. Aber Kathi, ganz kurz nochmal zu dir, guck mal. Aber jede Religion sagt über den anderen Satan. Ne? Das ist der Beweis, dass jede Religion sagt, ich habe Recht und die anderen sind von Satan. Jede Religion sagt das. Ne? Jeder aber welche Religion war die erste? Ja, ich glaube Hinduismus, nee. Heiden, ja, Hindus sind seit 6000 Jahren, ja, Katholismus seit 2000 Jahren, Islam, Christentum 2000 Jahre, Islam 1400 Jahre. Es gibt neue Religionen, die immer entstehen. Hier Amerika gab letztens auch einen Propheten, die Leute folgen ihn und so. Ja, es zählt nicht, wer als Erster was gefunden hat, sondern wer die Beweise hat. Und keiner hat Beweise. Keine. Sonst gäbe es nur eine Religion. Da würden sich die Leute auch nicht streiten. Verstehst du? Gäbe es Beweise. Wie in Wissenschaft. Wenn du die Beweise hast, ein Experiment gemacht hast, keiner widerspricht das mehr, weil es gibt einen Beweis. Verstehst du? True. Ich stumme mich jetzt. Ich lasse euch sprechen, wenn ihr wollt. Ja, ich finde das halt schade, so dass ich sehe auch, sollen die Muslime machen, aber ich finde das tatsächlich schade. Ich finde, es sollte mehr Menschen wie dir geben oder wie Katie, du was bist du für ein Landsruhe, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Aserbaidschan. Aserbaidschan, okay. Und bist du als Christin geboren? Nein, eigentlich bin ich Ungläubige geboren, weil ich in der Sowjetunion geboren bin, im russischen Regime. Das heißt, wir hatten gar keinen Glauben. Deswegen habe ich gefragt. Nee, eigentlich nicht, aber mittlerweile ist dieses Land islamisiert, wo ich gar nicht damit klarkomme. Aber ich bin seit 30 Jahren Christen getauft, also daher bin ich Christin. Halleluja. Und ich habe viel Kontakt mit meinem Pfarrer, immer noch
30 Jahre lang höre ich Ratschläge, dies, das. Es gab auch Fälle, wo ich die Frage gestellt habe und er hat immer gesagt, Gottes Barmherzigkeit. Bete, bete und bedank dich an Gott für alles. Das ist das Einzige, was wir Menschen tun müssen. Bedanken uns an Gott. Schau mal, ich bin noch nicht so erfahren wie du. Aber ich möchte gerne in Debatten gehen und trotzdem die Menschen aufklären. So, meinst du, das ist sinnvoll oder lieber nicht machen? Was denn? Ja, ich war ja heute zum Beispiel in zwei Debatten und ich habe voll verkackt, weil ich bin noch nicht so unwissend. Aber ich möchte die Menschen. Du hast keine Sünde. Nein, du hast keine Sünde begangen. Du hast deine Meinung gesagt. Wenn die Menschen dich nicht ausreden lassen, nicht verstehen, das ist nicht dein Problem, das ist nicht deine Schuld. Deine Pflicht ist als Christ, immer gerade einen Weg zu gehen und nicht biegen links, rechts. Kathi, der muss sich aber mit der Materie befassen, bevor er natürlich, aber wenn er jetzt da verkackt hat, der muss sich ja keine jetzt sich schuldig fühlen, sondern bewusst gegen solche Leute stellen, wo er keine Argumente bringen kann und so oder so von Anfang. Aber er hat ja in diesem Streams gar nicht mal was zu suchen, in einem Agnostiker-Atheisten-Stream. Was suchst du denn da als Christ? Ich wollte die Menschen aufklären, versuchen. Nein, du kannst keine Agnostiker und ein Atheist überreden. Es ist nicht möglich. Die haben eigenes Kopf, die wissen, was sie tun. Aber beispielsweise ein Ex-Muslim hat schon so viele Menschen kommentiert. Das ist was ganz anderes. Und ein Agnostiker und ein Atheist ist was ganz anderes. Du kannst nicht ein Ex-Muslimer mit einem Agnostiker oder mit einem Atheist vergleichen. Die Denkweise ist ganz anders. Ja, das ist aber, ja, es ist schön zu hören von einer Person, die ein bisschen viel mehr Ahnung hat als ich. Ich habe nicht so viel Ahnung, aber ich glaube, du bist viel jünger wahrscheinlich, könntest du sogar mein Sohn sein. Ich gebe es dir mit, dass dich beschäftigst ein bisschen mehr mit dem Bibel, dass du auch Schlagfertigkeit lernst und nicht gleich so bleibst, weißt du? Bevor du in solche Dings reingehst, das ist so wie im Schlacht, ja? Ich meine, wenn du untrainiert reingehst, noch nie ein Schwert in Hand hattest und springst du Mitte der Schlacht und töten dich alle. Also unüberlegtes Handlung. Das ist genau dasselbe. Rhetorisch und stimmlich bin ich stark. So Rhetorik kann ich, aber mir fehlt halt die Information. Ja, dann lernen doch. Da sind ja Schriften da, Bücher da. Ich habe 6 Stück Bibel zu Hause, also. Wow. Was andere sagen, weil sonst bringt das nichts. Ihr redet die ganze Zeit über das Gleiche, lernen. Guck mal, Kathi, was ich sagen wollte, du hast ja gesagt, wegen warum und sowas. Ich bin da nicht ganz meiner Meinung, weil du musst eine Sache verstehen. Wir sind nicht ohne Gehirn zur Welt gekommen, wir sind mit Gehirn zur Welt gekommen, wir sind mit Verstand zur Welt gekommen, wir sind mit Augen. Bist du ein Christ, Adonis? Ich bin Christ, ja, und das ist auch okay. Meine Meinung, die ich vertrete. Ich bin mit Augen zur Welt gekommen, ich bin mit Verstand zur Welt gekommen. Und ja. Uns wurde das Buch gegeben, aber wenn viele versuchen zu sagen, viele vergleichen dann quasi die Bibel mit dem Koran, den Koran mit der Bibel. Und ich finde, die Bibel ist kein blinder Gehorsam wie der Koran. Der Koran verlangt blinden Gehorsam. Und das ist, meine Bibel sagt mir nicht blinder Gehorsam. Ich darf fragen, ich darf hinterfragen, ich darf mich informieren. Und das ist der Unterschied. Weil wenn ich nicht hinterfrage, dann woher soll ich wissen, aber dass ich was glaube, wird dir der Gott nein, beantworten? Aber ich kann doch nicht blind was einer Religion Adonis? Vertrauen. Das funktioniert nicht. Ich muss doch erst diese Religion mit meinem Gewissen vereinbaren. Und weil wenn sie dann zu mir passt. Dann weil sonst würden wir alle Grausamkeiten in den Religionen tun und sagen, ja, okay, weil meine Religion wird das machen. Nein, du hast ein Gehirn. Nein, jetzt habt ihr mich echt falsch verstanden. Schwester, ich predige hier nicht für Christentum, das wisst ihr. Ich bin Agnostiker, also bitte. Versucht nicht, die zu manipulieren. Bitte. Die Leute nicht manipulieren, Leute. Bitte. Ich manipuliere niemanden, das ist meine macht, Denkweise. Du sagst, denk nicht, mach deine Augen zu und deine Ohren zu und glaub nein, nur, dass nein, Augen zu, Ohren zu. Aber die bitte, Frage an Gott, okay, was antwortet dir der Gott? Sag mir, okay, du stellst die Frage, warum und was wird der Gott dir antworten?
Lass mich bitte was sagen. Guck mal, es gab gestern Leute, die gesagt haben, die Erde ist flach. Die haben sich gestritten, ob die Erde ist flach ist, weil es in der Bibel so steht. Also ich möchte nicht, dass du so weit gehst, gell, und dich einfach vor den Leuten blamierst. Nein, du sollst auch an die Wissenschaft glauben, Mann. Heute haben wir dank der Wissenschaft vieles. Wir haben Dings, Erfindungen, wir haben uns so entwickelt dank Wissenschaft und nicht dank Religion. Man muss auch wirklich so realistisch sein. Ich bitte euch, Leute. Hast du die Rakete von Elon Musk gesehen? Ganz kurz. Und am Schluss kam ja auch raus, dass es nicht wirklich in der Bibel steht, dass das vermutet wurde. Das ist das. Ja. Das ist das. Und wir haben drei. Aber das Stunden ist doch der Rückladung nicht, oder nicht? Ja, und wir haben 3 Stunden dafür gestritten für nichts, weil im Endeffekt stand das ja nicht da drin. Wie gesagt, ich guck mal, ich glaube selber an die Bibel, ich bin selber Christ, aber wie gesagt, selbst meine Mutter, mit so einer Lehre bin ich aufgewachsen. Wenn was ist, guck, ob es zu dir passt, egal was es ist. Ich kann doch nicht blind gehorsen. Und wenn, es hat doch nicht mit blind zu tun, Adonis, die gesagt, hat mich nicht Gott verstanden. Nicht fragen, nein. Warum, mein Kind, was passiert? Weißt du, warum darf ich das denn nicht tun? Warum darf ich nicht fragen? Nein, also wen willst du denn fragen? Du, ich meine, guck mal. Ich hinterfrage nicht, ich frage, das ist ein Unterschied. Ich werfe niemandem was vor, ich frage, warum. Warum zu fragen, ist nicht hinterfragen, verstehst du? Das ist nicht, ey, ich will nicht, dass du das tust, das habe ich nicht gesagt. Ich will das nicht verstehen. Vater hat uns das nicht beigebracht, ja. Ich bin sehr religiös aufgewachsen. Ich bin auch sehr religiös, ich bin Assyrer, Schwester. Und mein Pfarrer, für all die Schmerzen, dies, das, egal wo wir was kriegen, es hat alles seine Gründe. Er hat immer gesagt, niemals die Fragen stellen, warum. Guck mal, alles auf der Welt hat einen Grund. Wenn ein Baum umfällt, dann gibt es dafür einen. Es gibt nichts ohne Grund auf der Welt, egal was. Wenn ein Baum in den Dschungel umfällt, ohne dass da einer ist, wissen wir genau, dass dieser Baum trotzdem ein Geräusch macht. Verstehst du? Es hat alles einen Grund auf dieser Welt. Deshalb, weil das einen Grund hat. Aber wir müssen auch die Gründe versuchen zu verstehen, Schwester. Wir müssen doch versuchen zu verstehen, warum das so ist. Willst du das verstehen, dass in Afrika Leute jetzt verhungern oder Erdbeben passieren oder dies und das? Ja, aber nicht nur, weil du keine Antwort hast, Schwester. Nicht nur, weil du keine Antwort hast, heißt das nicht, wir sollten die Kinder leiden lassen. Nein, wir sollten darüber reden. Nun, nicht nur, weil du keine Antwort hast, dass wir nicht fragen sollen. Nein, warum nicht? Es passiert. Es sterben Kinder. Es wegen keine Medizin, wegen Trockenheit, dass es keine Regen kommt. Gott könnte es machen. Warum macht er es nicht? Was haben die Kinder gemacht? Siehst du, nein, schon wieder ziehst du Gott. Ja, aber das ist eine berechtigte Frage für einen Gläubigen. Ich habe mir diese Frage auch gestellt als Moslem. Warum wollt ihr das nicht verstehen? Wir haben ja die gleichen Sachen fast wie ihr. Wir glauben auch, dass Allah alles macht. Und das habe ich auch meine Religion so hinterfragt an den Islam. Ich will auch so aber Jesus nicht belästigen, indem ich sage, Jesus, warum machst du das nicht? Warum sterben die Leute? Ja, aber du darfst ihnen nicht sagen, was er machen soll. Der hat das Recht zu fragen und sich Gedanken zu machen. Das machen Philosophen, das darf jeder machen. Das ist sein Recht. Du darfst ihm nicht sagen, das, nein, denke nicht, das nicht. Frage nicht. Wenn er hinterfragen will, kann er hinterfragen. Er ist frei. Er ist frei. Macht keine Bevormundung. Keine Bevormundung hier. Ich bitte euch. Wir haben den freien Willen. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Guck mal, viele Menschen fallen auch deswegen vom Glauben ab. Das wissen wir. Wenn irgendwas Schlimmes im Leben passiert, sagen die, ey, warum hat das Gott zugelassen? Und so. Und das sind doch diese Dinge, die ich versuche zu vermeiden, indem ich versuche zu verstehen. Verstehst du? Und das ist ja ein Unterschied. Ich habe nie gesagt, dass ich irgendwie den Christentum verlassen würde deswegen. Ne? Aber ich habe auch nie gesagt, dass ich das nicht tun würde. Weil man in solchen Fällen weiß man nie, wie man reagiert. Jeder Mensch fühlt anders, ja. Und wenn man ein Kind verliert, ist das Schlimmste auf der Welt, was es gibt. Und dann in dem Moment denkt man sich noch nicht mal, man denkt wirklich so. Also wenn mir jetzt einer sagen würde, nein, ich denke das nicht so, dann ist das ein Lügner. In dem Moment denkt man sich, Gott, warum hast du mich verlassen? Verstehst du? Es ist so, dass man dann auch zweifelt. Ja? Man findet den Weg. Ja, wenn du an Gott zweifelst, ich habe eine Cousine, Freunde, die hat 2 Kinder zur Welt gebracht. Ne? Eine ist gestorben, eine hat überlebt, behindert, kann sich nicht bewegen, sie ist geistig behindert, sie macht alles in ihre Hose, sie kann nicht sprechen, ne? Wasser kommt aus ihrem Mund. Und die Mutter hat sich auch von Anfang an, warum hast du mir das angetan, Allah? Ich habe mein ganzes Leben gebetet, ich habe mir das. Die hat sich auch mit diesen Fragen klarkommen können, weil sie war in dieser Situation. Ich kann es verstehen. Also ich sage auch, du sollst deine Religion verlassen. Aber ich habe diese Charakter bei Muslimen gesehen, Bruder. Ich habe diese Charakter bei Muslimen gesehen, wo die ganze Zeit sich töten, wenn jemand Kind stirbt oder so. Warum, warum? Ich habe das nur bei Muslimen gesehen, sorry. Ja, weil ich meine, auch letztens bei den Erdbeben. Der Erdbeben hat auch Israel angefasst, geschädigt, Libanon, Türkei. Ne? Die Türken haben gesagt, ja, Gott hat die anderen bestraft und für uns ist eine, ne, 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 so, ne, wer heißt das, ne?
eine Test. Und die anderen Gläubigen haben gesagt, nein, das ist für uns ein Test und für die andere eine Strafe. Man kann deuten, wie er will, aber ob das die Wahrheit ist, nein, wir haben keine Beweise. Deshalb lasse ich den Wir haben Gott unseren Ruhe, Glauben. Ja. Wir haben unseren Glauben. Das ist doch der Beweis. Aber Glauben ist kein Beweis, das ist ja nur Glauben und nicht Wissen. Das versuche ich ja. Ja, aber das ist Denkweise eines Agnostikers. Verstehst du, was ich meine? Du kannst nicht Agnostiker und Gläubiger sein gleichzeitig. Und ich kann sagen, das ist Gehirnwäsche. Ich kann sagen, das ist Indoktrinierung. Deswegen denkt ihr so, kann ich auch sagen. Ja, dann, wenn ich so denken würde wie ein Agnostiker, dann brauche ich an gar nichts mehr glauben. Ich glaube auch an gar nichts. Bin ich ein schlechter Mensch? Nein. Ich habe meine Moral selbst gebaut, meine Prinzipien selbst gebaut. Ich bin ein guter Mensch, ich tue keinen was, keine Lebewesen auf dieser Erde. Ich bin viel besser, als ich Gläubige war. Ich esse mittlerweile jetzt keine Fleisch, weil ich glaube, auch dass Tiere Gefühle haben und leiden. Ich bin viel besser, ich tue keinen was, was ich nicht will, dass die Leute mir antun. Und ich helfe gerne, weil ich möchte auch, dass die Leute, falls ich es ihnen aber brauche, mir auch helfen. Das sind einfach menschliche, kosmologische Gefühle oder Menschlichkeit oder in unsere Gene. Das machen auch Tiere, helfen sich gegenseitig. Die haben auch Dings. Ohne Glaube haben die auch ihre Charakter und ihre Dings. Na, auch ohne Glaube ist man gut. Wirklich. Mir fehlt nichts. Ich habe auch diese Glaube. Diese, ich habe keine Recht, Seite. Jemanden Rechenschaft ziehen, ob glaubt oder nicht. Ich habe kein Recht dazu. Ja. Also, ich kann nur über mich sprechen, sonst über niemanden. Wir dürfen nicht vorbeugen. Humanismus und Menschlichkeit sind das Wichtigste vor der Religion. Ein Mensch sein, erstmal. Und dann kann man sich entscheiden, zu glauben, an was man will. Nein, solange man keine Mensch verletzt, solange man nicht hetzt oder nicht zu Gewalt ruft, ist es okay. Aber was bringt dir. Also, ja, du brauchst den Heiligen Geist. Brauchst du. Ja, Timo, aber ich habe dieses Gefühl nicht. Ich habe diese spirituelle Seite nicht. Ich habe diese Verlangen nicht. Timo, sowas musst du mit einem echten Christen sprechen. Also nein, ich rede jetzt nur über mich. Ich sage, ich brauche das nicht. Ich habe eine spirituelle Seite. Ich sage nicht, die Leute sollten so machen. Aber hör mir bitte zu, Katie. Wirklich, hör mir zu. Ich brauche diese Seite nicht. Ich verlasse mich auch nicht auf einen Gott. Wenn ich was Gutes geschafft habe, bin ich mir selbst dankbar. Ne? Ich leugne nicht meine eigene Macht oder meine eigene das, was ich gemacht habe. Ne? Und ich zähle auch nicht, dass ein Gott irgendwas für mich vorbereitet oder mir über irgendwas hilft. Nein, ich helfe mir selbst, ich mache meine Sachen selbst und bin mir auch selbst dankbar. Das ist der einzige Unterschied. Katja, eine Sache. Guck mal, du weißt selber, dass Gott quasi nicht direkt in den Versen, aber wie soll ich das erklären, dass wir mit alles, mit unseren ganzen Sorgen zu Gott gehen können, mit ihm reden können, weißt du? Ich werde mit Gott reden, wenn ich so weit bin, indem ich sterbe und dann stehe ich Auge zu Auge und dann rede ich mit denen. Aber von hier aus brauche ich ihn nicht belästigen da oben. Betest du nicht? Natürlich bete ich, aber ich stelle ihm nicht die Frage, aber warum. Aber beten ist doch reden mit Gott. Was ist denn sonst beten? Ich rede mit liebevoll. Weißt du, wenn ich schlafe, der Gott, ich spüre, dass Gott sitzt neben mir und fragt mich nach dies, das. Aber ich habe bis jetzt noch nie die Frage gestellt, warum, weil ich nicht diese Frage nötig hatte. Ja, aber du hast doch Sorgen, oder erzählst du das? Also, nee, habe ich nicht. Wenn ich mit Gott spreche, erzähle ich meine Sorgen. Warum denn nicht? Aber ich spüre ihn, verstehst du? Ich spüre ihn neben mir. Ich weiß nicht, ich bin ganz anders. Tut mir leid, aber nein, wie soll ich das sagen? Nicht leid, du. Das musst du ja nicht. Ja, leid. Ich bin ganz anderes. Ich sehe, ich spüre ihn neben mir. Wir sind wie soll ich sagen? Ich bin mit Gott, ich habe keine Angst vor Gott. Im Gegenteil, der ist für mich da. Warum soll ich ihn belästigen für irgendwas? Er weiß, wie ich mich spüre und er ist für mich da. Also, da sage ich nicht, Gott, warum dies? Also diese Frage habe ich im Leben, 44 Jahre alt bin ich, noch nie gestellt. Aber darf ein Kind nicht zu der Mutter oder zu dem Vater gehen und denen seine Sorgen erzählen? Oder muss er einfach? Das ist was anderes. Das Kind, sind auch Mutter. Gotteskinder, das ist nicht. Ja, was, aber Jesus nein, ist für uns alle zuständig. Guck mal. Nein, Jesus doch, ist Gott für ist uns alle zuständig. Zuständig. Für jeden einzelnen Menschen. Genau. Er hat es erschaffen. Und ist deshalb, auch ich lasse ihn in Ruhe. Er hat genug Nein. zu tun, weißt du? Er hat genug ich zu finde, tun. Ich finde, Gott sollte die Menschheit dienen, weil er hat doch die Macht, nicht wir. Der sollte was für uns tun und nicht das Gegenteil. Also wir sollten gar nicht für Gott machen. Der ist doch allmächtig, der ist perfekt, der braucht nicht, der ist komplett, ihm fehlt nicht. Ich weiß nicht.
Ich weiß, ihr seid ein bisschen anders. Bitte akzeptiert meine Meinung und versucht nein, nicht. Wir akzeptieren dich, aber warte, hör mal zu, wenn versucht nicht sagst, irgendwas zwischen mir und Jesus dir, ändern, bitte. Weil Jesus ich glaube ist dir, nein, nein, das Beste. Ich glaube dir, guck mal, ich glaube dir. Es kommen auch Leute und sagen, die haben Außerirdische gesehen und wir glauben denen auch. Wir sagen auch nicht, die lügen, wir sagen, vielleicht haben sie es da wirklich gesehen. Ne? Sollen wir auch diese Leute als Lügner bezeichnen? Nein. Jeder darf sehen, was er will. Jeder darf sagen, ich hatte meine Erlebnisse, ich habe einen Außerirdischen gesehen, ich habe ein UFO gesehen. Das sagen nicht viele Leute überall auf der Welt. Sollen wir jetzt jeden glauben und das als Wissen nehmen, wenn er irgendwas gesehen hat oder wenn er irgendwas gespürt hat? Nein. Guck mal, Kathi, dein Glaube. Mir reicht mein schon meine dir, Glaube. Kathi, guck mal, was hat denn Jesus für dich getan? Meine Freiheit genau. Gegeben. Er hat jeden Einzelnen, laut unserem Glauben, jeden einzelnen Menschen quasi gerettet. Er hat die Sünden ausgenommen von jedem Einzelnen. Genau. Und du sagst mir gerade, Gott hat keine Zeit für dich mit deinen Sorgen. Ich sage nicht, dass er keine Zeit hat. Verstehst du, das funktioniert nicht. Du verstehst immer noch nicht, dass ich sage. Habe ich je gesagt, Gott hat keine Zeit für mich? Ich habe mit Gott ganz andere Verbindungen wie du. Wir sind unterschiedlich. Auch wenn wir Christen sind, du hast ganz andere Denkweise. Ich habe andere Denkweise. Vielleicht hat er wirklich keine Zeit, deswegen hilft er auch nicht die Kinder in Afrika. Vielleicht ist es auch so, vielleicht ist er zu beschäftigt, wer weiß. Vielleicht hat er uns vergessen. Weißt du, der Gott ist da oben und alle schreien, jeder Gott da, Gott hier, Gott da, Gott hier. Hört auf damit. Seid dankbar für alles, was ihr habt. Das Gefühl, ich mache das nur extra, Schwester. Ich wollte dich nur ein bisschen. Also, ich mache davon das. Ich gehe raus gleich. Aber das ist, also ja, hört auf da. Das ist mein aber das, nein, aber man wird ja auch, man wird immer mit solchen Argumenten konfrontiert. Man muss alles ja auch. Alles sind Gottes Gründe unergründlich. Gottes Wegen. Also wenn Gott nicht wäre, wäre ich 2012 schon unter der Erde. Ich bin wieder zur Welt gekommen, weil ich nicht sterben musste. Dafür hat Jesus entschieden, dass ich nicht sterben soll. Katie, versteht ihr das? Was war dein krasses Zeugnis? Was war? Was? Dein krasses Zeugnis? Ich habe es nicht akustisch nie verstanden. Dein Zeugnis, was war so dein heftigster Moment, dein schönster Moment, den du erlebt hast? Mein schönster Moment war vor 8 Jahren meine Freiheit. Erzähl. Freiheit von einem albanischen Familie. Nach 20 Jahren Ehe. Das war für mich das Schönste, was in meinem ganzen Leben, also wenn ich heute sterben müsste, ja, wäre ich glücklicher tot. Warum? Weil ich in diese 8 Jahre so viel meine Freiheit genossen habe. Freiheit bedeutet für viele was ganz anderes. Für mich bedeutet Unbezahlbares. Und das danke ich dem Gott natürlich. Warst du in einer muslimischen Ehe? Ja, leider Gottes, 20 Jahre lang. Oh, 20 Jahre. Ja. Nach 20 Jahren habe ich die Eier dazu gehabt, mich getrennt, unter zwei Jahre unter Polizeischutz gestanden. Wow. Aber mir geht's gut. Ich habe jetzt einen deutschen Hamburger Nordmann an meiner Seite und ich bin frei als je zuvor. Und ich danke dem Jesus Christus dafür, dass er immer an meiner Seite war. Und trotz, dass ich 20 Jahre so sehr gelitten habe mit allem drum und dran und dass ich lebe und Tag für Tag strahle und ich meine, wenn ihr meine Bilder seht oder habt ihr mich mal gesehen, 44, trotzdem, dass ich lebe und aufrecht stehen kann und mein Leben genießen kann. Und das danke ich ganz alleine dem Gott. Das ist der Heilige Geist in dir. Leute, ihr wisst, dass ich habe Ihnen am Anfang gesagt, ich habe keine Ahnung von Christentum, ja. Aber wenn er Fragen stellt, dann habe ich auch das Recht, ihm meine Meinung zu zeigen und nicht einfach euch predigen lassen. Ich muss auch meine Sicht der Sache sagen, oder nicht? Der fragt. Es gibt ja keine Wahrheit. Sonst, wie gesagt, hätten wir nur eine Religion heute. Hätte irgendeine Religion genug Beweise, würde die ganze Welt dieser Religion folgen, weil keine will in die Hölle landen. Ich kann dir deine Frage beantworten mit Afrika, schlechte Dinge und so. Kann ich dir gerne geben. Vielleicht ist das ein Argument für dich. Guck mal, eine Sache ist, Mohammed ist als Sünder gekommen, das wissen wir. Jesus ist nicht als Sünder gekommen. Das heißt, Jesus war der einzige Mensch auf der Welt, der nicht als Sünder gekommen ist. Also konnte er keine Sünden machen oder wollte keine Sünden machen. Ja? So, wir Menschen, du, ich, Babu, Kathi, wir sind alle als Sünder geboren, ja? Das heißt, natürlich. Das heißt, Gott weiß, dass wir Scheiße bauen, auf Deutsch gesagt, ja? Ich stehe also auch aufrecht vor ihm und sage, wenn doch Gott das weiß, wenn wir als Sünder kommen, dass auch Scheiße passiert. Und wenn wir als Sünder kommen und Scheiße passiert, dann sterben unschuldige Menschen in Afrika, dann passieren Kriege. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Diese Sachen waren ja dann schon im Voraus. Ja. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Das ist vielleicht das Argument für dich, Timor. Weil wenn wir alle sündenlos zur Welt gekommen sind und alle perfekt zur Welt gekommen sind, wäre auch alles gut gewesen und es würde auch keinen Krieg geben. Hast du recht, das gibt schon einen Sinn, auf jeden Fall. Ja, deswegen, wenn Gott uns als Sünder irgendwo hinschickt, wenn du einen Mörder irgendwo hinschickst in ein Krankenhaus, was passiert denn? Also der knallt alle ab, das wissen wir. Man muss ja nicht unbedingt Mörder sein, um Sünder zu sein. Wir haben alle unsere Sünden. Ich habe jetzt mal ein bildliches Beispiel gestellt. Wie, weißt du, wenn du bewusst jemanden dahin stellst, du weißt doch ganz genau, was passiert. Richtig. Und wenn wir als Sünder zur Welt kommen, dann passiert auch Mist auf der Welt. Vielleicht kannst du damit argumentieren. Ja, das waren halt so, das waren schon, sie haben sich da so richtig, die haben uns wirklich jede Kleinigkeit von der Bibel angeguckt und dann da drauf rumgehackt und dann wollte ich schon sagen, die haben mich nicht ausreden lassen. Und dann stand ich da halt dumm da, so, und dann habe ich immer stumm gemacht. Ich wollte die aufklären, hatte alles Huren bereit, ich hätte schießen können, ich hätte so viel sagen können, aber ja. Da habe ich mir einfach ein Eigentor geschossen, glaube ich. Schade, dass du nicht gestern da warst. Gestern war eine richtige Debatte. Vielleicht postet das der Freund, der immer meine Video postet. Vielleicht postet er auch diese Debatte von gestern. Da waren wirklich mehrere Meinungen. Wir haben über alles geredet. Alle diese Fragen, die du gerade stellst, haben wir uns alle geredet und haben darüber debattiert. Die spätestens wenn die Schach hier eingeführt wird, so dann wissen wir schon Bescheid, was dann abgeht. Ja, aber lies mal an deinem Bibel lieber ein bisschen, was würde ich dir echt raten? Du musst ja nicht auswendig lernen. Also ich habe 15-jährigen Sohn zu Hause und der weiß die Bibel fast auswendig. Nicht, weil ich ihm gesagt habe, lies, sondern von sich aus, damit er schlagfertig ist. Selbst ich weiß nicht mal ansatzweise so viel, was er weiß. Und wenn ich sage etwas, sag Mom, weißt du dies, das und dann weiß ich gar nichts. Und dann lacht er und sagt, Mom, bisschen beschäftigen. Also ich meine, das liegt jedem sich, wenn man Interesse hat, dann kann man schon sich informieren und nicht dann so stehen, weißt du, bei solchen Situationen ohne Argumente. Ja, wenn jetzt Muslime hätte ich dir geholfen, gell? Aber ich meine, ich weiß ja auch nicht, mich stört Christentum nicht, solange es keine Gewalt gibt, keine Hass auf anderen Leute oder Minderheiten gibt, bin ich auch okay. Aber wenn es anfängt, ja, andere Leute zu unterdrücken zu wollen oder Leute zu diskriminieren oder sonst was, da würde ich auch ein Problem damit haben. Ja, da hast du auch ein Problem mit dem Islam. Ich meine, mit jeder Religion, die sowas macht, verstehst du? Ich habe gemeint, ich habe kein Problem mit dem Christentum, weil ich sowas nicht gesehen habe, ne? Aber würde ich sowas sehen oder würde ich sowas finden, zum Beispiel, hätte ich auch ein Problem damit. Dann hast du ein Problem mit dem Islam. Ja, deswegen habe ich ja doch den Islam verlassen. Sure 9, Vers 29, ach so, okay. Ich bin doch der Timo, dir als Gast, wenn du gar nicht über die Bibel Bescheid weißt, lies deine 10 Gebote. Und wenn du das alles tust, was in 10 Gebote steht, dann hast du alles richtig gemacht. Vielleicht nicht hundertprozentig, aber 90. Und das ist schon mal was. Was in 10 Gebote steht, das ist das Wichtigste für uns Christen. Weißt du? Nicht töten, Liebe haben, Liebe geben. Hass kannst du mit Hass nicht gewinnen. Alles Mögliche, weißt du? Lies deine 10 Gebote und versuch es zu erfüllen und somit hast du deine Antwort für deine Zukunft. Meinst du, Hörbücher sind auch gut? Natürlich. Dann kannst du ja auch Vorstellungen mal haben, so geschichtlich. Weißt du, so habe ich meine Kinder erzogen, nicht so trocken beigebracht, sondern märchenhaft, damit die sich auch bildlich vorstellen können und dann Liebe entwickelt sich daran, weißt du? Hast du vielleicht Tipps, wie ich meinen Heiligen Geist stärken kann? Du musst an dich glauben. Wenn du an dich glaubst, dann glaubst du an Jesus. Verstehst du? Ja, du darfst keine Angst haben. Jesus ist immer für dich da. Und zwar immer, egal wo du bist. Alles, was keiner sieht, sieht er. Der ist einzige Zeuge von dir, was du tust, bis zu deinem Lebensende, weißt du? Das ist das einzige Freund, was du hast. Die richtige, echte, ist Jesus. Verstehst du? Das ist dein Vater und dein Bestfreund. Also besser als er kann nichts dir passieren. Alle können dich verlassen, aber Jesus nie. Verstehst du? Das muss dir klar sein. Wenn du ganz alleine bist, so wie ich abgehauen bin, habe ich die Kinder bei Mutti gelassen, weil ich weg musste, nicht, dass die Kinder was passiert. Ganz alleine, deutschlandweit, ein Jahr durch die Gegend. Und ich war immer mit Jesus. Ich war nicht alleine. Ich könnte es auch dann durchdrehen, oh Gott, bin ich alleine, die da, doch. Aber ich hatte immer Gott bei mir. Und weißt du? Du hast deine Präsenz gespürt?
Ja, natürlich, ich spüre das jeden Tag. Wenn ich liege, ich spüre, dass er kommt, sitzt da und guckt mich einfach an. Vielleicht klingt verrückt, aber ich spüre das. Ich habe gestern Nacht, also ich sage es ja ehrlich, ne, gestern Nacht sehr, sehr, also die Tage nicht mehr gut geschlafen, dies, das. Und dann, wo ich schlafen wollte, habe ich gesagt, mit mir geredet, ne? So habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich Gott, Jesus, dich im Traum träumen, dass wir mal Hast du zusammensitzen und geträumt? schön, Hast du ich geträumt? schwöre, also ich will nicht schwören, aber ich sag's dir ehrlich, ich habe noch schon lange nicht so friedlichen Schlaf gehabt und geträumt und am Sand, am Wow. Strand, also so Amen. friedlich, weißt du, man muss wirklich sich in tausendprozentig Amen. hineinsetzen, versteht ihr? Das ist unsere, wir haben so viel Kraft, als wir denken, wir alle Menschen. Ja, dieselbe Kraft, da gab's ein the same power that has Christ in his body, the same rises into you. Weißt du, wie ich das? Ahmad sagt, was bringt dieses Geist? Weißt du, was mir alles gebracht hat? Schau doch mich an. Ich bin dreifache Mutter. Schau mein Profil und mich an. Und sag mir nicht, dass ich fake bin. Ich bin hundertprozentig Natur, außer meine Tattoos, okay? Schau mich an. Ich bin 44, werde ich 45. Ich habe 20 Jahre bestialische Ehe hinter mir, mit 17 angefangen. Krass, Und krass. davor noch grausame Kindheit. Von Onkeln, muslimische Onkeln vergewaltigt worden, sage ich noch mal ganz offen, ja. Kriegt auch Also sportlich alles Spaß, was hier kriegt doch gesagt wird. sportlich alles Spaß ist, ja. Und ich mein's nur, mein Leben war, eigentlich sollte ich gar nicht geboren sein, manchmal denkt man, ne? Aber der Jesus war immer für mich da und ich spüre ihn und mir geht's gut. Schaut mich an, ich bin glücklich, zufrieden, nur dank Jesus und nicht kein Geld, kein Gold, nichts auf diese Erde kann kaputte Seele heilen, außer lieber Gott. Versteht ihr das? Erst wenn man das verstanden hat, dann ist alles okay. Ja, das Wichtigste ist, dass man ihn in sich hineinlässt, quasi so, dass man einfach 100.000 Milliarden Prozent dran Eine glaubt. gute Dings im Chat, der sagt dir, Kathi, du hast vieles geschafft, Respekt, aber das schaffen auch andere, die keine Christen sind Das oder keine glaube ich Ahnung. nicht. Ich hätte, wenn ich Keinen muslimisch Glauben. wäre, laut meinem Ex-Mann wäre ich 2012 tot, weil 2012 bin ich gefallen, indem ich durch meinen Ex-Mann, durch diesen krankhaften Eifersucht, Schlägerei, Ja, Autobahnunfälle. aber diese Geschichten gibt es ja oft und nicht alle Leute sind gläubig, aber viele ge gehen davon gut aus oder haben ein schöneres Leben, werden erfolgreich, verstehst du? Das wollte ich dir Ich erklären. verstehe es, aber es gibt nicht so viele so krasse Sachen. Verstehst du? Es gibt krasse Sachen und es gibt extrem krasse Sachen. Natürlich kannst du Also du das mir musstest eine nicht kleine Runde ansehen. in Marokko machen. Willst du sehen in Marokko, wie die Frau lebt, mit den Männern, was die durchmachen, wie viele Kinder die Ja, das ist großziehen schon müssen, grausam. wie Das die ist schon kämpfen, wie die grausam. arbeiten müssen, die Ja, gehen ja, Fische ja. sammeln. Ja, Das ist sorry, nein. schon, Und die sind keine ja. Christen, haben es trotzdem geschafft, ihre Jungs großzuziehen Das und ist ihre Rolle. richtig. Das ist Man richtig. sollte Das wirklich ist nicht, nein, bitte ja, weil keine Teufel. Jesus liebt sie Das ist trotzdem. deine Erfahrung, ja. Du glaubst, dass Jesus dir dabei geholfen hat? Okay, wir respektieren deine Meinung, aber das ist keine Voraussetzung und keine Regel. Verstehst du? Das wollte ich nur sagen. Okay, dann lassen wir Christenthemen, weil ich fühle mich dann angegriffen, wenn man gegen Jesus schießt, weil, weiß ich nicht. Ja, kann ich verstehen, okay, aber wenn das Thema dann Leute Dann nach lassen wir Fragen es beantworten. Religion-Thema, bitte. Ich hab Ja, dich so alles lieb, gut. Nein, Babu. Schwester, du Ich kannst hab dich so runtergehen. Aber lieb. nein, guck mal, wir sind 107. Vielleicht wollen irgendwelche da doch hören. Verstehst du? Wir können doch nicht, weißt du, Ja, wegen dir natürlich. Okay, dann das halte ich persönlich. meinen Mund. Dann Nein, kannst du reden. du hast da so viel an. Du kannst so Habe Aufklärungsarbeit ich machen. nicht. Nein, ich rede gar nichts mehr. Ich Ich mache aber glaube, ich hier habe keine. nichts mehr. Guck mal, die Leute haben mir geschrieben, das wird langsam zur Bibelstunde. Die beschweren sich, die Ja, meisten wollen weshalb? über den Islam hören. So. Versteht ihr? Okay, Aber wir Babu, können auch dann gerne machen über wir Islam Islam. reden. Aber wenn zum Beispiel jetzt Timo fragt, dann finde ich, der soll ja auch die andere Sicht haben. Nicht nur den Christentum, sondern auch die andere Sicht. Der darf sich entscheiden, ob er Christ bleiben will, ob er Buddhist bleiben will, ob er Atheist sein will. Der darf das selber entscheiden. Gibt ihn alle Dings Argumente. Adonis hat seine Argumente gegeben, du hast seine Argumente gegeben. Ich habe ein bisschen was gesagt, also eigentlich gar nichts. Und dann hat er selbst sich damit zu beschäftigen, der denkt darüber. Und du halt guckt er, ob das ihnen alles logisch scheint oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Oder Adonis?
Ja. Timur, ein Tipp. Denke nicht, dass das GTA ist, dass du deinen Heiligen Geist mit Skills kaufen kannst, weil es kommt mir so vor, als ob du so ein bisschen fighten willst mit den Leuten. Weil du kommst hier rein, so bam, 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 ich will. Also ich fight gerne gegen den Satan. Alles gut. Ja. Okay, wir sollten vielleicht das Thema wechseln. Außer du hast noch Fragen, Timo, vielleicht an einen Agnostiker. Aber Atheisten, lieber, wenn du, wie gesagt, lieber lass sein, wenn du nicht bereit bist, wirklich seine ganzen Glauben in Frage zu stellen, weil die haben wirklich gute Argumente, man muss sie auch sagen. Also ich finde es schwierig mit denen. Es ist schwierig mit denen, weil die glauben an nichts, die haben kein Buch, ne, die haben keine gemeinsamen, das musst du ja verstehen, Atheisten haben keine gemeinsamen Buch, die haben keine Gebote, verstehst du? Es gibt jetzt zum Beispiel keine Atheistenbuch, wo der sagt, ja, ihr müsst dies machen, ihr müsst das machen. Nein, jeder Atheist ist anders, ist individuell anders, verstehst du? Das sind wie Schneeflocken. Jeder ist anders, genau wie Agnostiker. Das Einzige, was wir gemeinsam haben, dass wir nicht an einen Gott glauben. Punkt. Und das ist nicht weiter, ob wir an Wissenschaft glauben oder nicht an Wissenschaft glauben, ob wir an flache Erde glauben oder runde Erde. Jeder ist anders, verstehst du? Das ist keine Glaube, nur damit du verstehst. Atheist sein ist keine Glaube. Das ist nur zu sagen, nee, ich glaube nicht an Gott. Verstehst du? Das ist auf gar keinen Fall, das ist ein Glaube. Ja, wir können auch über den Islam reden, aber da bin, vielleicht hast du ja, vielleicht ist ja... da fragt jemand, glaubt ihr an Leben nach dem Tod? Was könnt ihr dazu sagen? Also ich kann dazu sagen, dass ich habe Angst. Ich glaube an ewiges Leben. Ich auch. Weiß, ich werde niemals sterben. Sterben wird mein Körper, ja. Aber meine Seele lebt für all Ewigkeit. Und ich weiß, dass das die Wahrheit ist. Nicht, weil ich glaube, sondern ich weiß es. Ja, so ist das auch. Ja. Ich sag auch, dass ich nicht sterben werde. Aber halt, ja, die Materie wird anders, ne? Ich werde zu anderen Molekülen, da mich werden dann Würmer essen, die werden mich scheißen und aus mir wird vielleicht eine Pflanze kommen oder was auch immer. Also die Materie stirbt ja nicht, ne? Alles wiederholt sich, aber halt ein Geist kann man nicht beweisen oder eine Seele kann man nicht beweisen. Und die Prophezeiungen? Ich weiß nicht. Ich finde Prophezeiungen. Dafür bin ich ein bisschen zu realistisch. Allgemein, auch jetzt für islamische Prophezeiungen, allgemein, ich finde, wenn ein Prophet oder so eine Prophezeiung bringt, dann bringt er eine Prophezeiung, um seine Leute ja irgendwas zu beweisen, gell? Damit sie ihn ja glauben. Aber wenn er bringt Prophezeiungen, die vielleicht in 2000 oder 3000 Jahre passieren, dann sind das keine Prophezeiungen, das sind nur Zufälle, gell? Weil die Leute, die daran glauben sollen, sind schon vor 1000 Jahren tot. Was bringen dann diese Prophezeiungen? Verstehst du? Es hat ja diesen Leuten gar nicht beigebracht, die ja daran glauben sollten in dem Moment. Verstehst du? Hast du das mitbekommen, dass in Gaza viele Menschen über Jesus geträumt haben? Über 100 Menschen? Ja, und in Amerika 150 Menschen haben UFOs gesehen in einer gleichen Nacht. Alle haben die gleiche Erfahrung erzählt. Ja, aber so wollen wir jeden glauben. Ja, das aber eine hat doch mit den anderen nichts zu tun. Das eine hat mit den anderen noch nichts zu tun. Etwas zu träumen ist auch was anderes. Ja, aber die sagen dir, wir wurden entführt von Außerirdischen, die haben an uns Experimente geführt, die beschreiben sie, die schwören, eine ganze Schule hat Außerirdische, also warum sollen wir sie nicht glauben? Und ein anderer glauben dir, wir haben auch keine Beweise, dass die Leute Jesus gesehen haben, also warum sollen wir die glauben oder die Leute haben Mohammed gesehen? Warum sollen wir sie nicht glauben? Verstehst du, warum? Wir kannst doch nicht Träume mit irgendwelchen Aussagen vergleichen. Ja, aber Träume sind dann noch schlimmer, weil das sind ja nur Träume. Aber also, ich glaube ja nicht nur, sondern ich spüre es tagtäglich. Du willst jetzt mir sagen, mein lieber Babu, ich liebe dich, ja. Du willst mir sagen, dass ich jetzt nur glaube, Argumente. Ist dieser Argument nicht logisch? Ja, schon. Dass viele Leute an Außerirdische glauben. Sollen wir die auch glauben? Warum nicht? Was hält uns davon ab? Die sollen mich glauben. Mich gar nicht. Ja. Ich glaube denen auch, dass sie. Ich glaube den Christen, dass sie diese Erlebnisse hatten, glaube ich. Ich sage nicht, dass du lügst, Schwester. Ich sage, du hast das geträumt. Ja, ich glaube dir. Warum soll ich nein sagen? Ich habe keinen Beweis. Aber ich habe auch keinen Beweis, dass diese Leute die Außerirdische nicht gesehen haben. Ich habe auch keine Beweise. Ich habe auch keine. Ich glaube auch an, ich glaube diese Menschen, dass sie diese Erlebnis hatten. Ich glaube nicht, dass es Außerirdische gibt, aber ich glaube, diese Leute haben dieses Erlebnis wirklich gehabt. Ich kann sie nicht als Lügner bezeichnen, verstehst du? Natürlich mache ich auch nicht. Also ich ziehe niemanden auf diese Erde in Rechenschaft.
sondern ich gehe einfach meinen Weg. Ob das richtig oder das falsch ist, am Ende werde ich das spüren, ja? Also niemand andere, jeder für sich. Ich glaube, wenn ich sterbe, ich gehe zurück da, wo ich war, bevor ich geboren wurde, und ich werde gar nichts sehen, einfach wie schlafen. Das ist meine, das ist was ich denke. Nee, ich werde immer da sein. Ich habe keine Angst, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe auch, ich will auch nicht in einem Paradies oder so. Ich denke, ja, wirklich, ich habe da gar keine Sorge. Wenn ich sterben muss, ist ja okay. Ich habe ja gelebt. Und jeder Mensch stirbt. Wir sterben doch nicht. Wir sterben nicht. Warum redet ihr über den Tod eigentlich? Du willst nur du nicht ewig leben? Ja, wir leben schon ewig. Aber es wird langweilig, ewig zu leben. Was? Doch. Was? Ist doch schön, ewiges Leben. Ist doch langweilig. Was willst du jeden Tag machen, ewig zu leben? Wieso? Was hat das denn noch für einen Sinn? Das Leben ist ja schön. Ich finde, das Leben ist ja schön, weil es ein Ende hat. Sonst wäre es gar nicht so. Nein, so, das Ende ist auch schön. Die Ewigkeit, wir zusammen im TikTok. Nein, Leute, aber nein, man muss auch klarkommen mit anderen Argumenten. Ja, man muss nicht die Augen schließen und einfach sagen, nein, alle lügen, nur ich habe die Wahrheit. Das ist dann Bevormundung. Und dafür fangen Kriege und da fangen Unterdrückung von Andersdenkenden und Andersgläubigen. Ich bitte euch, man sollte wirklich einen offenen Geist haben, offenes Herz oder nicht, wie ihr es wollt, aber man sollte wirklich, ja, mit jedem Mensch klarkommen, weil egal was er denkt, was er glaubt, jedes Argument anhören, keine Angst haben. Warum sollte man Angst haben? Ich hatte auch Angst. Ich war schockiert, als ich den Islam verlassen habe. Ich war richtig schockiert. Stellt dir mal vor, ich habe ja auch den Himmel geträumt. Ich hatte Angst vor der Hölle, eine richtige Angst von diesen diese Schlange, die dann kommt, wenn du in Grab gelegt wirst, und die wird dich drücken, bis der Milch, was du von deiner Mutter getrunken hast, zwischen deine Zähne rauskommt. So haben die so also eine verrückte Scheiße, also wirklich. Ja, ich habe aber auch daran geglaubt, weil es mir erzählt wurde. Das nennt man Indoktrination. Das ist wie Gehirnwäsche. Bist du damit aufgewachsen? Gar nicht. Ich sage dir was, als Kinder haben wir gar nicht die Fähigkeit, Sachen zu hinterfragen. Unser Gehirn ist gar nicht zu Ende entwickelt, um Sachen zu analysieren, ob die wahr sind, ob die möglich sind. Wir haben eine enorme Fantasie als Kinder. Wir können uns so viele Sachen vorstellen, dass wir auch die Sachen gar nicht so richtig hinterfragen oder analysieren. Wir haben diese Logik nicht als Kinder. Deswegen nehmen wir alles nämlich als absolute Wahrheit. Das nennt man Indoktrination. Guck mal, ein Türker, Islamist, nehme ich an, hat geschrieben hier, du kommst ins Feuer. Und da verbringst du deine restliche Zeit. Und das dauert. Also, solche Religion habt ihr und ihr bleibt dabei? Also, ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Jesus sagt, wie soll man. Was hat er gesagt? Ich habe es nicht gesehen, Freunde. Er hat gesagt, du kommst ins Feuer und da verbringst du dann deine Rest der Zeit und das dauert. Das heißt, auf ewige Feuer. Mhm. Naja, wenn er daran glaubt, der muss erstmal beweisen, dass es ein Feuer gibt. Also, weißt du, was ich mache? Also, es muss ja Nekir und Munkar kommen, ne? Diese zwei Engel, die mich dann fragen, wer ist dein Gott, was ist dein Glaube und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, mir wäre es lieber, wenn sie mich an irgendwelche Tiere verfüttern, an irgendeinen Hai verfüttern, und Allah soll meine Scheiße von diesen Hai suchen in den Ozeanen. Fertig. Ein Hai soll mich essen und scheißen überall in den Ozean. Viel Glück, Allah, meine Leiche zu finden. Diese Sachen passen nur, wenn du in ein Grab begraben wirst, aber nicht, wenn du von einem Tier gefressen wirst oder wenn du in einen Vulkan verbrennst. Da passen diese ganzen Sachen von Grab und von nach dem Tod und gar nichts mehr. Der Allah kann sich ein Eikrimbitsch reinhauen. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, es werden nicht alle Seelen weiterleben. Bestimmte ja, aber nicht alle. Wenn das Wahrheit wäre, wie lange existiert diese Erde, dann hätten wir alle Seelen, die vor Tausenden von Jahren waren auf der Erde, haben wir nicht. Wir haben gute und haben wir schlechte Menschen. Also, es bleiben nicht viel, also das ist meine Praktizierung, meine persönliche, dass es Seelen überleben, nicht alle. Bestimmte ja, aber definitiv nicht alle. Weil jeder wird in Rechenschaft gezogen. Wie, was, wo, das werden wir zum Schluss sehen. Aber alle Seelen leben nicht weiter. Das kann ich euch schon allen garantieren. Definitiv nicht. Wie war das eigentlich so, als du mit einem Muslim verheiratet warst? Hat er dich gezwungen, Kopf zuzutragen? Nein, das nicht. Aber ich habe kein Mitspracherecht gehabt. Ich durfte zu Hause kein Deutsch sprechen. 20 Jahre lang war Tabu, ja. Vom Schwiegereltern, von allem, weil 24/7 hatte ich die ganze Haus voll von Albanern. Musste ich kochen, putzen, waschen,
dreimal am Tag kochen und arbeiten, dies, da. Also ich habe kein Leben gehabt. Von morgens früh bis Mitternacht, wieder von morgens früh bis zur Mitternacht, also ab 17, ne? Also mit 17 angefangen bis 37. Und dann habe ich mich befreit. Ich hatte Angst, mich zu befreien. Also viele sagen, brauchst Mitleid, warum hast du dich nicht befreit? Leute, leicht sagen als getan. Mit einem Muslime, es gibt keine Worttrennung, ja. Deshalb war ich 2 Jahre unter Polizeischutz, weil er mich umbringen wollte. Er hat gesagt, ohne mich wirst du nicht leben. Für dich gibt es kein Leben. Das steht auch so im Koran, du musst es dann machen. Auch wenn dein Sohn den Islam abwenden, musst du ihn, Also, ich bin froh, dass ich ganze Scheiße hinter mir habe. Aber den Trauma werde ich lebenlang in mir. Klar, Jesus, Gott hilft, versucht, aber die Seele ist so zerstört. Also wirklich Leute extrem. Leute im Chat, nicht streiten, ne? Argumentieren ist okay, aber bitte nicht streiten und nicht persönlich werden. Die egal, können hochkommen. Bitte, also hier hoch. Demokratie, Freunde, ja, bitte. Ich glaube an Gott, der heilt. Über das ewige Leben können wir schlecht philosophieren, weil das können wir niemals wissen. Ob wir das später erfahren, ob das richtig oder falsch ist, das wissen wir auch nicht. Adonis, ich weiß es, glaub mir. Vielleicht werden wir auch im ewigen Leben noch nicht mal das gleiche Bewusstsein haben, dass wir uns an unseren früheren Leben erinnern können. Vielleicht sind wir einfach da und denken, wir waren schon immer da. Nein, das macht keinen Sinn. Wegen der Belohnung, Bruder, wegen Belohnung macht keinen Sinn. Ne? Wir müssen hier in Rechenschaft gezogen werden erstmal. Ne? Also ich stehe erstmal vor Jesus. Adonis, das ist meine. Warte, Katie, bitte, warte. Stumm dich kurz, dass mich viel auch Adonis hören. Adonis, es gibt doch eine Belohnung in den Himmel, oder? Weil du gut warst und so. Und wenn du nicht weißt, warum du da gelandet bist, dann ist das doch keine Belohnung, oder nicht? Ich hoffe, du hast mich verstanden. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß 100%, was du meinst. Nur philosophieren über das ewige Leben möchte ich nicht, weil es ist für mich nicht bewiesen, was genau da ist, weil wir wissen das nicht. Wie sollen wir das denn? Woher sollen wir das denn wissen? Wie viele Leute sind zurückgekommen und haben uns das gesagt? Das ist Philosophie, finde ich. Manche sagen, ja, ewige Leben, du wirst dann zur Rechenschaft gezogen. Warum soll Gott sagen, hey, du hast alles richtig gemacht, jetzt darfst du rein? Das können wir doch alles gar nicht wissen. Für mich ist das so ein bisschen Humbug. Also wenn das ewige Leben gibt, ne, wenn das es wirklich gibt, ich glaube daran, wenn es das gibt, dann ist es nicht so, wie wir denken. Ganz im Gegenteil. Wir können uns das nicht alles ausmalen. Das ist für mich ein bisschen... Wie kann man als Muslime uns den ewigen Feuer wünschen? Ich wünsche nicht mal meinen schlimmsten Feind, wenn hätte ja sowas. Wie kann man, weil wir Christen sind, ewigen Tod oder ein Atheist da ist, ewigen Feuer wünschen? Könnt ihr mir erklären, Babu, bitte? Ja. Naja, das ist der, wie sich rächen, Allah will sich ja rächen. Okay, so ist das. Man merkt ja auch das Temperament von Allah, dass er sauer ist, dass er sich rächen will und so. Und das sind für mich menschliche Gefühle, weil sauer und Glück und so sind Gefühle, die von Hormonen eigentlich, ne, gesteuert werden. Und dann müsste er den gleichen Körper, die gleichen Hormonen wie wir haben und diesen Gefühlen. Und dann wäre er kein Gott mehr. Kathi, das nächste Mal sagst du zu ihm, ist kein Problem, dann gehe ich in ewige Hölle. Dann nehme ich viel Schweinefleisch mit, mach da unten ein Barbecue. Kannst gerne mitkommen. Ihr müsst verstehen, wir sind nicht nur hier zu viert oben. Ich muss ja auch auf dem Chat achten und die Leute auch beantworten. Bitte, lass, wenn ich versuche antworten, das, ich habe irgendwas gelesen vorhin. Ja, bestreiten. Wenn einer der andere sagt, du landest in der Hölle, du hast keinen Beweis für die Hölle. Du kannst ja nicht sagen, du bestreitest die Hölle, weil es gibt keinen Beweis zum Bestreiten. Ne? Man kann bestreiten nur das, was wirklich existiert vor deinen Augen. Wenn ich zu dir zum Beispiel sage, dieses Stuhl ist vor deinen Augen, sage, dieses Stuhl gibt's nicht. Dann kannst du, dieses Stuhl, zum Beispiel sagst mir, nein, dieses Stuhl gibt's nicht. Das ist, heißt bestreiten, weil du ihn ja siehst und bestreitest. Aber was ohne Beweise ist, kann man nicht sagen, dass man das bestreitet oder leugnet. Das kann man nicht sagen, weil leugnen kann man nur die Sachen, die wirklich vor seinen Augen sind und sichtbar und physisch sind. Und hier ist ein gutes Kommentar von Nancy. Darauf kannst du ja mal eingehen. Was ist, wenn man keine Religion hat, aber trotzdem denkt, nach dem Tod gibt es ein Leben? Ja, das ist nicht schlimm, Nancy. Also ich sage immer, ich habe nichts gegen irgendeine Religion, solange es nicht zu
Gewalt ruft oder Hass oder Unterdrückung oder Diskriminierung. Da habe ich kein Problem. Also wie gesagt, jeder soll glauben an was er will. Warum? Manche Leute brauchen ja auch diese spirituelle Seite. Finde ich okay. Manche Leute brauchen diesen Trost, zum Beispiel, wenn sie jemanden verlieren, dass sie denken, okay, wir werden diesen Menschen nachher sehen und so. Warum soll ich ihnen sagen, nein, du wirst ihn nie sehen, du wirst einfach sterben und da ist nichts. Warum? Warum sollte ich ihm einfach diese Sachen sagen, was bringt mir das? Gar nicht. Aber er hat freundlich sein und keine Bevormundung, keine Unterdrückung und keine Diskriminierung und keine Hass und keine, du bist Ungläubiger, du bist in die Hölle und solche Sachen. Da fangen schon Kriege an und das war der Grund, warum wir wirklich sehr lang Kriege hatten. Oh, ey, guck mal, wenn du wüsstest, du könntest ewiges Leben kriegen, würdest du ja oder nein sagen? Wie bitte? Nochmal? Wenn du wüsstest, du würdest ewiges Leben kriegen, würdest du ja oder nein sagen? Ich weiß nicht, ich habe noch nie ewig gelebt, zu wissen, ob das ewiges langweilig ist. Ewiges Leben nach dem Tod, wirst du ja aber das, ich glaube, das, was man, das, ja, aber das, was, ja, aber du sagst ja Leben nach dem Tod, hörst du dir überhaupt zu? Leben nach dem Tod, ne? Also Leben nach dem Tod, nein, das ist Leben und danach kommt der Tod normalerweise. Also ewiges für einen Leben nach dem Tod. Ja, aber guck mal, du sagst jemanden, du wirst leben nach dem Tod. Aber das, was das Leben schön macht, dass es ja auch begrenzt ist, dass es ja auch den Tod gibt. Sonst wäre es gar nicht so kostbar für uns, das Leben. Verstehst du? Okay, kannst du Ihnen das erklären vielleicht? Adonis wollte was sagen, ja. Nö, ich hab nichts gesagt. Nur, dass du vorhin gesagt, was du vorhin gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Meine Frau hat beide ihre Elternteile mit 20 verloren. Und sie ist ja auch christlich. Und sie hofft auch immer, wenn sie stirbt, dass sie dann ihre Eltern im Paradies wieder sieht. Natürlich kann ich das verstehen und bestätigen auch, ne? Ja, warum sollen wir jemanden sagen, nein, ja, genau. Wenn die aber keine Macht geben für die Religion. Ich bin aber dagegen, dass Religion Macht bekommt. Da bin ich absolut komplett dagegen. Ne? Ich bin gegen Religionen, die dann Macht bekommen und Bevormundungen machen und Leute unterdrücken oder irgendwelche Grausamkeiten machen. Das will ich nicht, weil wirklich, ja, wie gesagt, keiner hat den Beweis, keiner sollte die Macht haben. Jeder soll glauben an was er will. Immer dieses ewige Leben, das ist umgangssprachlich. Ich würde nicht sagen, Leben nach dem Tod, das funktioniert nicht. Man lebt und man ist danach tot. Ich würde sagen, ewiges Dasein, das ist okay, das ist besser, weil so ewiges Dasein ist ein bisschen anders beschrieben, weil es ist halt umgangssprachlich. Ich würde nicht sagen, Leben nach dem Tod, das funktioniert okay. Nicht. Ja, okay. Also Timo, wie stellst du dir vor, der ewiges Leben? Meinst du gar nicht sterben oder meinst du sterben, wiedergeboren werden? Oder was nein, meinst du? Nein, dass man im Himmel kommt. Das ist mein Paradies, er macht Paradies. Dann. Ja. Und guck mal, was macht man in so einem Paradies 24 Stunden für die Ewigkeit? Scheißspieler mit dem Gott. Das ist langweilig, bitte euch. Also die Ewigkeit, nein, man hat so schon genug vom Leben. Ihr merkt schon bei älteren Menschen, die haben schon genug vom Leben. Ihr denkt, ihr mein Gott. Ich bin mir jetzt langweilig, aber stell dir mal vor, ewig, du hast nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob du deine Playstation haben wirst. Das merkst du nicht, dass du nichts zu tun hast. Du kannst das Socken kiffen, ich glaube nicht. Nein, aber man sagt halt, man hält ja auch daran fest, das ewige Dasein, sage ich mal, dass das nicht verbunden ist mit Schmerzen, mit Hunger, dass du auf Toilette gehen musst, dass das keine, quasi keine Langeweile, keine. Also, Islam schon. Also ja, das Erste, was ich will euch sagen, das Erste, was die Muslime essen, wenn sie in den Paradies kommen, hört mir bitte so leid. Also wenn die Muslime im Paradies kommen, bekommen sie als erstes Mal Leber von einem Fisch oder von einem Wal, das steht Hut. Ich weiß nicht, was die an Leber vom Fisch gemocht haben oder was daran schön sein wird. Ich habe es noch nie probiert, ein Leber von einem Fisch. Und danach wird dann den einen ein Rind geschlachtet, der in den Wiesen von den Jannah, also in den Wiesen von dem Paradies gegessen hat. Ne? Der hat in den Wiesen vom Paradies gegessen, der wird geschlachtet und der wird auch den Muslimen präsentiert. Ich weiß nicht, wie riesig dieser Rind sein muss, ne? Weil Muslime sind ja gerade jetzt schon 2 Milliarden. Also da muss ja schon ein riesiges Rind sein. Wo steht das, was du sagst? Ich weiß nicht mehr, Bruder, was steht in islamischer, also das ist keine Lüge, das ist sahih. Also kannst deinen Imam fragen, was essen wir, falls du Moslem bist. Kannst deinen Imam fragen, was isst man. Das kennen nur die wenigen, nur die Leute, die richtig den Islam studiert haben, wissen, was man isst, wenn man in Paradies kommt und so. Das erste Fischleber und danach der Rind, der in der Paradies, also von diesen Paradieswiesen gegessen hat und so.
Nein, sag mir, ich stehe schon im Bett, Mann. Glaubst du, ich habe ja alle Bücher bei mir? Ich stehe irgendwo. Babu, ich hätte mich totgelacht, wenn du jetzt gesagt hättest, für die Moslems ist das ewige Leben, die dürfen als allererstes erstmal Schweinefleisch da oben essen. Ich hätte mich totgelacht. Nein, warte. Die sagt mir, wo steht das? Als würde ich mir jetzt ausdenken, Leberfisch. Also als würde ich mir jetzt ausdenken, ein Leber von einem Fisch. Als würde ich mir so einen Mist jetzt mitten in der Nacht ausdenken, Mann. Also das kann sich keiner ausdenken außer Mohammed. Glaub mir, das steht. Google einfach, was bekommt man Essen in dem Paradies. Google, du wirst ja die Quellen finden. Ich muss dir jetzt nicht suchen, 4 Uhr morgens. Aber wirklich, Leute, lebe vom Fisch als Erste und danach einen Rind, der in der Wiesen von dem Paradies gegessen hat. Ohne Mist. Bruder, ich erzähle hier keine Lügen. Ne? Du kannst gerne prüfen. Und dann kommst du morgen bei mir. Wenn du findest, dass das, was ich gesagt habe, eine Lüge ist, komm morgen hier bei der Leute, sagen mir, du bist eine Lügner. Im Paradies bekommt man auch fette T-I-T-T-N. Hier, ich habe es reingeschrieben. Ja, Kawaiba Atraba steht im Koran. Für uns ist ewige Leben bzw. ewige Dasein nichts Irdisches. Das hat nichts mit diesem irdischen Leben zu tun. Wir kriegen ja oben kein Ferrari oder keine Ahnung was. Bei uns ist das ganz, ganz anders beschrieben. Das, was die Moslems denken, was die da oben kriegen, ist genau das Gleiche, was die hier auf der Erde auch haben. Das ist so Blödsinn. Da kann doch ein Multimilliardär, der hier hier lebt, der kann sich doch alles kaufen. Der kann doch auch Fischleber essen oder Niere oder was weiß ich. Dafür braucht er nicht in den Paradies kommen. Der kann auch 72 Jungfrauen haben. Der hat doch genug Geld. Ich verstehe nicht, also ich verstehe da die Logik dahinter. Genauso wie die denken, dass sie 5-mal oder 6-mal am Tag beten und die Sünde wischen, indem die ganzen Tag oder ganzes Leben lang nur Sünde begehen. Damit wird nicht alles gut. Jeder wird in Rechenschaft gezogen. Also das, was man angetan hat mit dieser Betterei, wirst du nicht richtig machen. Gott hat ein einziges Weg, und zwar geradener Weg, Gottes Weg. Babu, eine Frage. Sagen wir mal Beispiel, wenn du das so anhand einer Zahl nehmen könntest. Wie oft sündigst du am Tag, so plus minus? Kleine Sünden, egal, Schokolade essen, dies, das. So was denkst du, so plus minus? Einfach mal so eine Zahl aufpassen. Ich esse Schokolade so einmal die Woche. Einen Tag habe ich da, wo ich so diese Sachen ein bisschen davon gönne. Sonst esse ich, wie gesagt, vegan. Ich tue keine Tiere rein, ich esse kein Fleisch. Ich esse keine Tiere, kein Fisch, sonst was. Nur Nüsse, Obst, Gemüse. Ich sehe auch diesen Sinn von Sünden, mag ich nicht, weil das für mich ist das ein unnötiges, schlechtes Gewissen, denn man bei sich trägt für manche Sachen, die gar nicht so schlimm sind, wenn man es so richtig logisch denkt. Zum Beispiel ist auch bei Islam, ich weiß nicht im Christentum, was habt ihr für Sünden, die zum Beispiel vielleicht gar nicht so schlimm sind, aber zum Beispiel Islam, wenn einer mit seiner Freundin schläft, gell? Sie sind nicht verheiratet, beide erwachsen, beide deren beiden Zustimmung. Das ist für den Mann eine Sünde. Danach bereut er das, ist er traurig, der will lieber sterben, der denkt, Allah wird ihn bestrafen, obwohl das für mich gar nicht stimmt. Und das ist für mich eine unnötige Selbstverletzung und Selbstbestrafung, die gar nicht nötig ist. Weil ich glaube ja nicht an einen Gott, verstehst du? Ja. Wenn ich Sünde sage, das sage ich nur, wenn ich meine Körper zum Beispiel schade, ja, mit Schokolade oder mit Chips oder mit Alkohol. Ich trinke auch wirklich sehr, sehr selten. Ich habe nie Alkohol zu Hause. Das Einzige, was ich damit Problem habe, sind Zigaretten. Und das ist meine einzige halt Sünde, wenn man es so nennen will. Und ich möchte gerne auch damit aufhören. Ich verbessere mich aber immer. Okay, das bedeutet also eher weniger. Also wenn man die Zigaretten weglässt, wir glauben ja natürlich, Zigaretten ist ja quasi Selbstmord, ist ja auch Sünde. Ich weiß nicht, ob das an jede Zigarette gemessen wird, ob ich jetzt zum Beispiel 30 Mal am Tag dann Sünde begehe, wenn ich 30 Zigaretten rauche oder 20. Lass das mal dahingestellt sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wenig sündige am Tag. Jeder hat kleine Notlügen oder mal denkt sich, boah, was ein Idiot vor mir oder solche Dinge. Also das reicht ja schon. Aber warum musste dann Mohammed so oft zu Allah beten oder beichten oder was der da getan hat? Wie viele Sünden hat der pro Tag begangen? Verstehe nicht, wie kann man an den Glauben? Also meine Meinung war die größte Sündige. Ich meine, der hat in einer Nacht 700 bis 900 Kinder geschlachtet. Also wenn sowas das keine Sünde ist, kleine unschuldige Kinder, ne, den man hingerichtet hat, einfach so ohne Erbarmen, ohne... Da kannst du mir die Sure nennen? Die Sure? Das ist in einem Hadith, Bruder, in Sahih Bukhari. Aber jetzt, Bruder, okay, du kommst immer in solche komische, ich weiß nicht, du kommst immer, wenn ich erst fertig bin, ne, auf einmal kommen die alle, wir waren 50. Also dann gibt es einen Sahih, da ist kein Zweifel drauf auf dieser Geschichte. Das sind die Leute von Banu Qurayda, einem Dorf, die Banu Qurayda hieß, ne? Der hat alle Kinder geschlachtet, die Schamhaare hatten, also ab 9, 10 Jahren. 700 bis 900, ja, und
Frauen und die anderen jüngeren Kinder versklavt, alle Männer geschlachtet und diese Frauen und Kinder dann verkauft. Und mit dem Geld hat er sich Waffen und Pferde gekauft. Ey, also Chat, das stimmt alles. Chat, das stimmt alles. Das steht im Buch drin. Überlegt euch dreimal, an wen ihr glaubt. Das ist krank. Verrückt. Purer Satan. Also ihr müsst schon wissen, dass die Muslime so Angst vor Tod haben, weil, auch schon wieder Beweis, im April ist meine Tochter geheiratet, zwei Tage später ist mein Ex-Schwiegervater im Sterbebett gewesen, mitten nach, also Islamist halt, ne? Die jeden Tag 10-mal betet und Moschee da und hier. Auf jeden Fall in einer Nacht, 4 Uhr morgens ruft meine Tochter mich an, was ist los? Der Opa stirbt, der will dich sprechen. 4 Uhr morgens, der wollte von mir Segen haben, dass ich ihm verzeihe. Der konnte nicht sterben. Auge zu Auge, Kamera aufgemacht. Ich musste ihm verzeihen, damit er in Ruhe sterben konnte. Könnt ihr euch vorstellen? 85-jähriger Mann, der vor 8 Jahren mein Schwiegervater war, 20 Jahre lang mitgemacht mit seinem Sohn, alles Mögliche. Und dann ruft mich meine Tochter an, dass der Opa will um Vergebung von der. Also wenn ich schlechter Mensch wäre, wenn er mir nicht all das angetan hätte in 20 Jahren, würde er nicht Angst zum Sterben haben. Nachdem ich meine, Gott hat gesagt, du musst verzeihen. Ich gehe Jesus seinen Weg. Jesus hat gesagt, du musst verzeihen. Und ich habe ihm verziehen und der ist vor meinen Augen ist gestorben. Natürlich sind mir auch Tränen gekommen, weil ich habe gewusst, der wird dadurch niemals in den Paradies gehen, alleine weil ich dieses Wort gesagt habe, sondern die Sünden, was er begangen hat, der muss gerade stehen dafür. Ja, ich habe einen Follower hier, ich weiß nicht, ob er mir folgt oder nicht, aber der ist jeden Abend hier und hört zu, aber der war noch nie hier bei uns oben, Islam. Warum traust du dich nicht zu? Du hast genug Abonnenten, ich will dir keine Anfrage schicken, du kannst gerne oben kommen. Aber ich würde mich freuen, weil ich sehe dich, wie gesagt, ich sehe alle, die bei mir kommen. Ich kenne die Leute, die öfter kommen. Und ich hoffe, du lernst was wir sagen, dass du auch das, die Sachen, die ich erzähle, auch recherchierst und dir da auch deine eigene Meinung machst, ne, damit du weißt, dass ich keine Lügen erzähle. Aber es wäre auch schön, wenn du oben kommst und mit uns redest und dass wir auch das unterhalten. Leute, ich möchte mich verabschieden. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Es ist spät. Ich muss wieder raus. Danke für die gute Nacht. Babu, mach nicht mehr so lange, schon wieder 4 Uhr. Ich habe einen Termin morgen um 9, oder? Du hast mich süchtig gemacht, Babu, nach dir. Also so lange bin ich noch nie bin ich so lange in irgendwelchen Streams gewesen. Das ist keine Ahnung, was du machst, ehrlich. Ja, macht doch Spaß, aber. Ich mache euch Hexerei, damit ihr bleibt. Nein, ich glaube, wir werden einfach manchmal ein bisschen hitzig, manchmal ruhig. Das ist schön, dass auch alle Leute Verständnis haben. Es freut mich aber auch. Aber muss ein Muslim soll mal hochkommen. Ja, Bruder? Ein Muslim soll mal hochkommen. Ich habe ihn geschickt, der Typ. Genau, hol mal die Leute hoch. Wenn du der wollte nicht hochkommen. Ja, der hat Angst. Also diese Türke, also diese Adnan. Ja, genau. Adnan, wir greifen dich nicht an. Komm. Der will nicht. Ich habe ihn einfach geschickt. Ich habe die schon auf dem Schirm. Cosinus, der meint, wenn ich die, Neue Testament lese, ja, sehe ich meine Lebensphilosophie bestätigt. Ich sage ja auch, dass ich Jesus, okay, ich sehe es nicht als Gott, aber ich glaube, das war eine gute Person, ein guter Mensch, der hat gute Sachen gemacht. Ich meine, die Sachen, die er gesagt hat, sind ja auch schön. Ein paar Sachen habe ich schon mal gehört, hier oder da. Aber ich muss ja auch alles lesen, ob da irgendein Problem gibt. Verstehst du, sonst kann ich mich nicht entscheiden. Ich habe diesen Fehler nicht bei Islam gemacht, es wurde mir aufgezwungen. Ne? Ich habe mich nie für den Islam entschieden. Ich wurde als Moslem geboren und das war's. Ne? Aber als ich dann recherchiert habe und schlimme Sachen gefunden habe, war ich schockiert. Und ich möchte das nicht, dass es mir nochmal passiert, verstehst du, in einen anderen Glaube. Deswegen, ich würde lieber richtig recherchieren und lesen und lernen und dann erst entscheiden, ob ich das annehme. Verstehst du, was ich meine? Obwohl, also dass da gar kein, es muss gar kein Fehler da drin sein. Okay, aber wo siehst du beim Christentum einen Fehler?
Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung, deswegen weiß ich es nicht. Wenn ich muss es erstmal wissen, ich muss es erstmal lernen, gucken, was sind ja die ganzen Sachen. Ich habe gar keine Ahnung. Woher soll ich wissen, ob da ein Fehler ist oder nicht? Besteht so. Aber ich kann es ja nicht ausschließen. Ich kann mich nicht erstmal entscheiden zu glauben und dann zu suchen, ob dieser Glaube wahr ist oder nicht. Das macht doch keinen Sinn, oder? Doch, bin direkt zu Jesus gegangen. Bei mir, Ja, mein aber Herz bist du hat so gesagt, geboren geh oder zu nicht? Wie bist du als Muslim geboren? ihm. Guck mal, mein Papa ist Moslem. Und der Ja. hat dann auch gemerkt, was für eine Scheiße das ist. Und meine Mutter ist Russin, Okay. orthodox. Und ja, ich kann ja, du lebst auch so richtig biblisch, so quasi. Du musst nur noch an Jesus glauben, Guck mal, das liegt an dann. deiner Mama, dass du Christ geblieben bist, weil deine Mama Russin ist. Ein Ostblock, so wie ich. Die sind starke Frauen, die bleiben bei eigener Religion. Und bedank dich an deine Mutter, dass sie dich in richtige Richtung gezogen hat und nicht den falschen Weg. Ja, sie ist ein Engel. Ich liebe meine Mutter. Ja, ich meine, warum sollte mich jetzt Jesus zum Beispiel nicht mögen, nur weil ich nicht an ihn glaube, obwohl ich Weil er liebt niemandem was dich. antue, obwohl ich ein Der schlechter liebt Mensch bin? dich. Natürlich liebt Jesus dich. Warum soll mir ihm das dann noch fehlen? Ich bin doch vorbildlich, meiner Meinung nach. Und ich wünschte, alle Leute wären wie ich. Dann hätten wir gar keine Probleme auf dieser Erde. Ich Also glaube nicht, dass Jesus ich ein liebt uns alle. Jesus liebt uns schlechter Mensch alle. bin. Glaub mal. Vielleicht ist das sein Plan, dass ich nicht zum Christentum konvertiere, damit ich weiter die Muslime debattieren kann, ohne dass sie seine Religion angreifen. Vielleicht ist das auch seine, wie heißt das nochmal, die Wege von Jesus nochmal unergründlich, sagst nochmal Timur. Die Wege Ja, des Herrn manchmal sind ist der Weg unergründlich. unergründlich. Ja, vielleicht hat er sich für mich diesen Weg Babu, gesucht. er liebt dich über alles. Der hat dir diese Seele Nein. gegeben, weißt Nein, du? Cousinus, Diese ich verstehe reine dich doch nicht. Seele. Nein, manchmal rede ich laut und dann Cousinus denkt, ich bin. Nein, Bruder, ich bin doch ganz gechillt, ich liege im Bett, alles gut, ich verstehe dich, hallo, wir kennen uns. Und ich weiß, dass du mich nicht drängen willst, aber ich meine, so, weil letztens hat mir auch ein Freund, ein christlicher Freund, gesagt, vielleicht hat Jesus das für dich gemacht, dass du sie als so bekämpfst, aber den Christentum noch nicht annimmst, damit sie dich nicht angreifen können und deine Religion angreifen, also den Christentum sozusagen angreifen können. Ne? Weil da gehen direkt die Debatten kaputt, direkt, da kommt keiner zu einer Lösung. Und der hat das so gemeint, der meinte, du weißt nicht, vielleicht wollte Jesus, dass du so lebst. Deswegen habe ich gesagt, woher wollt ihr wissen, dass es nicht auch sein Plan ist, dass ich noch diesen Glaube noch nicht annehme. Oder vielleicht erst, wenn ich recherchiere, diese Glaube dann nehme und dann aber dann richtig. Versteht ihr, Ich was ich glaube, meine? du willst ja Ahmad haben. sagt, ich, Ahmad sagt, ich kenne Jesus nicht. Wieso soll ich ihn lieben? Was sagst du dazu? Ich kenne Jesus nicht, wieso soll ich ihn lieben? Das ist seine Meinung. Ja. Ich glaube, Ahmed ist auch Agnostiker oder Atheist. Er ist auch Marokkaner, auch Ex-Muslim. Ahmed Sika. Okay. Habe ich heute als Admin Du gemacht, weil musst ich ja bin nicht da. lieben, aber Jesus liebt uns allen. Du musst nicht lieben. Das ist nicht Also euer Pflicht. ich Aber liebe ihr müsst alle ja wissen. Lebewesen, ich liebe alle Leute, die mit mir auf dieser Erde leben, ob Tiere, ob Menschen, ich respektiere jeden. Ich glaube, wir sollten jeden respektieren, der mit uns dieser Planet teilt einfach. Und das wird schon mal gut. Na? Sieg immer gerade war dein Anhänger Martins. Aber wofür recherchieren? Nancy. Ja, nee, ich meine, ich muss ja auch wissen, was in einer Religion steht, wenn ich über eine Religion was lernen will. Ich meine, ich kann doch nicht einfach an eine Sache glauben, ohne Beweise, ohne nichts, ohne zu wissen, ob da vielleicht unmoralische Sachen sind, kann ich nicht. Also, das wäre doch bescheuert. Meiner Meinung nach wäre das bescheuert. Aber Babu, Und dann du sagt sagst ihr, so. warte, weil wir sagen auch zu den Muslimen, wie könnt ihr zu den Konvertiten, wie könnt ihr euch konvertieren, ohne den Islam richtig studiert zu haben? Ne? Das sagen wir die Muslimen. Aber für Christentum sollte das eine Ausnahme sein? Nein. Nee, Versteht ihr, was natürlich ich meine? nicht. Richtig. Dann sollte ich mich auch genauso erkundigen über das Christentum, falls ich mich dazu entscheide. Genauso wie die Muslime. Ich sage es ja auch den ganzen Konvertiten, warum macht ihr nicht warum habt ihr nicht den Koran gelesen, die Hadithe, erstmal alles. Ne? Die wurden auch so einfach, die erzählen denen gar nicht. Ja, komm, sag einfach nur La ilaha illallah Muhammad Rasulullah und du bist Moslem. Das ist ja zu einfach, oder nicht? Das ist voll der Betrug. Ja. Dann darf man ja an nichts glauben. Was meinst du, Nancy? Dann darf man ihr an nichts glauben. Ich hab nicht verstanden, Nancy, was du gemeint hast, was gefragt hast, warum recherchiert? Und dann hast du.
gesagt, dann darf man ja an nichts glauben. Ich habe nicht verstanden. Ja, man darf ja auch an nichts glauben, wenn man nicht glauben will. Warum nicht? Also wir Menschen wissen gar nicht, wie viel Energie in uns steckt. Ne? Alleine durch die Glaube aktiviert sich unsere Energie. Also das, was du glaubst, ziehst du das auch automatisch an. Das verstehen viele nicht. Ob das jetzt Jesus ist oder sonst was. Die sagen, die Muslime werden da reingeboren. Ja, jeder wird reingeboren in eine Religion. Die Hindus, die Buddhisten. Ne? Richtig. Jeder. Es gibt viel, es gibt 4000. Ich bin nicht Christ geboren, also. Umarmst du Bäume, Poppy, umarmst du Bäume? Nein, ich umarme keine Bäume. Ich esse ja vegan, wie gesagt. Und da esse ich ja auch quasi ne, Früchte, aber okay, das ist ja, das dient ja auch den Dings, Samen zu verteilen von den ganzen Früchten und so, ne, wenn man so denkt, die Tomaten. Also ich versuche halt einfach, aber ich würde zum Beispiel keinen Baum schneiden. Natürlich nicht, weil ich weiß, dass er lebt. Genauso denke ich auch, Babu. Ich gehe im Wald, im Park, ich rede mit Bäumen. Die Natur ist das Beste, was uns passieren kann, wirklich. Ja, ich habe letztens gesehen, eine Reportage, die haben geguckt, ob die Bäume miteinander reden und so. Das ist faszinierend, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, in der Reportage über den Wald. Wie der spricht miteinander und wie ein Baum nur seinen Nachkommen, also nur seinen Kind Essen gibt und nicht andere Bäume, wie er nicht wächst in Richtung von seiner gleiche Art. Also zum Beispiel, wenn es ein Baum aus einer Art ist und der wächst und der merkt neben ihm ein anderer Baum von seiner Art, der wächst nicht mehr in die Richtung, sondern in eine andere Richtung, um ihn nicht zu drängen. Die füttern ihre eigene, aber nur die von ihren Dings kommen. Die Bäume, die von diesem Baum kommen, bekommen auch Essen. Also in dem Sinne Zucker. Ja, das ist faszinierend. Ja, und sie haben einen Baum infiziert mit einer Krankheit und dann haben sie mit so einem Kleber zugemacht, damit diese Krankheit nicht sich verbreitet. Und dann haben sie alle Bäume. Timo, und haben gefunden, dass du alle bist laut, Bäume, Timo, mach leise. Und dann haben sie gefunden, dass alle Bäume Gegenmittel entwickelt haben, obwohl sie die Krankheit gar nicht hatten. Dann haben die gesagt, okay, sie müssen irgendwie gewarnt worden. Das ist wirklich faszinierend. Guck mal, das einfach auf YouTube wird ihr den Reportage finden. Das ist gar nicht so alt, ich glaube 2 Jahre her, so eine ganz neue Studie über den Wald und die Sprache. Also wie viel Kraft man im Wald sammeln kann, das können wir. Ja, also wir Menschen gehören zur Natur, das verstehen viele nicht. Warum? Ich liebe Großstadt, Natur, ich liebe Tiere. Ja, Großstadt ist Depression, Großstadt, die Gebäude ohne Natur, die machen dich nur krank, ja. Also wenn du gesund sein willst, einfach in der Natur, also ich lebe neben dem Wald, ja. Jeden Tag, 1 Stunde mindestens, ganz alleine. Es gibt also unersetzbar ist dieses Gefühl. Kraft, ne? Man bekommt von Natur so viel Kraft, das kann man sich nie vorstellen. Ja, Kostilus, ich habe es gesagt, ja, die Wege, wie heißt es nochmal, sagst du mir, die Wege vom Gott sind unergründlich, oder weißt du das? Genau. Ja, also der weiß, wenn er einen Plan für mich hat, dann vielleicht, ja. Und vielleicht hat er dann einen Plan für mich. Also das mein Ziel jetzt ist nur halt, ja. Mit Sicherheit, guck mal, du hast schon bestimmt so viele Menschen vom Satanismus befreit. Ja. So, ja. Die nennen mich mittlerweile in den arabischen Welt, ne? Auf den anderen. Wie gesagt, wir haben ja da auch einen Kanal auf Clubhouse, der ist 24 Stunden, 7 Tage live. Da sind wir wie viele Modis und jeder eine geht schlafen, die anderen kommen rein. Da sind immer 6, 7 Modis wach und managen das und diskutieren und debattieren mit dem arabischsprachigen Muslime. Und ich habe viele rausgeholt, die haben angefangen, mich Al-Qaddis Babu zu nennen. Der heilige Babu nennen sie mich dann, ne? Wie so ein Priester. Ich schwör's, die sagen mir Al-Qaddis Babu. Das, so haben die ja, also genannt. Du hast schon etwas, Babu, wirklich. Also etwas. Das ist wirklich Zufall. Die sagen mir wirklich, Qaddis Babu. Ich werde mir die Videos suchen. Die sind ja auf YouTube. Eine Freundin hier, Marokkanerin, die war auch hier gestern, die hat mir vorgeschlagen, diese Seite. Ich habe gesagt, ich bin doch dort Admin. Du wirst mich da hören. Und dann hat sie gesagt, oh krass, hätte ich nicht gedacht. Und die nennen mich dort Qaddis Babu, der Heilige Babu, weil ich sie alle aus dem Islam. Ich habe sogar verheiratete Frauen, die Burka getragen haben, aus dem Islam rausgeholt. Die hat ihre Burka weggemacht und sagte, mein Gott, endlich kann ich die Sonne. Vielleicht bist du der nächste Prophet, wer weiß. Nee, nee, nee. Nein, das möchte ich nicht.
Propheten wurden immer gehasst und so. Was willst du? Willst du, dass sie mich erledigen? Doch, lass mich in der Ruhe. Du bist verantwortlich für uns alle jetzt. Die sagte mir, ey, danke, sie hatte Tests gemacht, Bluttests, sie hatte keine Vitamin D8 oder so. Die sagte, mir ging es nicht gut, endlich lebe ich mein Leben. Sie hatte 6 Kinder. Sie hat mit einer ihrer Kinder für die Schwester, die vorhin über ihren Sohn gesprochen hat, ne, was diese Frau, Sheikhel Koffer. Ich schwöre sie, Ahmed, die nennen mich Qiddis Babudat. Und die sagte, ihr Sohn hat ihn in deine islamische Schule geschickt, ein Internat. Der wurde misshandelt, geschlagen, wisst schon auch sexuell misshandelt und so. Und die Frau war kaputt, die hat uns gefragt, wie haben sie da rausgeholt aus der Islam. Ich habe denen immer, weil ihr wisst, die Leute, die mir privat schreiben, wissen, dass ich immer meine Wissen gerne mitteile und ich schicke immer die Quellen und so. So, und ich habe die ganzen Quellen habe ich ihr geschickt und so, die hat das selbst gelesen, sie spricht Arabisch und sie sagt mir, mein Gott, hätte ich gewusst, hätte ich gar nicht 6 Kinder geboren. Die hat in einem Zimmer, in einer WG mit ihrem Ehemann und 6 Kinder gelebt. Stellt euch mal vor, in Marokko, ein Zimmer. Wenn sie rausgehen will und Geschirr, ja, nur weil ich dir, haben die gesagt vorhin, Schwester, dass es richtig schwierig ist, gell? Auch für, die, um rauszugehen, Geschirr zu waschen, muss sie ihre Burka tragen. Weil dein Nachbar auch Männer sind, die haben keine Wasser im Zimmer, die haben nur eine Zimmer, die muss rausgehen, Geschirr waschen, sie muss ihre Burka tragen von den Männern, ihre Handschuhe. Die war richtig radikale Muslima. Und sie sagte, und dann hat sie gesagt, ihre Söhne sind immer noch Muslims, die versucht halt, die Arme, aber sie kann sich auch nicht sagen, dass sie die Religion verlassen hat, aber sie glaubt nicht mehr, die hat sich auch getrennt von dem Mann und mit den 6 Kindern. Die sagte mir, weil Mohammed gesagt hat, wir sollen uns vermehren, weil er damit angeben will, ne? Weil Mohammed sagt, tanakahu takatharu inni mubahin bikum al-umam yawm al-qiyama. Das ist ein Hadith Sahih, der sagt, macht SRX, vermehrt euch, ich will mit euch angeben an den jüngsten Tag. Gell? Und deswegen gebären ja auch die Muslime viele Kinder und die verhüten nicht und so. Viele, eine andere Frau haben wir rausgeholt aus dem Islam, die hatte auch Hijab und so. Und dann ist sie zu ihrem Vater gegangen und ihr Vater war ja schon Ex-Muslim. Da hat sie gesagt, ja, aber ich bin schon lange nicht mehr gläubig, der Vater. Jetzt ist nur noch die Mutter. Und das war ja eine ältere Frau, die war bestimmt so 45 und so. Stellt euch mal vor. Das ist in Marokko, Leute. Das passiert in Marokko. Die Mutter und der Vater sind 70, 80 und der Vater hat den Islam verlassen. Und jetzt nur noch die Mutter, will sie nur noch ihre Mutter davon überzeugen. Noch eine andere mit Burka, die hat 2 Söhne, 20, 21. Ey Leute, ich kann das nicht verstehen. Als ich geschieden wurde, habe ich versucht, ein bisschen selbst Geschäfte zu machen und so. Ich habe dann ich habe mir Anfang an gedacht, ich würde lieber mit so Muslimen, gell, Geschäfte machen, sie haben sie verarscht. Diese ganzen Bad-Muslime und so, gell? Diese ganzen Sunniten und so, die war richtig auch Salafistin. Und sie hat auch geholfen, wenn eine Frau zum Beispiel gestorben ist, sie ist einfach freiwillig gegangen, hat diese Frau gewaschen, bevor wir wissen doch, diese Rituale gemacht. Die war richtig aber neu, du bist. Siehst ja auch, wie in Palästina leben, in diese kleine Gebiet, Millionen von Menschen. Wie können die leben? Ich sag euch, euch ist gar nicht bewusst, wie viele, deswegen sag ich immer, ich kann euch, egal wie viel ich erzähle. Und sie sagte, ihre Mutter hatte Angst vor ihrer Schwester, ist gestorben und sie hat ihre Schwester gewaschen und die Mutter hatte Angst vor ihrer Tochter. So viel Angst machen die uns vor dem Tod in den Islam. Versteht ihr? Wir haben Angst, bei einer Tote im Zimmer zu gehen. So, wir haben Angst vor dem Tod. So erschrecken sind wir von dem Tod. Ja. Sogar die Mutter konnte ihre Kinder, ihre Tochter, sich von ihrer Tochter nicht verabschieden. Sie konnte nicht mal ihre Tochter umarmen, als sie gestorben ist. Sie wollte sie nicht mal anfassen. Und die hier sagt, Mama, komm, das ist doch nur meine Schwester, guck, die ist nur kalt. Das ist doch deine Tochter, die wollte sie nicht anfassen. So viel Angst hatte sie, den Islam gemacht. Und dann hat sie gesagt, und dann hat sie mit Muslimen, so mit Salafisten, Geschäfte so Kauf, Verkauf gemacht, so Handel, und hat die Sachen weiterverkauft, die haben sie immer verarscht, die Arme. Und das war eine Frau, die war geschieden, die hatte 2 Kinder, statt sie zu unterstützen, ne, aus islamischen Gründen, das ist doch deine Schwester, haben die sie ausgenutzt. Und sie sagte, als ich aufgehört habe und angefangen habe mit Ungläubigen sozusagen, also nicht mit radikalen Muslimen, sondern nur normale Leute, die nicht praktizieren in Marokko, so Handel zu machen, sagte sie, haben die mich nicht verarscht, die haben mir geholfen, die haben mir Wege gezeigt und so, und die hatte ein paar Fragen noch. Die hat auch den Islam verlassen. Viele Leute. Ich werde die Videos suchen und die Leute, die Arabisch verstehen, kann ich gerne schicken. Wo ich da mit Leuten debattiere und so auf Arabisch, wie sie sich bedanken und so. Wann sind so deine Online-Zeiten? Ich komme meistens so 24/7. Ja. Das würde ich machen, wenn wir genug, aber dann müsste ich ja auch 24 live.
sein geht nicht, ne? Könnte man machen. Aber wenn du man hast schon so tolle Lives gemacht. Letzte aber Zeit. Wir haben es auf den anderen. Ja, wir haben es auf den anderen. Ja, hört euch meine Live, der Bruder geteilt hat auf Islam aufklären, Walla. Schreib denen bitte, Bruder, was sollen die schreiben, um mich zu finden, wo ich über Marokko rede oder mit Joker, wo er versucht, mich zu verarschen. Ach so, ja, genau. Babu. Babu, ich wohne hier, ja. Nein, seit ich mit dem Kopfhörern oder so. Babu, Ex-Muslim, Joker, ja. Ja, hier mein Profil, hier ist verlinkt, der Bruder, Ex-Muslime und Christen Best of. Der hat Videos von mir geteilt auf YouTube, eine Playlist von den Lives, aber ihr könnt das mit dem Joker gucken oder was ihr wollt. Ja, und dann haben wir wirklich dann gute Arbeit gemacht. Da wirklich 24 Stunden, 7 Tage, die Leute kommen rein, debattieren und viele Leute verlassen den Islam. Viele. Immer Frauen, Älteren, Jungen, vor allem die jungen Leute, Jungs und Mädchen, auch viele verlassen den Islam. Letztes Natürlich, Jahr die wollen doch frei sein. Die sagt zu mir in Ramadan, ich habe einen raus, wir haben viele rausgeholt vor Ramadan, ne? Vor Ramadan geben wir immer Gas. Du weißt nicht, wie viele gegen Muslime in Türkei sind, Babu. Ja. Da in ganze Küsten entlang in Türkei, ja. Komplett. Alle sind gegen Muslime. Ja, natürlich. Ja, die haben keinen Bock mehr. Ich habe einen rausgeholt und der schickte mir so eine Sprachnotiz in Ramadan. Oh, danke schön. Weißt du, wie geil es ist, Ramadan zu essen, wenn man nicht fasten muss und so. Also, Babu, Amir stellt mir eine Frage. Was ist dein Problem mit dem Islam, lass leben? Was ist mein Problem mit dem Islam? Will er wissen, ja. Lieb Amir. Also, ich übergebe Babu, weil mittlerweile Babu kennt mich. Also ich habe noch Kraft jetzt, Schwester. Willst du wirklich, dass ich anfange zu brüllen? Das sind doch die Fragen, die mich aus der Fassung bringen. Das sind genau die Fragen, die mich dazu bringen, schreiend. Ey, was haben wir dagegen? Was haben wir dagegen? Nee, wir haben dagegen, dass Leute darunter leiden, Mann. Nur weil du hier, oder Frau, das weiß ich nicht, wenn du hier lebst in Freiheit geboren wurdest und nicht unterdrücken wirst und in Ramadan essen oder lassen kannst und beten oder nicht beten kannst, andere Leute bekommen Schläge, die gehen in den Knast, wenn die essen in Ramadan. Die dürfen nicht mal essen oder trinken, wenn sie wollen. Du bist gezwungen, auf der Straße nicht zu essen. Und wenn du dich versteckst und die dich finden, schlagen sie dich und nehmen dich in den Knast, nur weil du in Ramadan gegessen hast. Ne? Frauenrecht. Verrückt. Erde. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Kinderheirat, das ist auch ein Riesenproblem in unseren Ländern. Ja. Das mit der Erbe, was den Frauen will, was mit den Frauen in den Islam passiert, sage ich immer. Ey, stell dir mal vor, eine Frau hat ihre lebenslang gearbeitet mit ihrem Mann, die haben Geld gesammelt und nur weil sie keine Kinder hat, hat sie kein Recht zu erben. Kommen die Eltern oder der Bruder und nehmen das ganze Geld, wenn der Mann stirbt und sie landet auf der Straße. Die nehmen ihr ihr Haus, auch wenn sie dabei gearbeitet hat und ihren Mann unterstützt hat und sie das beide gebaut haben, ne? Und was passiert mit Homosexuellen? Oh, du hast ein Abo bekommen. Du hast ein Abo bekommen. Ahmed Zirke, danke, Bruder, danke. Danke, ja, ich habe erreicht mein Ziel von Abo. Danke, alle Freunde. Also was ist, wenn Homosexuelle darf die, in Islam? Also jetzt in Islam müssen sie von einem Hochhaus geschmissen werden oder einem. Echt jetzt? Ja, das ist Italien. Arami min Shahek. Das heißt auf Arabisch Arami min Shahek. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hochhaus. Ja, das haben auch IS gemacht. Habt ihr es nicht gesehen? IS haben das doch gemacht. Und dann schmeißen die auch noch Steine auf ihn, falls er nicht gestorben ist. Ja, heute Verhaftung. In Marokko, glaube ich, 6 Monate bis 3 Jahre. Wir haben wirklich keine Ahnung genau, aber ich glaube, so von 6 bis 3 Jahren, glaube ich, ist die Strafe für Homosexualität. Also das ist verboten. Alle arabischen Länder. Oh, aber die machen das ja natürlich versteckt, weil die haben ja keine Frauen, verstehst du? Der Lieb Amir sagt, was ist denn Türkei? Die Transen tötet doch keine. Wenn du keine Ahnung hast, was in Türkei passiert. Türkei ist kein islamisches Land. Die werden jeden Tag verhaftet, habe ich seit Tagen mitbekommen. Von keine Ahnung. Die werden verhaftet. Ja, aber Atatürk hat ja die rechte Hand angegeben. Atatürk hat hier, Atatürk nicht dank Religion, der will ja jetzt damit argumentieren, dass es die Religion ist. Nein, das ist Atatürk. Und jetzt macht das Erdogan rückgängig. Erdogan macht das alles rückgängig, was hier Atatürk gut gemacht hat, wird jetzt rückgängig gemacht werden. Richtig. Ja, wenn ein Mann keinen Sohn hat, gell, nur Mädchen hat, ne,
und der stirbt. Dann kommt sein Bruder, nimmt das Haus und schmeißt die Mädchen auf der Straße, weil er keine männliche Nachfolge hat. Hallo. Ja, hallo, lieber Amir. Na, grüßt euch. Grüß dich. Was ist euer Problem gegen Islam, Hetzerei und Beleidigungen, alles Mögliche? Pass auf, du hast doch deine Religion verlassen, den Islam ist Christ geworden. Oder ich bin nicht Christ. Wer sagt, dass ich Christ bin? Oder Atheist geworden oder keine Ahnung. Ja. Ich warne nur von der Gefahr, das ist das jetzt. Ja, Bro, guck mal. Und ich rede für die Leute, die da das ganze Leben, diese Hetzerei, Beleidigungen. Es gibt keine. Ich habe nicht jemanden beleidigt. Ich habe nicht respektlos. Ich habe niemanden beleidigt. Was ist denn deine Religion? Ich habe niemanden beleidigt. Was ist denn deine Religion? Leute, habe ich irgendjemand beleidigt? Was ist denn deine Religion, wenn ich fragen darf? Ich habe von Frauenrechte gesprochen, nur ich habe niemanden beleidigt. Ich habe nur gesagt, da wird keine Frau einfach so getötet, bei uns einfach so umgebracht und keine Ahnung. Guck mal. Also diese Worte darfst du hier erstmal nie sagen. Ich möchte nicht, dass mein Stream gesperrt wird. Geh runter und lerne erstmal Anstand. Ich habe niemanden beleidigt. Unglaublich. Unglaublich. Dass die sich gleich angriffsbereit sind, ne? Ich habe auch nicht gesagt, dass ich Christ bin. Ich habe auch nicht gesagt, dass Frauen geschlachtet werden im Islam. Es passiert ja auch jetzt erst recht. Warte. Jetzt erst recht, wenn du es gesucht hast. Also was passiert mit Frauen im Islam, wenn du einen Dschihad machst und verheiratet Frauen erbeutest? Hat nicht Mohammed gesagt, die dürft sie vergewaltigen? Ne? TikTok, das ist doch nur Spaß. TikTok ist alles nur Humor. Ja. Tito. Ich will keinen mehr. Ich will jetzt nicht schreien, Leute. Das ist 5 Uhr morgens. Ich will nicht das ganze Haus. Aber ihr merkt, Leute, jede von denen, wer reinkommt, das ist so warte, lass mich aggressiv. Jetzt. Ich will jetzt die Pferde loslassen. Warte. Der hat sich. Der Islam sagt dir, du sollst Krieg machen und Menschen versklaven und verkaufen in den Märkten wie Tiere. Der Islam sagt dir, wenn du eine Sklavin hast und sie dir ein Kind zur Welt bringt, darfst du sie in den Markt verkaufen wie eine Ziege oder wie eine Kuh. Das ist ein Gesetz, du darfst deine Sklavin, die Mutter von deinem Sohn, verkaufen in den Markt. Ja, welche Rechte haben Frauen? Warte, ich war gerade dabei zu sagen, wenn du stirbst und hast keinen Sohn, keinen männlichen Nachfolger, werden deine Töchter auf die Straße geschmissen und du darfst nicht mal ein Testament schreiben, um sie zu retten oder zu schreiben, dass das denen gehört. Zeig mir den Hadith, Sahih. Das ist im Koran, Sura Nisa, Vers 24. Weil Muhassanat min Nisa illa ma malakat aymanukum, das ist in der Koran, Sura Nisa, ich schreibe es euch hier. So, ich kenne die Nummer nicht, weil ich auf Arabisch alles studiert habe. So. Wenn eine Frau keinen Pumpepunkt haben kann, dann kann sie ja ein Eigenpunkt schreiben. Euch diesen Vers. Diesen Vers steht, und euch sind verheiratete Frauen, außer das, was eure rechte Hand besitzt. Also, ihr dürft verheiratete Frauen nicht vergewaltigen, außer ihr nehmt sie als Beute. Und die Geschichte hier, das waren die Freunde von Mohammed. Die Freunde von Mohammed hatten mehr Anstand wie Mohammed. Ich erzähle euch das. Die haben Frauen erbeutet, ne, in Autas. Das war nach dem Krieg von Hunain. Die haben da, der Mohammed hat seine Freunde geschickt, die haben die dort überfallen und Frauen entführt und Kinder. Und die Männer waren noch am Leben von diesen Frauen, gell? Und die waren Araber. Die Männer waren Araber und die kannten sich ja mit den Freunden von Mohammed. Und was steht da in den Hadith? Fataharraju min rishyanihim. Die haben sich geschämt, mit diesen verheirateten Frauen zu schlafen, ne? Weil die verheiratet sind, und das steht genauso in der Begründung, in der Hadith, weil sie Ehemänner hatten und die kannten ihre Ehemänner, das waren auch Araber von den Mushrikin. Normalerweise dürfen sie erstmal gar nicht die Mushrikin vergewaltigen, haben sie aber trotzdem gemacht. Das ist noch ein größerer Skandal. Dann kamen sie zu Mohammed, die haben ihm gesagt, na ja, wir haben Frauen erbeutet, aber wir können mit denen nicht schlafen, die sind noch verheiratet, die haben Ehemänner. Und dann kam der Vers, diese Sura Nisa 24, wal muhassanati min an-nisa illa ma malakat aymanukum, also die verheirateten Frauen sind euch verboten, außer ihr habt sie als Beute. Und dann haben sie auch die Frauen vergewaltigt, die haben sie zwischen sich geteilt, vergewaltigt. Nach 2 Wochen kommen die Ehemänner von diesen Frauen und wollen ihre Frauen und Kinder zurückhaben. Ne? Stellt euch mal vor, wie krank. Ja, warum ich kritisiere, was Mohammed gemacht hat. Die Leute damals hatten mehr Anstand wie Mohammed. Die Leute damals, diese wilden Menschen, hatten mehr Anstand wie der Prophet. Der hat erlaubt, das, was normalerweise bei denen unmoralisch war, mit einer Frau zu schlafen, wenn ihrem Mann lebt. Nein, stimmt dich nicht mehr hoch. Oder ich weiß, du willst nur beleidigen, ich hab keinen Bock. Warte, lass ihn hochnehmen, vielleicht kann er sich ja artikulieren. Nein, lass, ich will erzählen. Nein, was hat er mir überhaupt zu erzählen? Was will er mir bei meinem Rego erzählen? Die denkt, dass ich meine Rego nicht kenne. Klein ich auf.
Ich gebe ihm gerade Quellen, die er nicht mehr kennt. Was willst du mir sagen? Der kennt nicht mal diese Quellen. Warte. Und dann kamen die Männer nach 2 Wochen und wollten ihre Frauen haben. Scheint dir das alles nochmal, was ich gerade sage? Und sagt dir gerade, wurden Frauen verheiratet, Frauen vergewaltigt, und Mohammed hat es erlaubt, im Koran steht es. Und warum suchst du es? Hast du die Sure in diese 24 Verse gesucht oder willst du nur wieder hochgehen und beleidigen? Hast du die Sure gelesen? Hast du den Vers gelesen, den ich dir gegeben habe? Oder hast du es nicht gelesen? Wenn er den Vers nicht gelesen hat, was will er mir denn sagen? Wenn er keine Ahnung hat von seiner Religion, was will er mir sagen? Lies erstmal den Vers und komm zurück, schloss ich dann hoch. Wenn du es schreibst, ich habe den Vers gelesen, den Tafsir, komm, dann sage ich dir, dann findest du da die Geschichte. Also, nichts von. Okay, kannst du, Timur, kannst du Sura Nisa Vers 24 bei dir googeln und lesen? Auf Deutsch? Ich mache jetzt extra PC an für dich. Guck mal, der sagt, da steht nichts. Also laut Koran, ihr dürft lügen, um. Ja, natürlich, Tachia. Propheten zu retten. Ich erzähle euch jetzt gleich weiter die Geschichte erstmal. Dann kamen die Ehemänner, wollten ihre Frauen haben und ihre Kinder. Dann hat Mohammed gesagt, ich wusste, dass ihr kommt, nach 2 Wochen. Und wenn du wusstest, dass sie kommen, warum hast du zugelassen, dass ihre Ehefrauen vergewaltigt werden? Warum hast du sie geteilt auf deine Männer, wenn du wusstest? Ne? Dann hat er wieder gelogen. Ja, ich wusste, dass ihr kommt. Wenn du wusstest, warum lässt du die Frauen Dings mit den Männern schlafen? Dann ist zu sagen, nee, wartet, die Männer werden doch kommen. Dann hat gesagt, ihr dürft wählen, entweder eure Frauen und eure Kinder oder eure Geld und ihr nehmt den Islam. Die haben den Islam angenommen, die haben sich natürlich für ihre Frauen und ihre Kinder entschieden und nicht für das Geld, die haben ihnen das Geld gelassen. Ich lese Sura Nisa, Vers 24. Warte, ich mache ein Video an. Und ich gehe weiter bei Sklaverei jetzt. Ja, wir haben angefangen mit Sklaverei, ich werde dir die Hadithe nennen und da kannst du zeigen. Alles klar, was soll ich eingehen? Ich nehme dich nicht hoch, der will nur beleidigen. Der hat gar nicht gelesen, der will nur beleidigen, glaub mir. Sura Nisa, kann uns sagen, die Nummer von Surat Nisa? Amir, kannst du vielleicht sagen, welche Nummer ist Surat Nisa? Weil ihr wisst, auf Arabisch, wir lernen nicht mit diesen Nummern. Sura Nisa, guck mal, der hat es geschrieben im Chat, siehst du? Okay. Sura Nisa. Ja, Frauen. Ja, Sura von Frauen. Nisa 24. Nisa. Wir jetzt lesen, da sagen wir, was dir geht. Vers 24. Vers 24, alles klar. Ja, Sura 34. Welche Seite? Das ist der Vers 24. Oh, den habe ich schon durchgelesen, den habe ich auch schon gelesen. Ja, lese es bitte nochmal. Lese es für ihn. Also, okay. Und verboten ist es euch, mit verheirateten Frauen zu heiraten. Ausgenommen die Sklaven. Zu schlafen, nicht zu heiraten, zu schlafen. Ausgenommen die Sklaven, die sich unter euren Händen befinden, Kriegsgefangene. Das ist es, was Allah für euch geschrieben zum Gebot gemacht hat. Und weil man kann ja Sklavinnen nicht heiraten, nur damit es klar ist. Man kann Sklavinnen nicht heiraten. Ne? Mohammed hat Maria nicht geheiratet. Maria war eine Sklavin von Mohammed. Die hat ihr ein Kind zur Welt gebracht, Ibrahim, der hat sie nie geheiratet. Ne? Und auch Raihana, die war auch eine Sklavin von Mohammed, hat er von Banu Nadir entführt oder erbeutet. Ja. Kann ich weiterlesen? Nee, das ist das alles halt. Verheiratete Frauen dürft ihr nicht anfassen, außer ihr habt sie als Sklaven. Wo steht's noch? Wo ist das? Hey, das ist Koran, bist du Idiot? Das ist Koran, Mann. Ich sag im Surat Nisa, Vers 24, die sagt, wo ist das Sahih? Ist der Koran falsch? Ist der Koran nicht Sahih für dich? Oder was? Ja, die meinen, Koran ist falsch, ne? Also ich sage im Koran, die sagt mir Hadith, das ist kein Hadith, das ist Koran, das ist ein Vers, ein Koran-Vers, Mann. Das ist schon peinlich. Als gäbe eine gefälschte Koran und eine Koran-Sahih, Mann, bleib. Du willst noch hochkommen, willst du dich weiter blamieren? Spinnst du? Peinlich. Peinlich. Mit verheirateten Frauen. Scheiße, das ist peinlich. Lass dich, Jesus liebt dich, glaub mir, komm den richtigen Weg. Wahnsinn, ich zeige Ihnen gerade das, ey. Dann sag ich, ja, das ist doch Koran. Ich sag in Koran, Surat An-Nisa, Vers 24, wo hast du gehört, ein Hadith, der Sura heißt? Hast du schon mal ein Hadith gehört, der Sura und Vers hat? Ein Hadith hat gibt nur die Nummer, doch keine Sura. Und jetzt Vers, sagt er, geh auf Tafsir. Alter, du hörst an deinem Ja, lese den Tafsir. Lese den Tafsir, obwohl ich den Tafsir auf Deutsch gar nicht vertraue eigentlich. Guck mal, Tabari auf Englisch bitte, wenn es okay ist. Tabari ist Englisch. Alles, ja, Ibn Kathir, alle, die sagen alles das Gleiche. Ja, mach. Soll ich Ibn drauf? Kathir. Okay, ich gehe drauf. Ja, lese. Soll ich lesen? Ja. Also forbidden are women already married, except those slaves whom your right hand possesses. Those who has Allah ordained for you, all others are lawful, provided you seek
then with a drawing from your property, designing and charity. Warum soll jetzt wieder Sahih stehen auf ein Tafsir? Kennst du nicht Tabari und Ibn Kathir? Wer will er mich jetzt gerade verarschen? Es gibt doch nur einen Tafsir von Ibn Kathir und Tabari. Da gibt es kein Sahih und Falsch. Da gibt es Tafsir. Ja, dann lese doch du den Tafsir. Dann nein, google du Ibn Kathir. Nein, lieb Amir, google du Ibn Kathir oder Al-Tabari oder Al-Qurtubi oder Al-Jalalain oder Al-Baghawi oder irgendeinen einen Mufassir, ja? Wo steht das Sahih, Leute? Leute, macht das, ist er besoffen? Nein, der weiß nicht, was er sagen soll. Ihm ist peinlich. Sahih bedeutet nur einen Sahih, sagt man nur über Hadithe, ne? Dass ein Hadith Sahih ist. Tafsire sind nicht Sahih oder falsch. Es gibt ja nur diese Tafsire. Wir haben keine anderen, Mann. Ich bin Muslim. Weißt ja, du? Warte. Kannst du vielleicht seitlich dein Handy machen, dann kann ich lesen vielleicht, Bruder? Klar. Okay, warte. Ja. Da ist jetzt ja auch die, no, not fornication, so with those among them who you are, you have enjoyed, give them their requital, das ist hier über, ja, danach sagt er, wenn du mit Frauen was gehabt hast, gib denen deren Geld, ne, das über andere. Aber der soll den Tafsir lesen selbst, so schon mal. Lese Tafsir auf Deutsch. Such du selbst auf Deutsch, Mann. Warum soll ich dir, ist der Koran auf Deutsch? Warum soll ich dir auf Deutsch lesen? Die Deutschen verstecken ja meistens also alles. Also wenn du iPhone hast, dann kannst du Screenshot machen, auf Deutsche besetzen, ja? Das soll einfach innerhalb lesen. Einer Sekunde. Alles gut, User, gute Nacht. Freunde, ich muss kurz, ich schau mir nur meine Zigaretten, die lassen mich nicht schlafen. Freunde, ich bin gleich wieder da, ja? Spricht. Lass die Leute nicht langweiligen. Und liken, Leute, liken. Kannst du mir das mit Al-Krimbitsch sagen? Krimbitsch, ne, das ist ein Ding zum, ein Teil zum, ja. Ja, zum, ich ja. weiß, ich will nur die Suche wissen. Weißt du die, nee, ne? Nein, das gibt nicht in den Koran, das gibt nur in Erzählungen, Bruder, das gibt nicht in den Koran, ne? Das steht nur, dass Frauen das benutzt haben damals, ne? Um die zu befriedigen. Siehst du, ich lüge nicht, wenn dann irgendwas nicht ist, sage ich nicht, okay. Ich hau nicht ab. Also, Babu, wie viel Prozent der Muslimen praktizieren oder haben überhaupt Ahnung vom Koran? Eben, du siehst hier, die sagt dir Sahih über Tafsir, als gäbe es falsche Tafsir und Sahih Tafsire. Nein, lese auf Arabisch. Man kann Arabisch nicht übersetzen, oder? Ihr sagt doch immer, man kann Arabisch nicht übersetzen. Lese es auf Arabisch, wenn du ein Moslem bist. Sonst bist du kein Moslem. Warte, Freunde, ich komme gleich schon meine Zigaretten. Ja, alles gut. Katie, meine Freundin ist muslimisch. Und ich liebe sie. Was soll ich machen? Aus ihr die Wahrheit erzählen und den richtigen Weg ziehen. Und zwar zu uns, zu Gott. Zu unserem Gott. Den richtigen Jesus Christus. Ja, du kannst ihr ganz offen aufklären, weißt du? Richtig aufklären, gerade den Weg gehen und dann zeigen und dann, was sie daraus macht, dann ist das ihr Sache. Ich habe das probiert mit den Versen. Die hat immer eine Ausrede gefunden. Sie. Ja, da musste sie halt auch hierher bringen, mit Babu reden. Babu kann besser erklären, weil ich selber 0,0 Ahnung habe. Von Koran oder Islam, was praktizieren angeht mit diesen Versen und so. Also da kann Babu mehr helfen wie ich. Weil ich bin ja Christen, weißt du? Ja. Ich habe ja Islam oder Muslim nie praktiziert, weißt du? Ich bin in einem ungläubigen Land gewesen, wo mittlerweile islamisiert wurde, aber wo ich gelebt habe, war gar keine Glaube in diesem Land. Das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt, was auch so, was, wenn man sich dann so ein bisschen auseinandersetzt, was da alles steht, das ist echt schon geisteskrank. Ja, also seitdem ich das Ganze mitbekomme hier, also ich kriege okay, so ich sage jetzt auch den Hadith, damit der Bruder es zeigt. Warte, ich sage ihm auch die Hadithe, wo die Geschichte steht, wenn er will. Also ich habe ihm schon gesagt, dass es im Koran steht, aber es gibt ja auch in den Hadithen. Warte. Hadith, ist aber ja auch das. Moment. Ja. Okay. Willst du die Hadithen, du willst die Sahihe? Ist er noch da, der Typ? Ach, der ist schon. Hast du ihn erst schlafen gelegt? Der ist noch da, okay. Der ist noch da, warte, schon eine Sekunde. Sahih Muslim? Gefällt dir Sahih Muslim, oder? Da kannst du nicht mehr sagen, Sahih oder nicht Sahih, gell? Tafsir auf Deutsch und Hadith. Ich sage dir Sahih Muslim 14, 56. Schreibst du, Bruder? Timur.
Kannst du googeln? Achso, ja, ich schreibe. Ich bin ready. Sahih Muslim. Bitte buchstabieren oder schreib's mir in den Chat. Also S-A-H-I-A Muslim 1456 1456. Diese? Ja. Oder ich glaube andere, wenn du willst. Nein, geh oben auf der erste, damit wir gucken, falls es nicht ist, dann gucke ich. Aber ich glaube, das sind alle gleiche, ja. 1456. Okay. Oh, zeig mal, dann weiß ich, ob das ist oder nicht. Warte. Zeig mir auf Arabisch, Bruder, dann weiß ich direkt schnell. Noch näher, bitte. Ja, genau. Lese ihn das jetzt auf Deutsch. Du willst auf Deutsch haben, lese es ihn auf Deutsch. Zeig ihn auf Deutsch, bitte. Ach so, das ist Englisch. Lieb Amir, der sollst du suchen auf Deutsch. Sahih Muslim 1456. Der sagt dir, was passiert ist in dieser Vers, warum diese Vers kam. Der erklärt dir, das ist Sahih Muslim. Sag mir nicht nochmal, ob das Sahih ist. Ich sage dir gerade Sahih Muslim. Sahih Muslim 1456. Guck mal, er glaubt in deutsche Sprache, Deutsche nicht, aber er will deutsche Übersetzung. Wenn du echte ja. Islam bist, ja, dann lies deine arabische Sprache. Ganz ehrlich. Das ist richtig. Und dann sagen sie, man kann Arabisch nicht übersetzen. Den gibt auch in Musnad Ahmed, den gibt auch in Musannaf und in den Tabari auch. Also den gibt es in vier Quellen, alle Sahihs. Okay, sag mir nicht nochmal, ob es Sahih ist. Das ist ein Sahih. Das ist der King. Oh, ja. Du kannst ja auch auf Deutsch übersetzen, oder nicht? Du kannst da nur den Text auf Deutsch auf den Laptop übersetzen, Bruder, oder nicht? Ich kann auch hier in Deutsch hinschreiben. Ja, guck, vielleicht findest du, Bruder. Aber auf Deutsch, die verarschen immer. Das stimmt. Auf Englisch sind ja die Übersetzungen alt und da gab keinen Scham, kein Gefühl, da war nichts verboten. Aber vielleicht findest du das auch. Ja. Amir, wenn du ein Muslim bist, dann musst du auch deine Sprache des Korans lernen. Mach dir die Mühe. Und brauchst du nicht mehr misstrauisch sein, mein Freund. Ich habe dir doch gerade den Hadith gezeigt. Ich möchte, dass die Leute hier sehen. Ich sage dir doch, ich habe dir gerade gesagt, Sahih Muslim 1456. Jeder, der das sucht, oder jeder, der ein Sahih Muslim hat, ein Buch wird das finden. Warum soll ich das zeigen? Ich sage dir doch gerade, jeder hat es dir gezeigt. Sahih Muslim 1456. Ich verstehe nicht, was soll ich dir noch zeigen? Ich gebe dir doch gerade die Quelle. Was willst du noch? Soll ich dir für dich lesen? Soll ich für dich kauen und schlucken, Mann? Mach doch irgendwas. Du willst gar nicht machen. Du willst das mehr für dich alles machen. Wer bist du überhaupt? Damit du willst alles so haben, ne, auf einem silbernen Tablett. Ja, der ist auf Wunschkonzert hier, weißt du? Der soll sich, ich will, Leute, wenn ihr redet, muss ich schreien und ich werde die Nachbarn wecken. Bitte, Leute. Es ist mitten in der Nacht. Ich kann verstehen, dass vielleicht ihr allein in Häusern wohnt, keine Stadt, aber bei mir sind auch Nachbarn. Carlo, Bruder. Willst du was sagen, zeigen? Gottes Segen, Bruder. Alles gut. Was ist genau das Thema? Muhassanat min al-Nisa illa ma malakat aymanukum. Und euch sind verboten die Frauen, die verheirateten Frauen, außer das, was eure rechte Hand besitzt, ne? Den Hadith dafür. Den Sklaven. Sahih Muslim, ja. Ja. Sahih Muslim 1456. Alles, was Sahih Muslim oder Sahih Bukhari ist, ist authentisch. Ich habe ihn den Vers genannt und er sagt mir, wo steht, dass es das Sahih ist. Ich habe ihm gesagt, Surat Nisa 24, Vers 24, der sagt mir, wo ist Sahih? Ich habe gesagt, das ist doch Koran. Sahih im Warsch-Koran, aber im Hass-Koran ist nicht authentisch. Der blamiert sich Sahih, ja genau, da hat er geschrieben, der Sika hat die geschrieben, Ahmed. Der schreibt mir, wo ist Sahih im Koran? Ey Leute, habt ihr schon einen Koran? Hadith Sahih. Koran, Sahih, Vers, nicht Sahih. Stellt euch mal. Ja, die werden es langsam machen. Ich schwör's euch. Die werden anfangen langsam machen. Nein, dass dieser Vers ist Sahih und dieser Vers ist nicht Sahih. Ich schwör's euch, das fällt nur noch das. Die zweifeln ja schon an den Hadithen. Es fällt nur noch, dass die sagen, nee, ich glaube, dass dieser Vers nicht so ganz Sahih ist. Dieser Vers ist Maudur. Maudur. Weißt du, diese Vers, wo innehu, es gibt sogar Begründung von Hadithen, wenn die sagen, hada Maudu' wa nashukku innehu Israeli. Und wir glauben, dass ein Israeli das gemacht hat. Ich schwöre, ja. Es gibt eine Begründung in manche Hadithe. Wahnsinn. Ich google alles für dich. Ja, auf Deutsch. Der liest das gerade, der schreibt ja nicht mehr, der liest das gerade selbst und der ist geschockt, ne? Wie der Joker vorgestern, der hier mit mir seinen Tricks machen wollte.
Ich bin kein Muslim, Hamdul Jesus. Wahnsinn. Ohne Witz, unglaublich. Habt ihr gefunden, Leute? Alhamdul Jesus. Habe ich ja zum ersten Mal gehört. Ja, ein Muslim, der kein Koran annimmt. Dankeschön, ja, Schwester oder Bruder, wer das geschrieben hat, dieser Herr. Er sucht ja noch. Ich habe mich totgelacht, als er vorhin gesagt hat, wo ist das Sahih zu Surah Nisa vorgelesen hast. Und dann will er mit mir debattieren. Mann, das haben nicht mal deine Imame geschafft. Hol dein Imam. Khaliyatla, Khoya, Khaliyatla, nachge schon. Ich habe es recht geleitet. شوف هو هذا 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 هو هذا هو عملهم يطلعوا لما يكون عندك فوق يقدر يعمل لك فهمت يعمل لك المشاكل اكثر لانه يكون معك على الستيج لما يكون لما يكون تحت ولو يعمل اللي حاب يعمل ما يسكرون اللايف بس لما يكون فوق ويعمل بك لوريكا hat Angst von Jesus. Warum hast du denn Angst? Ja, sie hat Angst, wenn sie ein Bild von Jesus sieht. Hä? Ja, ich habe auch gemerkt. zeig nochmal und mach größer. Oh, liebe Jesus. Wunderschön. Wunderhübsch. Oh. Hübsch. Schönheit. Das ist auch mein Desktop-Bild. Einzigartig. Sowas wie ihn wird es niemals mehr geben. Nee. Never. Herrlich, oder? Einfach herrlich. Das ist dein Gott, Lorica, dein Gott, dein Christengott, Lorica. Also ist es sahih, Bruder, oder ist es nicht sahih? Hast du da was gefunden? Hast du den Hadith nicht, du? Ich meine dich nicht, Timo, ich meine dieser Typ, wie der heißt. Ach so, okay. Ja, ich bin weiter. Libanesischer Amir, hast du den Hadith gefunden, libanesischer Amir? Ich sehe, du schreibst gar nicht mehr. Also der hat den Hadith gefunden, ja, und der hat auch den Tafsir, guck mal, die Übersetzung. Für die Übersetzung von Hadith, das wird ja genau das Gleiche, was wir hier gesagt haben. Leute, ihr könnt ja selbst überprüfen, glaubt mir kein Wort, ne? Ich bin ein ungläubiger Lügner, ich bin ein Doppelagent, ein Zionist. Ne? Was bin ich noch, Leute? Habe ich was vergessen? Ja, ich arbeite für Illuminati und ich bin mit der Mossad, ne, zusammen. Und glaubt mir nicht, sucht, wenn ich ein Hadith nenne und euch die Nummer gebe, dann könnt ihr ruhig einfach nur eure Finger benutzen, eure Gehirn, einfach tippen und lesen, ne? Das ist ganz einfach. Kannst du, Babu, verzeih mir, kannst du das, was von vorhin wiederholen, mit vor ein paar Stunden, wo das Thema war, mit dem Dämon, also wer schickt den Dämon, also der islamische Bruder hier weiß nicht wahrscheinlich über das Bescheid. Ja, also glaub, der andere, ja, bitte. Der verträgt noch die Trauma, ja. Der eine schreibt, ich glaube, Amir muss erst die Trauma verarbeiten, ja. Der hört zum ersten Mal, dass man verheiratete Frauen vergewaltigen darf in dem Islam. Keine Wunder. Natürlich braucht er Zeit, um das zu verarbeiten. Ja, das ist. Also, man hat hier einen islamischen Person gefragt, wer hat Dämonen geschickt? Und der hat behauptet, der Allah. Und wir Christen wissen, dass der Teufel Dämonen schickt. Was sagt ihr dazu? Der schreibt gar nicht mehr. Brauchst du so viel, um eine Übersetzung zu finden, Mann? Hat Allah die Eigenschaft, die Hölle mit Menschen zu füllen? Ja, richtig. Ja, oder? Ja. Allah wünschte, er hätte die Menschen mit ins Höllenfeuer geschickt. Ja, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Prophet? Was ist das? Das ist der Teufel. Mit Angst aufwachsen. Sobald deine Augen aufmachst, musst du mit Angst leben. Und zwar bis zum Tod. Selbst vorm Tod musst du Angst haben. Also seid ihr ganz beim Trost alle oder? Keine Ahnung. Einfach mal aufwachen. Auch wenn es die Familie kostet, dafür habt ihr die Ewigkeit. Also ich hoffe, der hat das gefunden. Der hat gar nicht, der schreibt nichts mehr. Aber ja, den hast du gefinisht. Der ist ja. Der fragt erstmal, ob der Vers sahih oder nicht sahih ist. Das ist ganz normal. Ja, am Ende ist er nicht authentisch oder so.
Wir haben den Koran nicht authentisch, haben den Koran genannt und gefragt, ob das authentisch ist oder nicht. Ich meine, ich habe dir einen Koranvers genannt. Oh, Achi, Nemesis ist da. Nemesis, da la Fok. Sure 19.83. Was ist das denn, Abu Tom? Ich kenne mich mit Suren nicht aus. Da ist Experte Babu, bitteschön. Ich kenne die Nummer nicht, sag mir auf Arabisch, wie das heißt, oder zeig es einfach dort und dann weiß ich, worum es geht. Und dann sag mir einfach, worum es geht, dann weiß ich, welche. Er schreibt da Sure 19.83. Ich weiß nicht, was das ist. Wie schreibt das? Gucken wir mal. Abu Tom. Ah, ja, das ist Sure 19, das ist da, wo die Satane für die Ungläubige. Soll ich gucken? Ja, kannst du gucken, das ist, der hat die Satane geschickt für die Ungläubigen, um sie zu schrecken. Wie kann der Gott den Satan, die Dämonen schicken? Also ohne Witz, ja. Ist das normal? Aber weißt du, wir brauchen eine Antwort von die libanesische Amir oder wie heißt. Wir brauchen eine Antwort von ihm. Hast du den Hadith gefunden? Ihr habt ihn nicht gestummt, oder? Warte, ich guck mal. Nein, denn du hast den Brech schlafen geschickt, zugedeckt, gute Nachtlied gesungen. Jesus ist unser Vater. Mein Gott, sagt, dass Jesus ist Gott, aber betet zum Vater. Er ist unser Gott, unser Vater. Das ist schwer zu verstehen. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ich weiß. Nee, der ist nicht gestummt. Also der hat nur keine Antwort. Der fand genau das, was ich gesagt habe. Zum Glück hat er sich nicht wie Joker beleidigt, ne? Und blamiert, weil Joker kam auch und sagt, mach die Kamera auf, wenn du ein Mann bist. Ich habe ihn direkt groß gemacht. Okay, mach hier, bitteschön. Lese uns den Hadith. Und dann hat er versteckt, der wollte gar nicht lesen. Und dann fing er zu spucken und zu beleidigen. Und das Video, Leute, dann gibt es auf YouTube, für die Leute, die das Video sehen wollen, schreibt, was soll ich schreiben, Bruder, Ex-Muslim, und Joker. Schreibt Babu, Ex-Muslim, Joker. Babu, eine möchte von dir wissen, hat nicht dein Gott auch den Teufel erschaffen? Er will nur es verstehen. Also, hat der Christengott nicht den Teufel erschaffen? Fragt ein Ahmad. Ich bin aber nicht Christ. Ja, aber er meint, weil wir sagen ja dann, dass das dann so. Allah hat den Dämon geschickt. Das auf Deutsch. Der Jesus, was werden wir sehen über den Hadith? Was werden wir sehen? Die schreiben Fastahallu Furujahun. Und die haben ihre Genitalien genossen, steht in den Hadith, Mann. Was sollen die übersetzen? Diese Sachen sind uns, und die kann man nicht übersetzen. Ich schäme mich, solche Sachen zu erzählen. Ich habe die Übersetzung von gestern da. Also wer will, kann haben, poste ich nachher im Story. Kann aufnehmen. Also lese den Tafsir von der Vers. Er schreibt, Lieb Amir schreibt, übersetzt das auf Deutsch. Und ihr hast du es? Carlo, kannst du ihn den Hadith zeigen auf Deutsch? Kannst du es übersetzen? Weil der Bruder hätte sie auch einfach auf deinen Laptop übersetzen können, oder nicht, Timur? Zu Deutsch. Nicht unbedingt auf Deutsch finden. Einfach Übersetzer machen auf Google. Kopieren, einfügen, von Englisch zu Deutsch, oder nicht? Müsste funktionieren. Nicht, dass das alles ist das right, aber guck mal, Timur, guck mal, wenn du Sura Nisa eingibst, Vers 24. Den Hadith direkt, ich habe ihm den Hadith Sahih Muslim direkt gegeben. Ich habe das hier genommen. Nein, den Hadith, nimm direkt den Hadith Sahih Muslim direkt, den ich dir gegeben habe. Welche Nummer war das nochmal, Hadith Sahih Muslim? 1456. Und dann weißt du, dann machst du kopieren und dann einfügen. Ja, und dann kopier einfach den Text auf Englisch oder auf Arabisch oder wie du willst. Ja, auf Englisch ist besser. Babu, hast du da mit Hodensack und so Sachen? Bitte? Mit dem Hodensack und so, was war das? Aber das sind Schiiten Sachen. Das kann ich nicht benutzen. Wie gesagt, ich benutze nur die Sahihs, Dings, die Vitamine gegessen haben. Ich kann diesen Schieren und so, weil kein Sunnit nimmt das von dir. Ich kann es zeigen, ich kann darüber lachen, aber keiner will es anerkennen. Okay. Soll ich lesen? Oh. Ja. Okay, ich kann aber nicht so gut an die Namen sprechen. Abu Sa'id al-Khudri, Allahs Wohlgefallen auf ihn, berichtete, dass der Gesandte Allahs in der Schlacht von Hanain ein Heer nach Autos schickte und auf den Feind. Nach Autas. Ich habe euch gesagt, den Krieg von Hunain habe ich euch genannt. Hab ich gesagt, danach hat er Freunde geschickt zu Autas. Das habe ich gesagt, oder? Das liest du genauso da. Lese weiter. Autas, das ist eine Stadt.
schickte und auf den Feind traf und mit ihm kämpfte. Nachdem sie besiegt und gefangen genommen hatten, schienen die Gefährten des Gesandten Allahs Friede mit ihnen davon Abstand zu nehmen. Mit den gefangenen Frauen verkehrt zu haben, weil ihre Männer Polytheisten waren. Da sandte Allah der Erhabene diesbezüglich herab und die Frauen, die bereits verheiratet sind, außer denen, die eure rechte Hand besitzt, IV24. Das heißt, sie waren für sie erlaubt, wenn sie Ida-Zeit zu Ende war. Krank. Wir haben aber nicht gewartet auf die Ida. Die Geschichte geht weiter noch. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch. Die haben nicht auf die Ritter gewartet und außerdem, die waren Muschrikät, mit denen darf man gar nicht schlafen. Dann haben die gesagt, ja, die haben alle den Islam auf einmal genommen. Das ist doch bescheuert. Warum sollte die Frau den Islam annehmen, wenn sie weiß, wenn sie es nicht nimmt, wird sie nicht vergewaltigt? Warum sollte sie sich freiwillig dafür entscheiden, den Islam zu nehmen, obwohl sie ihre Kinder dabei hatten, ihre Männer waren noch am Leben, verstehst du? Die haben gesagt, die haben alle den Islam angenommen. Und dann haben die auch nicht mal gewartet auf die Ritter, die haben sie in der Nacht alle vergewaltigt. Liebe Amir sagt, was habt ihr dadurch verstanden? Wir haben dadurch verstanden, dass euer Buch ein Horrorbuch ist, ein Horrorszenario. Also. Das ist der Satan, ich persönlich. Satans Wörter drinnen, ja? Also ohne Witz, das ist ja nicht mehr normal. Was habt ihr verstanden? Was haben wir verstanden? Was hast du verstanden? Die haben Frauen entführt nach dem Krieg und die haben sich geschämt, mit den Frauen zu schlafen. Und Mohammed hat diese Verse gegeben und die verheirateten Frauen sind euch verboten, außer die eure rechte Hand besitzt. Was willst du noch? Also außer Sklavinnen. Was hast du da noch nicht verstanden? Ich meine, bist du wirklich so? Also ich weiß nicht. Rasul Lebnani, Mumu Lebnani. Ist der überhaupt noch da? Der ist weg, glaube ich. Wenn Libanese ist, kann er Arabisch. Wenn er Libanese ist, kann er doch Arabisch lesen und. Das zeigt dir doch, der hat dir doch gerade den Hadith hier übersetzt. Der fragt wieder, sagt, wo steht das? Bist du der soll einfach mal hochkommen. Nein, der soll einfach mal googeln. Der macht doch das extra. Ja, der ist zu dumm, glaube ich, ein bisschen. Vielleicht Analphabet, weil da gibt es ja, sehr schon. Viele davon. Ich verstehe nicht, was wird er. Er ist nicht dumm. Er will es einfach nicht verstehen. Lorika weiß nicht, um was es geht, aber sie stimmt ihm einfach zu. Ja, die haben Abstand gewartet. Warte, hier. Abu Sa'd al-Khudri, Allah vorhine, ja, berichtete, dass der Gesandte Allah in der Schlacht von Hunain ein Herr nach Autas schickte. Ist okay, bleib wie du warst, Bruder, ich kann sehen. Autas schickte und auf den Feind traf und mit ihm kämpfte. Nachdem sie besiegten und gefangen genommen hatten, schienen die Gefahren, das steht auf Arabisch, die haben sich geschämt. Nachdem sie gefangen genommen hatten, schienen die Gefährten des Gesandten Allah davon Abstand zu nehmen, mit den gefangenen Frauen Geschlechtsverkehr zu haben, weil ihre Männer Polytheisten waren. Da sandte Allah, der Erwählte, herab, diesen Vers, und die Frauen, die bereits verheiratet sind, außer denen, die eure rechte Hand besitzt. Ich verstehe nicht, was hast du hier nicht verstanden? Ja, wie Schule, und ich mache hier wirklich einen Kindergarten. Nicht mal Schule, das ist Kindergarten. Abstand zu haben, du Heuchler. Erklär mich doch auf. Die haben sich geschämt, mit den Frauen zu schlafen. Die haben Abstand genommen von den Frauen. Die wollten mit denen nicht schlafen. Moment hat gesagt, nein, das ist kein Problem, schlaf mit denen. Auch wenn sie verheiratet sind. Was hast du darin nicht verstanden? Abstand, was heißt Abstand? Und die wollten keinen Geschlechtsverkehr mit den Frauen haben. Was heißt das? Das steht Abstand, Geschlechtsverkehr, er hat immer noch nicht verstanden. Der hat nur den Abstand verstanden, sonst gar nichts. Ja, Geschlechtsverkehr hat er nicht gelesen, versklavte Frauen hat er nicht gelesen, verheiratete Frauen hat er nicht gelesen, der hat nur Abstand verstanden. Die Männer wollten Abstand halten, die haben sich geschämt. Die wollten nicht mit denen schlafen, die haben sich geschämt, weil das gegen deren Moral war. Diese Männer hatten mehr Moral wie Mohammed, Mann. Glaub's einfach, nimm's mir egal. Geh, frag deinen Imam. Lorika und Amir, ihr könnt beide auf euren fliegendes Schienbein warten. Ohne Witz, ey, die Unwissenden. Abstand zum Gehirn, ja, Ahmed Sika, aber wirklich Abstand zum Gehirn. Wartet auf eure fliegenden Schienbein. Das war richtig gut. Abstand zum Gehirn. Wie Chainsaw. Oder ein bisschen apropos Tamarin. Abstand, Lorika, apropos Hallo? Abstand. Lorika, Hallo? Haltest du Abstand von Hamas? Ich wollte fragen, was ist das hier? Ist das so Debate oder was? Nein, so ein Typ hat gefragt, wir haben eine Sache gezeigt.
Seid Sunnah Jama'a. Seid ihr alle hier Christ oder Muslim? Nein, ich bin Ex-Muslim nur. Ex-Muslim, gut. Ich freue mich, dass du Jesus gefunden hast in deinem Herzen. Ich bin nicht Christ, ich habe nur den Islam verlassen. Der Rest ist Christ. Ah, bist nicht Christ? Nee, die anderen glaube ich, aber. Nee, wir sind aber Christ. Was bist du? Hier. Was bist du denn? Agnostiker. Was? Agnostiker. Agnostik, das heißt, du glaubst an Gott, aber du weißt nicht an welchen, ja? Ich kann er nicht beweisen. Er glaubt an sich selbst. Ich weiß ah, nicht, ob an dich selbst? Wieso glaubst du an dich selbst? Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ich habe keinen Beweis dafür, deswegen sage ich, ich weiß nicht. Agnostiker heißt so viel wie, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Das ist alles, was Agnostiker bedeutet. Wie weiß nicht? Ich glaube an keine Religion oder an keinen bestimmten lass Gott. Mal reden, lass mal reden, Tamam, lass mal reden, ja? Und ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß keinen, es gibt keinen Beweis dafür, also das meine ich. Und solange es keinen Beweis gibt, kann ich auch an keine Religion glauben. Okay, aber lass mir jetzt mit Ding Logik reden, ja? Logisch reden, ja? Ja, aber Logik und Religion haben gar nichts miteinander zu tun, gell? Ja, Tamam. Also es heißt ja Glaube, weil es keine Beweise gibt, ne? Wenn es Beweise gibt, ist es Wissen und nicht Glaube, ne? In Dings Christentum, es gibt viele Beweise auch. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Es gibt auch Beweise, wo Dings Jesus hat gewohnt. Es gibt auch Beweise für alle diese die historische Sachen bestreite ich ja natürlich nicht. Aber lass mir jetzt logisch. Nein, wir reden nicht über Christentum, wir reden hier nur über Islam. Bruder, ich mache nur Islam. Islam? Ja. Ah, komm, lass mal reden über Islam. Go. Wir reden nur über Islam. Ja. Wie Ali ibn Abi Talib sagt, لو كان الدين بالعقل لأمرت بمسح. Er hat gesagt, wenn der Glaube mit Gehirn funktionieren würde, würde ich sagen, wir sollten die Schuhe von unten waschen und nicht von oben, bevor wir in die Moschee reingehen. Weil Mohammed sagt, macht eure Schuhe von oben sauber, nicht von unten, und dann geht beten in die Moschee. Und er meinte, wenn das mit der Kopf zu tun hätte, würde ich ja lieber von unten. Aber Mohammed hat gesagt, so machen. Was soll er lassen, Kostinus? Nein, wir machen hier nicht über Christus. Ah, nein, ich mache nichts, ich mache nichts. Ich rede nur, ich bin wo ich bin kommst du denn her, Vincenzo? Ah? Wo kommst du denn ursprünglich her? Ich bin Italiener und Türke. Italiener und Türke, und du bist aber Christ, oder wie? Natürlich bin ich Christ. Und wer ist jetzt Türke in deiner Familie? Vater oder Mutter? Vater. Ah, sehr schön. Bist du geborener Christ oder wie war das bei dir? Natürlich, ich bin geboren als Christ und wir sind alle geboren als Christ. Natürlich, ein Italiener wird Christ sein, ein Italiener kann niemals Muslim sein. Genauso wie die Albaner, würde ich behaupten. Albanien früher war eigentlich ein linkschristliches Land, aber wegen meinem Land, Türkei, ist Muslim geworden. Kostinus, der sagt, Kostinus, der will mich, Kostinus, der will, dass ich nicht über Christentum rede. Ja, weil der glaubt, ich werde zum Christentum, ja. Irgendwann, aber wir reden, ich habe ja. Deswegen, der will nicht, dass wir wieder anfangen, hier die Debatte von gestern und von vorhin, das ist wirklich, ja, links Kopf zu brechen. Ich habe auch keine Kraft gerade. Ich muss ja wieder Freunde beneuen, dass die letzte Zigarette und dann haue ich ab, Leute. Timo, mach mal deine Kamera an und geh mal auf Google. Okay. Und danke fürs Herz, Kostilis. Danke fürs Herz. Und danach, ich möchte auch gerne was sagen von die Islam. Ich möchte auch was sagen. Das ist von Babu, der Livestream. Ja. Babu, bist du da? Okay, ja. Schätze ich mal. Ja, okay, was soll ich zeigen? Gib mal ein Koran, verschiedene Korane ein. Was soll verschiedene Koran? Genau. Ja. Wie viele Korane haben wir hier? Was? Ich glaube mehr. Nein, warte, das ist die arabische. Klick mal drauf. 30 arabische Koranversionen? Das ist noch gar nichts. Es gibt noch 7. Es gibt's noch. Es gibt's noch.
Also da die Muslime gerne immer, dass die, weil die Muslime immer kommen und sagen, ja, die Bibel sei verfälscht oder es gibt tausend verschiedene, welche sollte man lesen? Wenn die Muslime fragen, welche von diesen 30 sollte man lesen? Ich kann. Hast du eine große Auswahl? Die größten davon sind ja der Warsch, Hafs, Duri. Ich weiß das, das nimmt ja kein Ende hier. Oh mein Gott. Ey, gut, dass wir nur eine haben. Eine und die wahre. Ja. Ey, Timo, kann ich dir auch was zeigen, Bruder? Ja, klar. Schreib mal in Google, Bruder, kannst du Englisch? Kann jeder hier Englisch? Ja, ich kann Englisch. Okay, gut. Schreib mal Koran, Koran Kopf 5 und Vers 14, ja? Koran Kopf 5, Vers, like Chapter 5 und Vers 14, you know? Also Sura 5 wahrscheinlich, ja. 14. Was hast du geschrieben? Nein, du hast das Kopf gesagt. Ich schreibe einfach Koran, Chapter 5, Vers 14. Fertig. Chapter, also wie Kapitel. Nee, ja. Ja, Kapitel. Koran, hier haben wir Chapter 5, Vers 14, richtig? Ja. Lass mal das auf Englisch lesen. Können wir das in Englisch machen? Klar. So, lass mal. And lass mich ganz kurz. Ne? And from those who say we are Christians, we took their a covenant, but they forgot a portion of that of which they were reminded. So we caused among them animosity and hatred. Da steht da, dass links Allah hat Dings gegen uns Christen Dings Hasse gemacht und so, weißt du? Ja. Und lies mal jetzt Koran, Kopf 5 und Vers 91. Lies mal jetzt, ja? Nochmal neu suchen? Oh, ganz kurz, ja. Ganz kurz, bitte sag nicht Kopf, sondern Sure. Ah, Sure, ta. Wie kommst du aber auf Kopf? Koran, Chapter. Einfach so. Chapter? Welches Chapter? 5. 5? Welchen Vers? 91. Boah, du warst doch gerade auf Vers 5 drauf. Ja. 91 und gucken wir jetzt. Oh, ich sehe schon hier die. Satan plans to stir hatred. Siehst du? Hatred, Hostility, Intoxicants. Oder steht alles da. Also. Könnt ihr also auf Deutsch übersetzen? Dass bitte? Allah ist Shaitan. Ja, haben ihm auch gesagt. Übersetz mal auf Deutsch bitte. Ha, ich werde jetzt versuchen, weil ich kenne nicht so gut. Warte, ich mach Google Übersetzer. Ja, mach Google Übersetzer. Lies doch mal auf Englisch, ich übersetze euch. Ah, das geht schnell hier. Warte, ich lese mal. Satans Plan ist es, mit Rauschmitteln und Glücksspiel Feindschaft und Hass zwischen euch zu schüren und euch davon abzuhalten. Ja. Allah zu gedenken und zu beten, werdet ihr euch dann nicht erhalten. Und wo wir diese Vers gelesen haben, diese 14 Verse, steht da genau das Gleiche, was Dings Allah hat mit uns Christen gemacht. Steht da das Gleiche. Das heißt, wir Christen kämpfen gegen Dämon, Teufel und das wäre jetzt der Allah, oder ja. Was? Ja. Das sage ich auch die ganze Zeit. Ja. Ach du Scheiße, ich muss jetzt was trinken, ey. Weißt du noch, was richtig gut dazu passt? Diese Protection. Protection. Weißt du, was sehr gut daran passt? Mhm. Sure 3, Vers, Sure 3, Vers 54. Na, da ist es schon. Welchen nehmen wir? Den ersten einfach, oder? Hey, es gibt doch nur einen Koran. Warum gibt es da drei Stück? Ja, man weiß es bei dir. Nein. Nehmen wir den. Ich kann nicht mehr schlafen. Hallo, Gott der Bibel ist ein Hurensohn. Gott, damn. Ja, das sagt Satans Kind, Leute. Satans Kind. Oh.
Ja, das hat er gelernt. Wir wissen, wo er das gelernt hat. Das hat geh mal zurück, geh mal zurück. Hoffentlich nicht, ja, die Heilige Geist beleidigt. Hoffentlich nicht, er macht das. Ja, nein, die deshalb haben die so Angst vor Kreuz. Leute, schreit nicht alle, Leute, schreit nicht alle. Ich bin kein Christ, ich darf beleidigen. Der Typ hat in einen Puff diese Erziehung bekommen mit seiner Mutter. Die hat ihn immer mitgenommen zur Arbeit. Wir müssen ihn das, wir müssen ja verstehen, ein bisschen Verständnis haben und Rücksicht haben. Ist ja verständlich. TikTok sportlich, was er alles sagt. Alles gut, wir wünschen natürlich alles Gute und Gottes Segen. Mhm. Er soll gehen in Frieden. Jetzt öffnen wir mal das Erste. Und Jesus hat auch gesagt, alle auf dieser Welt würdet euch hassen wegen mir. Ja. Das ist aber ein ganzer Text. Nein, geht das zurück, war, diese, das war diese Libanese, die ist mit einem anderen Profil gekommen als Pole und so. Seht ihr, wie Heuchler die sind? Die tragen wie die Burkas, um zu beleidigen. Ja. Wo soll ich hin? Ich bestelle heute noch 30 cm großen, langen Kreuz und trage. Auf was Seite? Diese Kreuz erschreckt den Teufel, wisst ihr? Geh mal zurück, Timur. Ja, wohin genau? Nee, zurück von der Seite. So, ja. Jetzt auf das zweite. Auf Sure 3? Genau, da rein. Geh auf 54. Lorica, morgen sitze ich mit Riesenkreuz hier, glaub mir. Musst du ertragen, wenn du keine Angst vor Kreuz hast. Also der Teufel, wie wir wissen, hat Angst vor Kreuz schon immer gehabt. Und jetzt wissen wir, wer Teufel ist. Und zwar eure Aura. Da ist es. Ist das richtig? Starker Vers. Der beste Listenschmidt, der Abi. Ja, ein bisschen Camilo. Ich glaube, der hat zu viel Camilo-Regen getrunken. Sure 91 ist richtig witzig. Freunde, ich mache mal. Ich habe Kreuz in meinem Nacken getrunken. Ich muss Feierabend machen. Es tut mir leid. Ich weiß, es sind viele Leute, aber ich muss Feierabend machen. Ich muss ja um 9. Sag ja, noch jetzt auch. Ich bin wieder morgen ab. Gottes Segen, vielen Dank, Babu. Danke, gerne, Schwester, gerne. Ich danke, Fadi, Babu. Gerne, Brüder und Schwester. Dankeschön, so viel. Wenn ich euch runter ist, mache ich auch. Verabschiede ich mich auch von den Rest. Danke dir, Vincenzo, hat mich auch gefreut. Dankeschön. Wir hören uns. Danke, Schwester. Danke, Carlo, Bruder. Ach, es war Dennis wieder mit euch. Ich danke euch, Freunde. Wir haben bisschen was gelernt oder was rezitiert. Ich wollte euch noch ein paar Hadithe zeigen. Mache ich gerne morgen über die Sklaverei. Zeige ich euch dann gerne die ganzen anderen Hadithe. Danke, Cousinus. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Habibi. Ich muss dann um 9 meinen Termin erledigen, meine Sachen, dann ein bisschen arbeiten und ich bin dann wieder so 17, vielleicht 18 Uhr. Ja, ich bin jeden Tag live. Freunde, die noch nicht folgen, macht ein Follow, ne? Damit ihr dabei seid und nichts verpasst. Morgen machen wir wieder das Thema Sklaverei. Wir bringen die Hadithe und die Verse, die das bestätigen, ne, für den Libanesen, der heute da war, ne, und das leugnete. Ich zeige ihm morgen die Wahrheit von der Islam und von der Menschenrechte und von, ja, alles, was er behauptet von seinem barmherzigen Gott und seinem barmherzigen Prophet. War er es wirklich? Wir werden auch zeigen. Danke, lustiger Bruder, danke. Oh, jetzt schicken die mir alle in welche Match-Anfragen? Nein, Leute, ich gehe jetzt schlafen. Danke, lustiger Geschichten. Gerne machen wir, wie gesagt, morgen mit der Sklaverei, mit den Hadithen, mit den Versen und gucken wir, wie gesagt, dieser barmherzige Prophet und barmherzige Gott. Ja, die schicken mir gerade diese Match oder was weiß ich, ne, in welche Muslime. Danke euch, Freunde. Danke. Ganz viel Liebe. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht oder einen guten Morgen. Grüße an Allahs Schienbein, auf jeden Fall, und an seine zwei rechte Hände. Das stimmt übrigens, Freunde, das gibt's in den sunnitischen Quellen. Das ist keine Behauptung, das mit den zwei rechten Händen und so. Und seinen quietschenden Stuhl, ne. Das ist auf einem Stuhl und der Stuhl quietscht, weil Allah zu schwer ist und der Stuhl so alt ist, ne. Der hat kein Öl, der quietscht. Ja, Carlo, was willst du noch? Achi, bevor ich gehe, wo du jetzt gesagt hast, Allah mit seinen Schienbeinen und zwei rechte Hände, ich habe ein perfektes Bild, kann ich das ganz kurz zeigen? Ja, okay, mach.
Sonst zeige ich euch, wie sein Dings quietscht mit seinen goldenen Sandalen, seiner goldenen Krone, ne, und einem grünen Seidenkleid. Ja, wie er sein Bein in die Hölle presst. Ja, den muss pressen, die Hölle pressen, weil da kein Platz ist für die Leute. Die tut sein Bein rein in die Hölle und so, ne, und drückt. Wie primitiv ist das? Ja. Sehr guter Beispiel. Genau, ey, das steht ja mal vor. So ein Ding hat mir mein Leben lang Angst gemacht. Ich habe so ein Ding gebetet, Leute. Wie behindert war ich? Und das. Ja, ich gehe schlafen. Aber guck mal, diese Leute, ey, Leute, nein, fertig. Ciao, ciao, ciao. Ich danke euch. Ja, vielmals, Freunde. Ja, passt auf euch auf bis heute Abend. Ja. Gottes Segen, Gott auf jeden Fall. Wir schreiben auf Telegram, ja? Bitte? Ja, wir schreiben auf Telegram. Okay. Ja, Leute, ich werde eine Gruppe auf Telegram machen, die Leute, die mir folgen und die ich ja auch höre und so und die ich dann auch mittlerweile im Chat, ich kenne ja auch viele im Chat, obwohl die ja nicht hochkommen. Wir werden dann eine Gruppe gründen auf Telegram oder auf Discord und dann werden wir da auch uns unterhalten, ein paar Sachen schreiben. Aber jeden Tag, wie gesagt, ich bin jeden Tag live hier, meistens ab 16, 17 Uhr. Tschüss, Freunde. Schlafen. Ciao, ciao, ciao.